Tiere. Strange is the night where black stars rise, but stranger still is Lost Carcosa. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im neuen Jahr bei Rocket Beans mit einem zweiten Teil von Pen and Paper Tor nach Carcosa. Ein schicksalshafter Abend erwartet unsere vier Helden heute Abend. Ja, wie der ausgehen wird, das werden wir heute erfahren, glaube ich. Aber erstmal möchte ich natürlich euch da draußen begrüßen. Ich möchte unsere fantastischen Spielerinnen und Spieler hier begrüßen. Mairi von Ockenspalter, schön, dass du da bist. Wieder einmal. Hallo. Colin Gable ist dabei. Chiara und Florentin. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid nochmal hydriert, habt nochmal so ein bisschen die Angstporen so ein bisschen gereinigt, denn es wird, glaube ich, heute etwas gruselig werden. Wie auch schon beim letzten Mal. Und ihr wisst mittlerweile ja, dass bei Pen and Paper von Rocket Beans passiert so viel, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was ist eigentlich abgegangen das letzte Mal. Und deswegen haben wir hier ein kleines Recap für euch. Bitteschön. Ihr seid Teil der sogenannten Sektion M. Meine Damen, meine Herren, schön, dass Sie hier heute zusammengekommen sind. Wir haben einen Auftrag allergrößter Wichtigkeit für Sie. Wir haben den Kontakt zu einem unserer Agenten verloren in Paris. Und wir vermuten, das Ganze hat mit einem gewissen Wehrmachtsoberst zu tun, namens Richard Büchel. Einige befreundete Künstler und ich veranstalten am 15. April eine kleine Soiree mit Musik, Malerei und natürlich gutem Essen. Außerdem haben wir ein besonderes Experiment geplant. Ja, ihr geht an ein großes Foyer, was wirklich extrem schick ist. Um 9 wurde gesagt, beginnt das Abendessen. Ihr geht in ein Esszimmer auf der linken Seite. Es scheint Louise zu sein. Das scheint die Agentin zu sein, die ihr eigentlich suchen sollt. Und die sitzt dort am Tisch, hat sich anscheinend gerade mit Antonio so ein bisschen unterhalten über irgendetwas, über Pianomusik, und die sitzt dort am Tisch. Das Essen ist fertig. Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Remy Boucher. Ich bin der Koch heute Abend. Ihr seht ein Stück Fleisch auf eurem Teller. Ertrinkt in einer dunklen, dicken, roten Soße. Und die Gäste fangen wieder an, reinzuhauen. Schieben sich mit bloßen Händen dieses Stück Fleisch ins Maul, kann man einfach nur sagen. Es ist für euch echt ein bisschen widerlich, wie die essen. Mit ihrer Erlaubnis, wenn ich vielleicht einmal kurz die Tafel verlassen und die Toilette aufsuchen dürfte. Die Toilette ist die andere Tür. Aber was genau haben wir denn gerade eigentlich gegessen? Ich muss da jetzt einfach mal fragen. Sagen wir es mal so. Irgendetwas auf Blutbasis. Auf Blutbasis? Ja, okay, das. Ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber für die Briten ist das ja alles. Mademoiselle, können Sie vielleicht noch einen Moment bei uns sein? Was macht ihr hier? Wir sind gekommen, um Sie zu suchen und haben Sie schneller gefunden als erwartet. Verdammt! Diese Gruppe von Personen, sie nennen sich selbst der Hof des Königs. Ich gehe ins Lesezimmer, weil Herr Büchel gesagt hat, dass da irgendwas Spannendes auf mich wartet. Gut, dann würde ich sagen, ihr geht erstmal durch den Wintergarten hindurch. Du hängst plötzlich in dieser Pflanze dran und ihr anderen seht, dass sich diese Ranke um seinen Arm geschlungen hat. Was ist das? Lass uns los! Ja. Ich stoße einen spitzen Schrei aus, schlag mit der Hand zu reißen. Ist das giftig oder was? Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Zwischen den Stühlen befindet sich ein kleiner Holztisch, auf dem ein Buch liegt, was dir direkt ins Auge fällt. Es scheint irgendwie ein bisschen seltsam zu sein. Theaterstück zu sein, auf Französisch. Nennt sich Der König in Gelb. Ist damit dieser König gemeint? In dem Moment schaut ihr so kurz raus in den Garten, die erschreckt. Weil ihr habt für einen kurzen Moment gedacht, dass dort in der Dunkelheit eine Gestalt steht. Ich bin nicht der Einzige, der den Mann mit der bleichen Maske gesehen hat. Sie sind beileibe nicht der Einzige, der seltsame Dinge gesehen hat. Mein Gott, das. Bitte versammeln Sie sich im Klavierzimmer. Antonio, bitte. Alle hören gebannt zu. Und er hängt plötzlich den Kopf nach hinten und fängt an, so zu wackeln. Und plötzlich merkt ihr, wie langsam rot die weißen Tasten werden, wie Blut aus seinen Fingerkuppen sich auf der weißen Tastatur verteilt. Wehrt sich. Nein, ich muss das Stück zu Ende spielen. Lasst mich los. Ich muss das Stück zu Ende spielen. Ihr schleicht die Treppe wahrscheinlich hoch. Ja. Ja. Wenn ich hier der große Typ wäre, dann würde ich mir das Zimmer sichern, das den Turm hat. Das dachte ich mir nämlich auch. Damit ich dramatisch über die Stadt schauen kann. Also links, gib mir doch mal die Haarnadel. Ja, genau. Und in Windeseile hast du das Schloss geknackt, gibst dir die Haarnadel zurück und du öffnest die Tür.
Ich weiß, ihr könnt es alle gar nicht abwarten, zu erfahren, was hinter dieser Tür ist. Aber ein bisschen gedulden müsst ihr euch noch. Ein bisschen lassen wir euch noch auf die Folter spannen. Vorher nämlich noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Social-Media-Aktivitäten. Es gab im letzten Mal schon sehr, sehr viele Leute, die ihre Fanart zum Beispiel gepostet haben auf Twitter oder auf Instagram unter dem Hashtag PNPCarcosa. Und vor allem eine wunderschöne künstlerische Leistung von dem User, jetzt habe ich den Namen gar nicht mehr, Daily Successful, könnt ihr hier nochmal sehen. Vielen, vielen Dank. Nicht nur er hat sehr, sehr viel, sehr, sehr schöne Sachen eingesendet, sondern ganz viele andere Personen. Es ist wirklich wundervoll. Vielen, vielen Dank für eure Mühen. Wenn ihr weiterhin euch beteiligen wollt, auch wenn ihr nicht unbedingt künstlerisch begabt seid, könnt ihr es natürlich trotzdem tun. Hashtag PNPCarcosa. Wir freuen uns über jedes Feedback und über jede Person, die mitmacht. Und ja, ihre Meinung zu diesem Abend heute kundtut in diesem Internet. Nett natürlich, so wie es sich gehört. So, aber bevor wir jetzt anfangen, ich würde sagen, noch mal ganz kurz erklären, wer sind wir überhaupt, was machen wir überhaupt, noch mal ganz kurz die Regeln vielleicht für alle Leute, die jetzt das Recap gesehen haben und jetzt gerade erst einsteigen in Tor nach Carcosa, die jetzt keinen Bock hatten, den ersten Teil noch mal zu sehen. Mairi, wen spielst du heute Abend, wen hast du mit an diesen Spieltisch gebracht? Ich spiele ein Attergirl, eine Frau, die Flugzeuge geflogen und verlegt hat im Zweiten Weltkrieg für den Air Transport Auxiliary. Das ist Lieutenant Evelyn Peterson, auch wenn der Lieutenant häufig gar nicht zur Sprache kommt, aber man muss ja einen Rang haben, wenn man fürs Militär fliegt. Und sie ist eher so die pragmatische Person. Und ich sollte die Regeln eigentlich kennen, angesichts der Tatsache, dass ich auch für Cthulhu schreibe und das wird sicherlich auf die Probe gestellt werden. Sicher ist sicher. Ich habe ja auch ein bisschen was verändert, weil ich ein fieser Spielleiter bin. Deswegen. Und außerdem für die anderen ist es ja auch wichtig, das nochmal kennenzulernen. Ne? Colin, wen hast du mitgebracht? Wer bist du? Ich spiele heute Chester Harrison, Sergeant seines militärischen Ranges nach. Ein ehemaliger, durchaus erfolgreicher Soldat, der gute Ränge erklommen hat, der ihn aber ein paar Erlebnisse, von denen wir ja auch schon ein wenig gehört haben, ein bisschen zurückgeworfen hat, der einige Schicksalsschläge hat hinnehmen müssen. Immer verbunden mit leicht übernatürlichen Wahrnehmungen, die ihm niemand so richtig glauben wollte. Das hat mich letztendlich in die Einsamkeit und in den Alkoholismus fast schon getrieben. Und ich hoffe, dass ich eben in diesem Abenteuer, für das ich angeworben wurde, was mir sagt, genau das, was du erlebt hast, du bist nicht der einzige Mensch. Vielleicht findest du neben dem Auftrag, den wir ja haben, Lösungen und Antworten auf die Fragen, die dich dein Leben lang quälen. Und deswegen habe ich gesagt, dann bin ich dabei. Bin aber natürlich heute offiziell der Fahrer von Signora. Du konntest es, hast es oft genug gesagt, ja, ja, stimmt. Und Signora Alvarez sitzt hier rechts. Chiara, ja. Wer ist Signora Alvarez? Ich bin Carmen Alvarez, ich komme aus Spanien, bin aber nach Großbritannien geflüchtet, Antiquarin, habe da meinen eigenen Laden und bin ein bisschen charmant, schaffe es Leuten etwas unterzujubeln, was vielleicht gar nicht so toll ist. Aber ja, damit verdient man eben sein Geld. Und natürlich interessiert mich jetzt, was eigentlich hier los ist in Paris und was für ein Gegenstand wir finden, ob es wirklich Zauberkräfte hat oder nicht. Und zu guter Letzt haben wir noch Florentin. Florentin, wer hast du mitgebracht? Ja, ich spiele Ludwig Bruckmüller, ein angesehener Musikkritiker, der in Wien für das Neue Wiener Tagblatt schreibt und durch seine kulturellen Fähigkeiten und Kontakte eben auch Beziehungen zu ja, hochrangigen deutschen Personal geschlossen hat und dadurch natürlich interessant war für den britischen Geheimdienst, mit dem er dann auch Kontakt aufgenommen hat und da hin und wieder dann für die gearbeitet hat und eben auch die Einladung bekommen hat zu diesen großen, zu dieser Abendveranstaltung hier von diesem Wehrmachtsoberst. Und ja, ich bin der Sachverstand für alles, was mit Musik zu tun hat heute Abend. Und beim letzten Mal haben wir ja schon gemerkt, das könnte theoretisch auch sogar relevant sein. Denn, wie ihr schon gesagt habt, wir sind im Zweiten Weltkrieg im besetzten Paris. Ihr alle seid an einer Abendveranstaltung von Oberst Richard Büchel, einem etwas seltsamen Logistikoberst, der in allerlei okkulte Geschichten verstrickt ist, augenscheinlich. Und ja, ihr seid dort in ein Abendessen reingeraten, was irgendwie ein bisschen seltsam war. Das Fleisch hatte eine seltsame Konsistenz. Alles hat sehr stark gewürzt geschmeckt. Der Nachtisch war gut, allerdings auch ein bisschen süß, fast schon knirschend süß. Ihr wart danach auf einem Klavierkonzert, bei dem der Pianist Antonio Castellini sich so sehr in Rage gespielt hat, dass plötzlich seine Fingerkuppen geblutet haben und alles voller Blut war. Und habt so ein bisschen die Villa von Oberst Büchel erkundet. Denn euer Hauptziel ist ja immer noch, zum einen eure Kontaktperson finden, die ehemalige Agentin Louise Duchamp, die ihr auch schon gefunden habt, die allerdings euch nicht erwartet hat. Und einen Dolch zu sichern, den Oberst Büchel anscheinend in seiner Gewalt hat. Und der vielleicht nicht das ist, was wonach er aussieht auf den ersten Blick.
Und am heutigen Abend stehen noch zwei Programmpunkte auf dem sehr stark gefüllten Programm. Zum einen soll um 23 Uhr noch ein Malzirkel mit Viktoria von Stockhausen stattfinden, eine Malerin, die ihr auch schon kennenlernen durftet, etwas seltsame Person. Und um 0 Uhr sollt ihr alle gemeinsam in den Garten gehen zu einem Experiment, so hat es zumindest Oberst Büchel beschrieben. Was genau dort passiert, könnt ihr euch noch nicht zusammenreimen, aber vielleicht finden ja unsere beiden Heldinnen, Evelyn und Mademoiselle Alvarez, die Antworten auf diese Frage hinter der Tür, die sie gerade geöffnet haben. Denn da steigen wir jetzt wieder ein in das Abenteuer. Ihr seid gerade die Treppe hinaufgeschlichen, ja, in der Ablenkung, die das Pianokonzert von Antonio hinterlassen hat. Habt euch an der linken Seite der Galerie an einer Tür zu schaffen gemacht, habt die geöffnet. Und dahinter steigen wir jetzt ein. Ihr beide steht vor der Tür, du schiebst gerade noch die Haarnadel herein, klack, einem leisen Klicken öffnet sich die Tür und sie schwingt auf und zuerst mal riecht ihr den Geruch von alten Büchern. Und es ist dunkel, ihr seht so ein bisschen im Zwielicht des dunklen Abends, dass links und rechts und überall in den Wänden riesige, große Bücherregale stehen, vollgestopft mit allerhand Büchern, die alle sehr, sehr alt aussehen. Ihr schlüpft hinein, macht die Tür hinter euch zu und es ist dunkel. Aber ihr seht so im Zwielicht, dort steht auch ein Pult, wo anscheinend ein Buch aufgeschlagen ist. Im Hintergrund seht ihr eine stählerne Treppe, also eine kleine Wendeltreppe, die anscheinend nach oben führt. Das muss das Turmzimmer sein. Auf der linken Seite könnt ihr sehen, dass sich dort eine große Fensterfront befindet und eine Tür, die anscheinend auf eine Art Balkon führt, von dem auch so ein bisschen Licht von draußen in den Raum strömt. Und ansonsten Bücher über Bücher über Bücher. Für dich wahrscheinlich der Himmel. Der Himmel, ja. Sagen. Was tut ihr? Sieht nicht aus wie ein Arbeitszimmer. Nein, finde ich auch nicht. Aber gibt es hier irgendwo Licht? Eine Kerze? Eine Lampe? Keine Ahnung. Siehst du irgendwas? Ihr seht rechts einen Lichtschalter. Gut, ich mach mal das Licht an. Da ist ein Lichtschalter. Evelyn zieht erstmal ihre hochhackigen Schuhe aus, um nicht gegen alles zu rennen und vor allen Dingen auch leiser zu sein und schleicht zwischen den Bücherregalen hin und her und schaut, ob da noch irgendwo was Interessantes ist. So zufällig irgendwo so eine Dolchsammlung ausgestellt oder ähnliche Dinge. Das Licht geht an, eine Dolchsammlung siehst du leider nicht, sondern dafür halt wirklich jede Menge Bücher, die alle, du guckst du dir so oberflächlich an, die sehen alle sehr, sehr alt aus. Also das muss hier tatsächlich so ein bisschen die Privatbibliothek sein, wo der Oberst seine Prunkstücke aufbewahrt. Und im Hintergrund befindet sich eben diese kleine Wendeltreppe, die nach oben führt, wahrscheinlich in das Turmzimmer. Ich möchte kurz schauen, was für Art Bücher der Herr Büchel sammelt. Dann würfel du mal auf Bibliotheksnutzung und Evelyn darf mal auf Verborgenes erkennen würfeln. Hervorragend. Kurz zur Erinnerung, niedrig würfeln ist gut. Mit welchen Würfeln war das? Mit den beiden Zehnern, mit dem Einerstelle und der Zehnerstelle. Ja. Und dann müsst ihr unter euren Wert kommen. Und das ist in dem Fall bei Chiara eine 0 und eine 9, also eine 9. Ja, ich habe 60. Perfekt. Also ich habe den Wert 55 und habe eine 75 gewürfelt. Also Evelyn läuft mit in jeder Hand einem Schuh ziemlich planlos durch diese Bibliothek. Denkt dran, ihr habt noch eure Glückspunkte, die könnt ihr noch ausgeben, um das Ganze auszugleichen. Ist nur ein Hinweis, musst du nicht tun. Nur als Tipp. Das wären gleich 20 Punkte. Nee, ich lasse es mal. Okay. Dann fangen wir doch erstmal mit dir an, Carmen. Du blickst dich so ein bisschen um. Du hast auf jeden Fall das Gefühl, die Werke, die dort zu finden sind, die meisten davon haben irgendwas mit Okkultismus zu tun. Du findest Bücher über verschiedenste uralte Religionsformen an irgendwelchen Winkeln der Erde, die dir grob bekannt vorkommen. Du findest was über heidnische Rituale der Kelten und alles mögliche. Also eine sehr, sehr breit gefasste Sammlung über so okkulten Kram. Mhm. Und was dir auffällt, ist auf so einem kleinen Lesepult, was in der Ecke steht, ist ein Buch aufgeschlagen. Und das Buch ist komplett auf Arabisch. Kannst du Arabisch? Ein bisschen. Wie viel denn? 21. 21, okay. Du kannst ja mal würfeln auf Arabisch, um mal zu gucken, wie gut du das denn entziffern kannst und wie schnell du das entziffern kannst. Kann ich nicht, ich habe 39 habe ich gewürfelt. Okay. Also du kannst auf jeden Fall den Titel entziffern, der heißt Durchbrechung kosmischer Barrieren. Mhm. Und ansonsten,
Du hast so ein bisschen das Gefühl, du kannst so ein paar Sachen daraus, also da wurden Sachen unterstrichen in diesem Buch, was für dich schon so ein bisschen schwierig ist, dass tatsächlich in diesem uralten Buch rumgemalt worden ist. Aber anscheinend hat da Oberst Bücher ein bisschen was unterstrichen. Und irgendwas steht da mit Schutz, irgendwas mit einem Zeichen und irgendwas mit Verschrumpeln. Du bist dir nicht genau sicher, was es sein soll. Was aber noch interessant ist, da drin klemmt noch ein Blatt Papier. Und auf diesem Blatt Papier steht auf Deutsch, das kannst du relativ gut entziffern. So bringet da ein Opfer von Blut, aus Leidenschaft geboren, sammelt es und bildet das heilige Symbol auf dem Boden. Nun bietet da euer eigenes Opfer und werdet Zeuge der Macht des Königs. Und darunter ist ein Pentagramm gemalt. Okay, Signora Peterson, Sie haben nichts, wahrscheinlich nichts gefunden, gehe ich von aus. Ich habe hier. Gucken Sie aus. Hier rumlaufen. Sie haben recht. Ich wollte eigentlich gerade hoch. Okay. Ist irgendwas mit dem Buch? Ja. Sie können nicht zufälligerweise Arabisch? Ah, zufälligerweise nicht, nein. Nein, schade. Okay, das ist wohl ein okkultes Buch und Herr Büchel scheint sehr viele davon zu sammeln. Und hier steht etwas geschrieben von einem Ritual mit Blut und ein Pentagramm war es, ne? Ja, ein Pentagramm. Ja. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, denn wir haben doch etwas gegessen auf Blutbasis. Auf Blutbasis? Oh, ich erinnere mich, der Sergeant hatte irgendwas davon gesagt, dass er was mitbekommen hat in der Küche. Ganz genau. Moment, ja, haben die uns mit ihrem Ritual gefüttert? Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau entziffern. Ich zeige Frau Peterson. Ja, die guckt da auf stehen die, Schriftzeichen. Die guckt auf die arabischen Zeilen, guckt wieder hoch. Er ist ein bisschen deutsch. Ach so, der stimmt, der deutsche Zettel. Mhm. Den kann ich entziffern. Das klingt entweder, als hätte er ein wirklich, wirklich sehr schlechtes Kochrezept oder irgendwelche Schweinereien in seinem Garten vor. Ich glaube nicht, dass er sich hier sein Parkett mit dem ganzen Zeugs kaputt machen will. Ich glaube auch nicht. Wir sollten den Zettel mitnehmen und es vielleicht den anderen beiden zeigen, sobald wir uns ein bisschen genau umgesehen haben. Exakt. Oben. Steigen wir doch mal hoch. Ja. In dieses Turmzimmer, was auch immer da los ist. Okay. Ihr klettert diese sehr enge Wendeltreppe hoch, die mit jedem Schritt so kleine Geräusche von sich gibt. Und ihr landet oben in einem kleinen Zimmer, welches auf allen Seiten große Fenster beherbergt. Es ist wirklich so, dass ihr gerade so zu zweit da reinpasst. In der Mitte ist diese Wendeltreppe. Mhm. Und an einem der Fenster steht ein Teleskop, welches in den Nachthimmel blickt. Und ihr blickt auch so ein bisschen raus durch die Fenster. Draußen alles stockfinster. Selbst die Silhouette vom Eiffelturm ist nur sehr schwer zu erkennen in der Dunkelheit. Aber als ihr in den Nachthimmel blickt, seht ihr ein Sternenmeer, wie ihr es noch nie gesehen habt. Es schlägt euch in den Bann. Es ist wunderschön. Es ist so, als wäre das gesamte Lichter der Stadt wären erloschen und nur der Sternenhimmel leuchtet auf euch herab. Oh. Und das Teleskop ist in den Sternenhimmel gerichtet. War der Himmel immer so? Senor Alvarez, halte doch mal an sich, reichte die Schuhe rüber und geht selber an das Teleskop. Blickst durch das Teleskop und blickst auf einen hell leuchtenden gelben Stern. Du hast doch sowas wie Astronomie oder so. Exakt, ne? Da. Würfel mal auf Astronomie. Da Fliegen damals ja noch nicht mit GPS ging. Naturkunde Astronomie. Den würde ich gerne pushen. Okay. Den Wurf. Pushen bedeutet ich in dem 74. Fall, dass du es normal versuchst und wenn du es nicht schaffst, dann passieren schlimme Dinge. Jetzt habe ich eine 66. Aha. Das ist eine 37. Was haben wir denn da? Da gebe ich Glück jetzt aus. Okay. Da verbrenne ich jetzt eine Menge Glückspunkte, aber den Ruf möchte ich gerne schaffen. Es ist auch besser, sonst wäre wahrscheinlich etwas Furchtbares passiert. Aber so blickst du durch das Fernrohr und erblickst diesen gelblichen Stern und du erinnerst dich daran, zum einen, dass das wohl das Sternbild des Stieres ist. Ja. Und der Stern, den du siehst, ist Aldebaran. Den hast du auch vorher schon mal gesehen. Aber für dich kommt er sehr, sehr viel heller vor, als es normal ist. Das ist definitiv nicht normal. Der leuchtet viel, viel heller, als du es in Erinnerung hast. Du hast vielleicht früher von deinem Großvater mal Geschichten gehört und hast mit ihm in den Sternenhimmel geguckt. So hast du diesen Stern noch nie im Blick gehabt. Also es ist wirklich ein besonderes Ereignis anscheinend, was da gerade stattfindet. Und dann würfel doch mal bitte auf geistige Stabilität. Das dachte ich mir schon. Manchmal ist es nicht gut, Dinge zu wissen. Ja, den habe ich vergeigt. Und den kann ich auch nicht mehr ausgleichen. Okay. Du blickst weiterhin durch dieses Fernrohr. Du merkst, sie ist fast schon gebannt. Sie guckt immer weiter durch diese Sterne. Du merkst, ihr Kinnlade rutscht immer ein bisschen weiter runter. Mhm. Und du
hast das Gefühl, dass sich plötzlich dort am Nachthimmel, wenn du genau hinguckst, Türme bilden. Du siehst plötzlich eine Stadt. Ist das, spielt dir dein Kopf jetzt einen Streich? Du siehst Türme aus schwarzem Stein. Du siehst einen See, der den Stern Aldebaran spiegelt. Und dir wird plötzlich übel und du verlierst 1W6 geistige Gesundheit. Wie viel hast du verloren? 3, okay. Und also dir wird wirklich übel, du musst deinen Blick abwenden. Evelyn ruckt hoch von dem Teleskop, schaut Signora Alvarez an, dreht sich dann zur Seite. Hast du mich angekotzt? Nein, okay. Brav zur Seite. Und auch nicht wirklich, sondern nur so. Nein, mir wird schlecht, wenn ich das rieche. Okay. Ist ein Fenster hier irgendwo? Ja. Das sind überall Fenster. Ja, gut, ich mache ein Fenster auf. Okay. Oh, danke, frische Luft. Das ist mir nicht bekommen. Ich sehe komische Dinge. Was ist passiert? Die müssen irgendwelche Drogen in diese furchtbare Soße gemischt haben oder sonst irgendetwas. Das würde auch den furchtbaren Geschmack erklären. Frage sie nicht. Ich sehe auch Dinge viel zu hell, als sie sein sollten. Oh, oder das Teleskop hat irgendwelche Tricksereien. Sie fängt an dem rumzubasteln und zu schieben. Sieht wie ein ganz normales handelsübliches Teleskop aus. Ich verstehe das nicht. Ich möchte auch mal kurz reinblicken. Mhm. Auch du siehst einen hellen, gelben Stern. Hast du sowas wie Astronomie oder Naturkunde vielleicht? Nein. Es ist ein heller, gelber Stern. Ich habe einen Grundwert von 10 bei Naturkunde. Kannst du versuchen. Okay, ich mach's einfach mal. Oh Gott, ich habe eine doch nicht. 29. Es ist ein heller, gelber Stern. Okay. Er sieht schön aus. Warum wird Ihnen schlecht, wenn Sie einen schönen Stern sehen? Also ich hab nicht nur den Stern gesehen, Signora Alvarez. Wie gesagt, ich glaube, die haben irgendwelche Drogen in die Sachen reingemischt. Man kann diesen Deutschen nicht trauen. Die haben eine Chemietechnologie, die denen der Briten weit überlegen ist, fürchte ich. Und irgendwas war da drin. Das könnte auch erklären, warum wir unten diesen Mann mit der seltsamen Maske gesehen haben. Also nichts mehr anrühren hier, nichts essen, nichts trinken und wenn möglich. Wie lange können Sie die Luft anhalten? Ich weiß es nicht, ich musste es noch nie. Wie auch immer, wir sollten hier verschwinden. Das ist immer noch kein Arbeitszimmer. Und hier ist nicht, was wir suchen. Ihr hört auch plötzlich von unten aus der Tür, wahrscheinlich auch von der Galerie, Stimmen und Gepolter. Oh. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Ja, allerdings. Wir gehen runter und schauen erstmal durch die Tür unten beim Turmzimmer. Mhm. Ihr seht gerade, wie mehrere Personen die Treppe hinaufgehen. Die Treppe aus dem Foyer nach oben in den ersten Stock. Und dann kommen wir zu euch beiden, zu Chester und zu Ludwig. Ihr habt gerade, ja, mehr oder weniger Antonio vom Klavier befreit, der immer noch um sich geschlagen hat mit blutigen Fingerkuppen und euch auch so ein bisschen mit seinem Blut vollgeschmiert hat. Der unbedingt sein furchtbares Stück Kunst in Häkchen zu Sähne spielen wollte. Den habt ihr mitgerissen und dann wurde er plötzlich schlaff in euren Armen und er hat das Bewusstsein verloren. Und Oberst Büchler hat angeordnet, dass man ihn in ein Gästezimmer bringt und ihr habt euch bereit erklärt, ihn hochzubringen. Begleitet werdet ihr von 2 Wachen, die eigentlich unten an der Tür postiert waren, beziehungsweise an der Treppe. Und ihr geht über das Foyer, die große Treppe herauf und auf die rechte Seite. Ihr wendet so einen Blick nach links, so in Richtung der Tür, wo ihr vermutet, dass dort eure beiden Kameradinnen verschwunden sind und seht auch, dass die Tür so ein Stück weit offen steht und die beiden da durchluken. Und ihr bringt Antonio nach rechts in das Gästezimmer 1 auf der Karte. Und das Gästezimmer sieht eigentlich, als ihr hereintretet, ordentlich aus. Es ist jetzt nicht so, dass es sehr prunkvoll eingerichtet ist, aber man hat alles, was man braucht. Da ist ein Bett, da ist ein Schrank, da ist eine Waschschüssel, da ist ein kleiner Blumenstrauß. Also alles, was man so braucht, wenn man da eine Nacht übernachten möchte, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt länger. Und ihr legt Antonio auf das Bett. Und ihr merkt schon, er fühlt sich so ein bisschen, als würde er träumen und er redet irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen im Halbschlaf. Kann jemand von euch Italienisch? Nein, Latein, aber kein Italienisch. Also bei dir ist es wahrscheinlich so, dass du vielleicht von ein paar Opern kennst, du vielleicht so ein paar allgemeine Sätze. Also du hast das Gefühl, der scheint ein Gebet zu sprechen. Mhm. Ein normales katholisches Gebet. So fühlt sich das zumindest für dich an oder hört sich zumindest an auf den ersten Blick. Und ihr legt ihn im Bett ab und die Wache postiert sich vor dem Gästezimmer direkt an der Tür und guckt so ein bisschen. Die eine am
an der Treppe und die andere direkt an der Tür vom Gästezimmer. Mhm. Und ihr seid mit Antonio in diesem Gästezimmer ein bisschen alleine. Tür ist zu? Tür könnt ihr zumachen, wenn ihr wollt, ja. Mhm. Ja, ich würde die Tür so. Nein, ich glaube, jetzt braucht er jetzt erst einmal ein bisschen Ruhe gerade. So, möchte dann würde ich die Tür schließen. Gestört werden. Herr Bruckmüller hat mich glücklicherweise ja auch rudimentäre medizinische Kenntnisse. Ich glaube, wir sind in besten Händen. So. Danke, wir brauchen erstmal nicht. So, ich guck so ein bisschen, ihr macht die Tür zu, aber sie lässt das ohne weiteres machen. Sie wehren, ja. So, also ich lege ihn hin, so jetzt holen sie sich erstmal ein bisschen aus. Ist natürlich das Problem, ne, dass viele junge Talente sich schnell übernehmen und dann verbrennen in solchen spektakulären Auftritten. Das ist natürlich eine Schande. Ja, also eine Schande. Ich komme langsam zu dem Punkt, dass mir das alles sehr, sehr, sehr spanisch vorkommt, was hier passiert. Sie sind doch der große Musiker, Sie sind doch der Kritiker und der Experte. Was haben wir denn jetzt da gerade genau gehört? Mir sagt das jetzt überhaupt nichts. Für mich sind das im wahrsten Sinne des Wortes böhmische Opern. Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Das war doch keine normale Reaktion. Das war kein Castellini, das muss ich Ihnen sagen. Musikalisch war das trivial, das war nichts. Also ich bin mir nicht sicher, in welche Gruppierung er hier reingeraten ist, aber ich sehe sein Talent hier wirklich sehr in Gefahr. Also ich glaube, wir müssten unbedingt uns darum kümmern, dass er sich hier nicht verliert in dieser Gesellschaft. Also ich glaube, da haben wir unsere kulturelle Verantwortung auch damit gegeben, ihn hier irgendwie rauszubringen. Haben Sie denn irgendetwas Vergleichbares schon mal erlebt? Bei irgendeinem Konzert? Oder sind wir uns beide einig, dass das hier etwas sehr Ungewöhnliches gewesen ist? Dass sich ein junger Musiker so in Rage spielt, dass er anfängt zu bluten, wenn ich daran erinnern darf. Natürlich, die ein oder andere Inszenierung in Budapest kann manchmal über die Stränge schlagen, das ist klar. Aber sowas, das habe ich noch nie erlebt, gerade in dem privaten Rahmen nicht. Also das ist schon ungewöhnlich. Ja, aber können Sie irgendwas verstehen, was er da sagt, was er vor sich hinsinniert? Das klingt ja fast so, als ob er da irgendwas säuselt. Also Italienisch ist jetzt nicht meine primäre Sprache, muss ich ganz ehrlich sagen. Es klingt ein bisschen wie ein Gebet oder sowas. Ich bin mir auch nicht sicher. Keine Fetzen. Es scheint irgendwas Katholisches zu sein, ne? Maria und sowas, ne? Das kennt man ja, aber ist es mir jetzt ein Rätsel, also bin mir nicht sicher. Dann sollten wir den jungen Mann vielleicht aufwecken. Es versuchen. Wir wissen nicht, wir haben nicht viel, möglicherweise überhaupt nicht viel Zeit, wir wissen nicht, wie es ihm geht, aber dieses merkwürdige Puzzle, vielleicht kann er uns ja Antworten auf Fragen geben, die wir uns, glaube ich, beide stellen. Naja, Sie können es gerne versuchen, bitte. Also ich nehme mein Taschentuch aus und tupfe meins Blut zumindest ab und mache mich sauber so ein bisschen. Na, das ist eine Waschschüssel, die ist auch voll, also könntest du auch benutzen, wenn du möchtest. Ja. So, ich wende mich ihm sanft zu und fasse ihn so ein bisschen sanft an und gebe ihm so ganz leichte Klapse, so, hey, Herr Castellini. Ja, er. Machen Sie auf. Scheint sich erstmal so ein bisschen wach zu rütteln nach einer gewissen Zeit. Schlägt dann ganz langsam die Augen auf. Starrt dich an. Und greift plötzlich nach dir und schnappt dich an deinem Kragen und versucht dich festzuhalten mit seinen blutigen Fingern. Das Buch, lest es nicht, ihr dürft es nicht lesen. Bitte. So, bitte meine Hände beruhigen, wir uns erst einmal. Bitte jetzt. Hol mich raus. Keine Not für Handgreiflichkeiten. So. Ja, das ist, der hält mich aber okay. Er lässt dann auch los. Gut. Aber er scheint, er sitzt seine gesamte Kraft dafür aufgebraucht, dich jetzt zu packen. Herr Castellini, singt Herr wieder. Castellini. In das Bett hinein. Und sind Sie wach? Verstehen Sie mich? Erkennen Sie mich? Erkennen Sie uns? Erkennen Sie Herrn Bruckmüller? Erkennen Sie mich? Flügel hat mich geschnitten. Flügel schneidet. Flügel. Ich rasiere Klingen auf meinen Fingern. An das, was gerade passiert ist. Aber haben Sie das Buch denn gelesen? Das Theaterstück, der König in Gelb. Es ist verflucht. Es ist ein verfluchtes Stück. Es hat uns alle in den Ruin getrieben. Es wird auch Sie in den Ruin treiben. Ja, natürlich, es ist dramaturgisch fragwürdig, aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern. Sie verstehen nicht. Es passiert nicht aus Zufall. Das, was hier vor sich geht, ist ein Plan. Das ist. Was ist der Plan? Was ist das Ziel? Das Buch. Vernichten Sie das Buch. Es darf nicht in fremde Hände geraten, bitte. Aber was ist das Ziel? Woraufhin führt das Ganze? Carcosa. Verstehen Sie denn nicht? Carcosa. Carcosa? Das habe ich jetzt. Sie wollen nach Carcosa. Das ist ein Vorort. Also sagt, können Sie ein bisschen genauer sein, Umgebung, wo finden wir Carcosa, was ist das? Ich muss hier raus. Und er versucht aufzustehen. Nee, ich halte ihn, ich versuche ihn festzuhalten, das sind langsam nicht alle Antworten, die wir hier brauchen. Also, Sie sind nicht freiwillig hier, schließe ich daraus. Hat man Sie gezwungen, hier zu sein und heute hier zu spielen? Ich muss hier raus. Okay, offensichtlich hat man ihn gezwungen dazu, hier zu spielen. Also, das scheint uns. Da sind wir uns sicher, er muss hier raus. Er muss raus. Ja. Wir sind im ersten Stock gerade, oder? Ja, Castellini, machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Und nicht nur Ihnen zu helfen, sondern auch anderen zu helfen. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Gibt es ein Fenster? Es gibt ein Fenster, ja. Ich versuche das Fenster aufzumachen. Du machst das Fenster auf, guckst nach draußen. Rechts ist so ein schmiedeeiserner Zaun.
und blickst nach unten. Da ist noch so ein kleiner Weg, der führt rechts an dem Gebäude vorbei. Mhm. Und blickst über den Zaun und dahinter Finsternis. Komplette Finsternis. Aber du siehst, dass der Sternenhimmel intensiv leuchtet. Es band dich fast schon so ein bisschen. Als ob die gesamten Sterne ein Stück näher gerückt sind. Aha. Heute Abend. Das ist wunderschön. Für einen Moment vergisst du das sogar, was heute Abend hier passiert ist. Das heißt, was Herr Bruckmüller? Nie gesehen. Herr Bruckmüller. Schauen Sie sich das an. Das ist eine. Hallo, Herr Bruckmüller. Ich gehe zu ihm und schüttel ihn ein bisschen und frage, was ist los, ohne groß aus dem Fenster zu schauen? Was? Es ist wunderschön. Bitte schauen Sie sich's an. Es ist der Sternenhimmel. Das ist fantastisch. Herr Bruckmüller. Wir sind nicht hier wegen des Sternenhimmels. Wir haben hier Herrn Castellini. Wir müssen jetzt schauen, wie wir ihn rausbringen. Wir müssen ihn rausbringen. Können Sie vielleicht mal einmal kurz sagen, wie tief geht es hier runter? Wäre das vielleicht eine Fluchtmöglichkeit an dieser Stelle? Ja, unter euch ist ein kleiner Weg. Und unter euch ist auch ein Fenster zum Klavierzimmer. Und ihr könntet runterklettern. Das ist wahrscheinlich ohne irgendwie Hilfsmittel sehr, sehr schwierig. Das sind so ungefähr 4-5 Meter geht es nach unten. Herr Bruckmüller, was würde uns das bringen? Lass uns doch mal, bevor wir jetzt hier Hals über Kopf handeln. Ja, das ist unsere kulturelle Verantwortung. Wir müssen dieses Jahrhunderttalent hier irgendwie rausschaffen. Denken Sie an unseren Auftrag. Wir sind nicht wegen eines Jahrhunderttalents hier, sondern wegen eines weit größeren Auftrags. Ja, aber das ist doch egal. Wir können uns doch... Ist eine Matratze in dem Bett? Ja. So, wir wollen doch jetzt nicht die Matratze... Er muss hier irgendwie raus. Wir können sie nicht mit diesen Barbaren in einer Villa lassen. Das ist die Frage. Kaputt. Er scheint ja nicht in akuter Lebensgefahr zu sein. Wenn unsere Deckung auffliegt, dann werden wir hier überhaupt nichts mehr lösen können und keine weiteren Geheimnisse lösen. Und wir werden überhaupt nicht wissen, was hier los ist. Jetzt heißt es kühlen Kopf bewahren und überlegen, was wir am schlausten unternehmen. Ich wäre fast geneigt vorzuschlagen. Herr Castellini, wie fühlen Sie sich? Merkst, wie er schwer atmet? Würfel mal bitte auf Psychologie, wenn du das hast. Psychoanalyse ist Psychologie. Oh ja. Oh ja. Das ist so gut. Oh ja. Ich will ja lieber auf einschüchtern. Was hast du denn da? 10. Achso, okay. Ja gut, dann versuchen wir unter 10 zu würfeln. Kannst du dich nur einschüchtern mit. Oh. Der macht das auch noch. Super, sehr gut. Ihr wirft heute sehr gut. Ich habe nur 2 gewürfelt. Das ist sehr, sehr gut. Wow. In der Tat, so. Der Castellini beruhigt sich sofort, legt sich ganz ruhig in sein Bett. Mir geht es gut. Sie machen sich keine Sorgen, um mich zu machen. Haben Sie es gehört? Mir geht es gut. Glauben Sie, dass wir Sie hier in diesem Bett möglicherweise liegen lassen könnten? Sie sind nicht freiwillig hier. Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen. Es war ein Fehler. Ich bin freiwillig hier, aber es war ein Fehler. Das habe ich erst jetzt eingesehen. Aber vielleicht ein sehr gefährlicher Fehler. Herr Castellini, Das heißt, kühlen Kopf bewahren. Ich muss hier bleiben. Bleiben Sie bitte hier. Lassen Sie sich nichts anmerken. Wenn jemand reinkommt, wenn die Wache reinkommt, wenn Sie Ihnen Fragen gestellt werden, dann machen Sie einen auf ohnmächtig, bleiben Sie im Bett liegen, schlafen bitte, Sie ein. Kommen Sie zur Vernunft, Sie können nicht hierbleiben. Bitte Sie wollen doch den Herrn Castellini jetzt nicht denken Sie an Ihr musikalisches Erbe. Herr Bruckmüller. Das alles ist nichts mehr wert. Nichts mehr. Da stellen Sie sich jetzt ein sehr bescheiden. Wenn der Oberst das schafft, was er vorhat, wenn er das Tor öffnen kann, dann hat das alles keine Bedeutung mehr. Nichts mehr. Herr Bruckmüller, ich werde jetzt eine Entscheidung treffen. Herr Castellini befindet sich offensichtlich nicht in großer Gefahr. Er scheint so weit geistig stabil zu sein, dass er möglicherweise sich schlafen stellen kann. Dann ist er in keiner unmittelbaren Gefahr. Er scheint genauso Teil dieses Komplotts, dieses Mysteriums zu sein, das wir alle nicht wissen. Aber die Gefahr ist deutlich größer als ein möglicher kultureller Verlust. Und deswegen sage ich, wir lassen Sie, wenn das für Sie in Ordnung ist, hier. Sie legen sich einfach schlafen. Gut, wenn Sie jemand fragt, was passiert ist, wir haben über nichts geredet. Sie erinnern sich möglicherweise an nichts. Vielleicht wäre das ganz gut, damit seine Tarnung nicht auffliegt. Und ich würde sagen, wir beide. Ja, wir müssen uns um dieses Buch kümmern. Sagt das sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Nein. Hey. Drin alles gut? Herr Castellini schläft. Aber ich glaube, genau dabei sollte es auch bleiben. Er sollte schlafen. Ich bin Fahrer. Ich kenne mich gut damit aus, mit Notlagen meiner Gäste. In diesem Fall würde ich sagen, lassen wir ihn einfach schlafen. Wir kommen sofort. Also, Sie werden unten wieder erwartet. Also so langsam, ne? Hier oben sollte ja eigentlich niemand von Ihnen sein. Nein. Dann würde ich aber auch empfehlen, bitte stören Sie ihn nicht. Lassen Sie die Tür geschlossen. Schlafen ja, natürlich. Das Allerbeste. Wir müssen irgendwie zum Buch kommen. Wir müssen irgendwie zu den anderen. Genau. Aber wir haben doch gleich den nächsten Termin. Offensichtlich. Was steht denn als nächster Programmpunkt an? Als nächster Programmpunkt steht der Mahlzirkel an. Okay. Und ihr habt noch ein bisschen Zeit. Okay, dann würde ich sagen, wir haben doch eben gesehen, als wir die Treppe hochgingen, das scheinen die beiden Damen ja in den Raum, der möglicherweise ja das Arbeitszimmer, sie waren ja auf der Suche, vielleicht sollten wir uns dahin begeben. Ja, wir dürfen hier oben gar nicht sehen, das ist eine Undercover. Ja, wir sind ja gerade, das weiß man doch nicht.
Also, das hat er gerade eben gesagt. Ja, aber wir wurden doch gerade unter Wachbegleitung hier hochgeführt. Gehen wir doch erstmal raus und gucken, was passiert. Herr Burgmüller, Sie können auch gerne ab jetzt die Entscheidung treffen an dieser Stelle. Aber wenn es nach innen geht, hätten wir eine Matratze aus dem Fenster geworfen und den schwerkranken Vielleicht eines der bedeutendsten Talente, die diese musikkulturelle Welt hervorgebracht hat, gerettet. Wenn das hier so weitergeht mit Mord und Totschlag, dann ist das unser Sie kleinstes Problem. Sie werden sich verantworten müssen für den Feuilleton. Das mache ich sehr gerne. Hey, jetzt beruhigen Sie sich bitte mal und kommen Sie bitte raus. Gut, ja. Wir öffnen die Tür, gehen draußen. Die Wache steht dort. Ein bisschen, sie scheint ein bisschen angepisst zu sein, habt ihr das Gefühl? Mustert euch so ein bisschen. Die anderen Gäste sind im Salon. Bitte schließen Sie sich wieder den anderen Gästen an. Wo sind denn unsere Begleitungen? Vor allem meine Signora Alvarez. Ich bin ja für sie verantwortlich. Die werden bestimmt auch unten sein. Die beiden Wachen gucken sich an. Und der Wachmann, der direkt neben euch steht, nickt der anderen Wache so zu. Die nickt ebenfalls. Und ihr merkt, dass die Wache jetzt anfängt, oben so ein bisschen rumzugucken. Die Tür am anderen Ende des Flurs geht zu, aber du siehst nur so ein wütendes Auge. Das kann nicht wahr sein. Einmal mit Profis. Signora Alvarez? Die Bibliothek hat noch eine zweite Tür? Ja, die führt nach draußen auf den Balkon. Und eine, stimmt, es gibt noch eine weitere Tür, die rechts von euch ist, ja. Ja, die nehmen wir. Du drückst die Klinke, die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Aber Sie haben doch eine Tür aufbekommen, gerade mit meiner Haarnadel. Ja, ja, geben Sie mir den noch. Ihr hört jetzt auch draußen Schritte vor der Tür, die in eure Richtung kommen. Schnell. Ich lehne mich gegen die Tür schon mal. Das ist eine 100. Willst du das forcieren? Ja. Eine 13 ist schon sehr viel besser. Okay, gut. Also erst, du hast das Gefühl, also die Haarnadel biegt sich ziemlich hart, als du anfängst. Geben Sie mir noch einen. Macht es Klick, die Tür geht auf. Und ihr schlüpft hindurch und ihr blickt in einen Gang. Rechts von euch ist eine Tür, die anscheinend nach eurem Gedächtnis her wieder auf die Galerie führt. Mhm. Links von euch befinden sich drei Türen, eine links, eine rechts und eine am Ende des Ganges. Hier Sie auf der Karte meinen, oben Signor links. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin schon ewig lang nicht mehr in Spanien gewesen, aber wir zählen einfach aus. Ine mene mu. Und raus bist du. Wir nehmen die rechte Tür. Und ich fühle mich immer noch professioneller als die Herren. Nehmen wir diese Tür. Das ist auf jeden Fall, ja. Okay, ihr nehmt die rechte Tür. Ja. Ihr macht, die Tür auf und ihr landet in einem Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer, das an Prunk kaum zu überbieten ist. Ein King-Size-Bett steht an einem großen Fenster, welches einen Blick auf den Garten gewährt, wahrscheinlich. Zumindest von der Ausrichtung her. An den Seiten stehen große Vitrinen, welche alle möglichen, sieht so aus, Kuriositäten beherbergen. Außerdem steht an den Seiten ein Kamin und ein großer Ohrensessel. Es gibt einen Nachtschrank neben dem Bett. Und geradeaus befindet sich eine weitere Tür und zu eurer Rechten befindet sich eine große Flügeltür, die anscheinend ebenfalls zur Galerie nach draußen führt. Und dort merkt ihr jetzt auch, die Tür, die Klinke von der großen Tür, wird so runtergedrückt, wird so ein bisschen an der Tür gerüttelt und die Klinke wird wieder losgelassen und ihr hört Schritte, die sich entfernen. Evelyn war schon halb unter das Bett getaucht. Ich habe mich ins Bett gelegt, schon wollte mich schlafen legen. Aber gut, es ist gemütlich, aber ich glaube, die Gefahr ist jetzt fort. Außerdem ist vermutlich im Bett kein Messer. Schauen Sie trotzdem zur Sicherheit unter dem Kopfkissen nach. Okay, mache ich. Unter dem Kopfkissen ist nichts. Unter der Decke ist auch nichts. Nein. Im Bett ist nichts. Große Erleichterung. So, Sie als Antiquarin, und Sie machen generell mit in alten Dingen, richtig? Ja, ich mache Dinge mit alten Dingen, ja. Dann schauen Sie doch mal nach alten Dingen und ich schaue nach irgendwelchen versteckten Dingen. Sie fängt an, Schubladen aufzuziehen und unter Dingen entlang zu tasten, ob da noch irgendwelche Knöpfe oder sonst irgendwas ist. Okay, du findest keine Knöpfe oder irgendetwas. Du findest im Nachtschrank eine Pistole. Eine Luger. Mit einem Magazin. Aha. Mit überraschender Professionalität überprüft sie, wie viel, ob das Magazin geladen ist. Ist voll, ja. Es ist sehr beliebtes Mitbringsel. Oh. Und lässt sie in die Handtasche fallen. Aber Sie wissen, wie man damit umgeht? Ja, sicher. Ist nur ein bisschen anfällig wegen dem Auswurfmechanismus, dem Albernen. In Ordnung, ich vertraue Ihnen einfach. Ich habe alte Dinge gefunden. Du guckst dir die Kuriositäten an. Hm. Die haben hauptsächlich archäologischen und weniger praktischen Wert. Also du siehst so alte Schrumpfköpfe, du siehst so alte Knochen, du siehst eine
alte Axt, die mal irgendwo ausgegraben worden ist und dann irgendwie in Glas gepackt worden ist. Und du siehst eine alte Maschinenpistole, die dort hängt. Sieht aber jetzt auf den ersten Blick ziemlich alt aus. Also, na gut, nicht ziemlich alt, aber sieht, das ist nicht ein neueste Modell, sieht nicht frisch vom Band aus. Signora Peterson, meinst du, ich kann sie wahrscheinlich nicht verstecken, die Maschinenpistole, die dort hängt. Sehen Sie sie? Meinst du, sie ist noch funktionsfähig? Das müsste man sich anschauen. Aber man bräuchte, denke ich, vor allen Dingen Munition dafür. Na, Sie haben recht. Ich habe keine Ahnung von Waffen. Ich sehe hier nur ein paar Schrumpfköpfe und wahrscheinlich sind sie auch noch... Wollen Sie? Ich habe noch den Dienstrufer von meines Vaters dabei. Erstmal nicht. Ich möchte nicht, dass wir durchsucht werden. Es wird schon nach uns gesucht. Und wer weiß, ob Sie wissen wollen, ob wir irgendwas mitgehen lassen haben. Bei all den Dingen, die hier rumstehen. Das könnte schon gefährlich sein. Ich verstehe, aber wir sind immer noch auf der Suche nach einem Dolch und... Natürlich, ja. Die Frage ist, wir haben noch sehr viele Türen. Und hier in dem Zimmer ist ja scheinbar nichts mehr. Ich würde sagen, lassen Sie mich kurz mal lauschen. Sie geht zu einer großen Tür und sie versucht festzustellen, in welche Richtung und wo sich die Wache... Du hast das Gefühl, die Wache scheint gerade in Richtung der Privatbibliothek zu laufen. Nach links. Senior Alvarez, die Deutschen sind gerade in die Richtung. Wenn wir da durch diese Tür gehen, dann können wir versuchen, uns dann von der anderen Seite wieder runterzuschleichen. Und im Notfall waren wir immer auf der Suche nach der Toilette. In Ordnung, dann machen wir das. Das war perfekt. Sie haben sich ja schon übergeben, dann haben wir auch nicht gelogen. Ich habe mich nicht übergeben. Es war sehr knapp, aber... In Ordnung, dann machen wir das. Ja. Okay, ihr geht gegenüber durch die Tür. Aber bevor ihr da durchgeht, gehen wir noch mal kurz zu den anderen beiden. Ihr steht oben auf der Galerie. Ihr seht, wie die eine Wache so in Richtung der Tür geht, wo ihr eben eure beiden Kameradinnen gesehen habt. An der großen Flügeltür einmal rüttelt. Guckt, ob die noch zu ist und dann weiter in Richtung der anderen Tür geht. Und die andere Wache, die bei euch steht, bedeutet euch jetzt, dass ihr doch langsam wieder nach unten gehen sollt, bitte. Ja, mache ich auch. Ja, ich folge dann vor Sorgen natürlich. Gut. Und gehe mit. Ja, sie bringt euch noch bis zum Fuße der Treppe ins Foyer, ins Erdgeschoss und bezieht dann dort wieder Posten. Ihr könnt euch im Erdgeschoss frei bewegen. Ihr hört Gelächter, ihr hört laute Rufe und Stimme und ein fröhliches Beisammensein aus Richtung des Salons. Wo denken wir, ist das Buch gerade? Haben wir gesehen, wo das ist? Ihr habt gesehen, dass das Carmen eingesteckt hat. Ah, okay, alles klar. Ja, also hochgradig verdächtig, was hier ist. Also, unsere beiden Begleitungen, sehen Sie sie irgendwo hier? Anscheinend? Nein, ich sehe sie gerade nicht. Ich glaube, die sind immer noch irgendwo unterwegs. Dann können wir hoffen, dass sie sicher sind an dieser Stelle. Was mich irritiert ist, dass das Drama, was sich gerade gespielt hat, hier scheint ja wirklich ein komplett im Gange zu sein. Anders ist ja nicht zu erklären, dass hier mit einer Fröhlichkeit wieder weitergefeiert wird, als ob nichts gewesen wäre. Wie gehen wir da jetzt am besten vor? Naja, wenn Sie erstmal keine Möglichkeit haben, auf das Buch einzugreifen und irgendwie, so wenn nicht, müssen wir natürlich erstmal aufmerksam sein, was sonst noch so passiert ist beim nächsten. Also am besten unsere Deckung beibehalten und uns nichts anmerken lassen und einfach so tun, als ob das auch für uns das Normalste der Welt wäre, was hier gerade passiert. Hm. Wer befindet sich denn noch im Foyer? Niemand. Niemand? Nee, nur die eine Wache, die an der Tür, an der Treppe steht und ja. Ist Luis auch da? Die habt ihr jetzt hier noch nicht gesehen, aber die ist da irgendwo, ja. Die wird wahrscheinlich auch im Salon sein. Die hört zumindest ihre Stimme auch. Ja. Okay. Gehen wir vielleicht auch zurück in den Salon zum Klavierzimmer? Ich meine, vielleicht könnten Sie ja irgendwie ein professionelles Gespräch führen über das Klavierstück oder die Interpretation und da ein paar Informationen vielleicht mehr rausbekommen. Mhm. Das ist ja doch... Ja, es war improvisiert, ne? Also ja, natürlich. Aber ja. Hm. Du hast ja auch die Noten eingesteckt. Genau, ja. Ein blutiges Notenblatt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt, ich rücke mir noch mal einmal alles zusammen, nehme mir noch einen Drink mit. Genau, in diesem Moment kommt ein Kellner vorbei und du nimmst dir was nonchalant. Ich nehme mir einen, nippe natürlich nur dran und begebe mich langsam mit Herrn Bruckmüller ins Klavier. In den Salon. Klavierzimmer oder Salon? Die Stimmen kommen aus dem Salon. Ihr könnt auch durch das Klavierzimmer und dann in den Salon. Das ist natürlich auch wirklich, was euch lieber ist. Stimmt, da war ja noch. Ja, ich habe den ganzen Schock. Ich kann mir die Räume hier gerade nicht merken. Das war jetzt doch erschreckender. Ja, ich würde an dem Klavier nochmal halten. Wollen wir an dem Klavier nochmal? Und mir das nochmal angucken. Also geht ihr durchs Klavierzimmer. Da sind immer noch so ein paar Reste von dem Blut von Antonio Castellini auf dem Boden, direkt neben dem Klavier. Da kümmert sich auch niemand drum, dass das irgendwie aufgewischt wird oder so, sondern das liegt da einfach. Auch die weißen Tasten sind noch komplett verschmiert. Und dieses Klavier bereitet euch Unbehagen. Mhm. Und von nebenan aus dem Salon hört ihr lautes Gelachen, ihr hört das Geklimper von Gläsern. Also die anderen Gäste scheinen da zu sein. Also dieses Klavier, das würde ich mir gerne tatsächlich noch mal unauffällig ein bisschen genauer anschauen. Weil Herr Castellini hat gesagt, das Klingen
Schneiden und so ominöses, was er da alles gesagt hat, das vielleicht könnte ich ja mal schauen, ob ich irgendwas Verborgenes erkenne. Ja, schauen Sie mal an, aber berühren Sie es nicht. Nein, ich werde sehr vorsichtig sein. Dann dürfen wir mal Verborgenes erkennen. Na, 6 und 4 ist 64. Das ist korrekt. Ich habe 70. Okay. Du blickst so ein bisschen dir das Klavier nochmal an, guckst dir das nochmal an. Es sieht für dich im ersten Blick aus wie ein ganz gewöhnliches Klavier. Du siehst auf jeden Fall keine Rasierklingen oder irgendwas an den Tasten. Also die Tasten sehen für dich völlig normal aus. Das Einzige, was dir auffällt, ist, wenn du den, also der große Flügeldeckel ist ja offen, kannst du ein bisschen so in das Innere reingucken. Und dir fällt auf, dass die Saiten irgendwie seltsam aussehen. Herr Bruckmüller. Das sind keine normalen Stahlseiten. Würden Sie vielleicht einmal kurz kommen? Ja. Also sehr interessant, das ist ein ganz tolles Stück, was wir haben. Ich halte respektvollen Abstand und gucke mal so, ne, was haben wir da? Was ist das? Ne? Was wird das sein? Das sieht für dich auch nicht aus wie ein normaler Flügel. Also du hast schon viele Flügel von innen gesehen. Mhm. Die Saiten, die dort sind, wo eben die Schlaghämmer drauf fallen, die dann den Klang erzeugen, die sehen seltsam aus. Also es sieht so aus, als wären die, du guckst dir das genauer an und da sind so Fetzen dran. Mhm. So, sie müssen aus wie Stofffetzen. Aber aus welchem Material die Saiten selber sind, ist schwer zu sagen. Scheint. Hast du sowas wie Naturkunde oder so? Oder von mir aus auch deine. Naturkunde habe ich 10, ja. Oder dein Musiktalent würde da auch funktionieren. Ja, okay, ja. Musik habe ich. Weil ich ein gutherziger Meister. Musik habe ich 80 und es ist eine. 3 mal 0 ist 0 oder 100? Das ist eine 100. Das ist eine 100, okay. Das ist sehr schlecht. Okay. Ich einmal auf Musik, mein bestes Talent. Ja, gut, das sind halt Saiten, ne? Da ist nichts Ungewöhnliches dran. Das ist ein ganz normaler Flügel. Also. Nein, also das ist nichts Ungewöhnliches. Ne? Das ist natürlich Fetzen, ein etwas. Was sind das denn für? Das ist doch nicht. Nee, das wird doch nicht frei schwingen. Nein, verstehen Sie, das ist natürlich in polnischer Produktion gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, aber das ist ganz normal. Also da machen Sie sich keine Sorgen. Also Ihnen fällt nichts Ungewöhnliches auf? Nein, für den Laien mag das jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sich ausschauen, aber es ist ganz normal. Ich würde ja gerne mal eine Seite anfassen. Nein. Da würde ich jetzt erstmal davon abraten. Also schlimmer als das Klavierkonzert, was wir eben gehört haben, kann es nicht werden. Spielen, na, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, musikalische Kriminalität wurde heute Abend schon zu Genüge betrieben. Da müssen Sie jetzt auch nicht noch Ihre Finger reinbringen. Herr Bruckmüller, ich werde jetzt einen Gang des Mutes wagen. Ich nähere mich diesem Klavier noch ein bisschen näher. Ich gucke so oben rein und schaue mir das noch mal ein bisschen an und versuche einen dieser ominösen Fetzen, die sich an diesem komischen vermeintlichen Stahl oder was auch immer sein befinden, so mit zwei spitzen Fingern zu nehmen. Und ich berühre ihn und würde ihn am liebsten abzupfen. Wie viel mal Geschicklichkeit? Das ist ein Attribut rechts. Ganz oben, genau. Ganz oben rechts. Ganz oben rechts. Hm. 69. Bei 55. Da könnte ich jetzt auch 14 Punkte investieren. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr gute Investition. Ich investiere 14 Punkte. Okay, du gibst deine Glückspunkte weiter aus. Du hast ja auch eine ganze Menge, ne? Und du nimmst so einen Fetzen ab und blickst an. Es fühlt sich an und sieht so ein bisschen aus wie Hautfetzen. Schauen Sie mal, Herr Bruckmüller, schauen Sie mal, was das ist. Das sieht doch nicht nach Stoff oder Gewebe aus. Das könnte Haut sein. Ja, bitte, das ist doch keine Haut. Ja, das ist ganz normal verarbeitet. Ganz normal verarbeitet. Also, Sie kennen sich mit der Materie nicht aus, jetzt müssen wir jetzt hier nicht Wenn rumfingern. Sich hier jemand von uns, haben Sie gedient? Ja, natürlich habe ich gedient. Ja, waren Sie in den Schützengräben? Ja, und sicher. Haben haufenweise Leichen neben sich über Ja, sicher habe ich. Na, und dann würden bitte? Sie vielleicht eindeutig feststellen können, dass es sich hierbei nicht um etwas Konventionelles im Klavier bearbeitetes behandelt, sondern ganz sicher um Haut. Also jetzt geht die Fantasie mit Ihnen durch. Jetzt bitte, ich brauche jetzt. Bruckmüller. Sie müssen jetzt erstmal auf den wissenschaftlichen Boden wieder zurückkommen. Und nicht Ihre Fantasiegeschichten, als würde irgendjemand aus Hort irgendwelche Instrumente bauen. Bitte. Aber Instrumente. Sind wir hier beim Graf Dracula die dem Pianisten also augenscheinlich die Finger aufschlitzen, Blut saugen. Also jetzt wird's albern. Na, Entschuldigung. Also das muss ich mir nicht anhören. Ist das alles normal und nicht weiter verwunderlich? Ist das die neue Wiener Kulturszene, in der alles darf und alles muss? Es gibt Personalprobleme in der Wiener Oper, da haben Sie völlig recht, da stimme ich Ihnen auch zu, aber das hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, dass Sie sich jetzt hier irgendwas einbilden. Gut, halten wir trotzdem bitte fürs Protokoll fest, bevor wir jetzt falsche Schlüsse ziehen. Wir haben ein Pianokonzert gehört, was komisch improvisiert war. Wir haben oben den Pianisten liegen, der möglicherweise mit seinem Leben ringt, woran ich Sie noch mal an dieser Stelle erinnern möchte. Wir haben Blut, das hier immer noch liegt. Es scheint für niemanden ungewöhnlich zu sein. Wir haben meiner Meinung nach Saiten, an denen Hautfetzen hängen und all das
würden Sie sagen, ja gut, das ist ein abenteuerliches Happening, was wir heute erleben. Natürlich, da haben Sie recht. Wir müssen aber rausfinden, wohin das Ganze führt, was es mit diesem Kakusa auf sich hat, was das alles sein soll. Ja. Vielleicht fragen wir mal ein bisschen rum. Ja. Plötzlich geht die Tür auf in Richtung zum Salon und Oberst Büchel kommt ins Klavierzimmer spaziert. Mhm. Guckt euch so ein bisschen an. Ach, die Herren. Wir haben Sie und Ihre Begleiterin schon vermisst im Salon. Wo wir gerade dabei sind, haben Sie Mademoiselle Alvarez gesehen? Sie hat, glaube ich, das Buch aus dem Lesezimmer mitgenommen. Ich wollte es aber eigentlich nur anderen Gästen zeigen. Wir dachten eigentlich, sie ist bei Ihnen, aber... Nun gut, wir werden also sie schon finden. Wieder auftauchen, ja. Gehen Sie doch in den Salon rüber. Wir werden eh bald anfangen mit dem Malzirkel. Und ich schaue mich ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja Fräulein Alvarez und ihre andere Begleiterin, ja? Bitte. Dann vielen Dank. Dann wollen wir mal Malzirkel. Das klingt natürlich... Oh. Herr Büchel, eine Frage noch. Ja. Sagen Sie, sagt Ihnen der Begriff Carcosa etwas? Er kriegt so ein leicht verschmitztes Lächeln auf das Gesicht. Lesen Sie das Buch. Dann wird Ihnen alles offenbart werden. Wenn wir es wiederfinden und Fräulein Alvarez nicht damit abgehauen ist. Und dann würde ich vielleicht noch fragen, ich wundere mich, das ist ja ein fantastisches Klavier, was wir gesehen haben, und wir haben ein ganz tolles Konzert gehört, aber das war ja doch eher ungewöhnlich. Also so ein Klavierkonzert habe ich noch nie gehört, mit dem Blut und dem ganzen Geschrei. Ja, es ist experimentell, aber ich sage mal so, erst wenn man als Künstler seine volle Leidenschaft bis zum eigenen Blut für sein Kunstwerk ausgibt, erst dann wird es wirklich einzigartig. Habe ich nicht recht, Herr Brückmüller? Nein, es gibt natürlich Grenzen. Wir müssen natürlich auch versuchen, solche Jahrhunderttalente zu bewahren. Das ist natürlich wirklich Grenzen. Welcher Künstler hat sich denn von Grenzen aufhalten lassen? Hat sich Leonardo da Vinci aufhalten lassen von den Grenzen seiner Zeit? Naja, da kann man natürlich jetzt drüber diskutieren, aber in gewisser Weise schon, ja. Aber naja, vielleicht haben Sie auch recht. Grenzen sind da, um geöffnet zu werden. Hm. Grenzen im Geist und Grenzen in unserer Welt. Aber lesen Sie das Buch. Wie gesagt, mir hat es die Augen geöffnet. Gut, dann scheint das ein sehr, sehr spannendes Unterfangen zu sein. Vielen Dank, Herr Oberst. Und ja, dann wollen wir vielleicht mal in den Salon weiterschreiten. Ja. Wir amüsieren uns übrigens prächtig. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Einladung, das freut mich sehr. Aber die scheinen ja alle im Bilde zu sein, ja? In diesem Kakus. Also und man scheint sich auch gar keine Sorgen zu machen, dass wir möglicherweise als nicht ganz Eingeweihte vielleicht stören oder der Oberst geht übrigens in Richtung Foyer. Geht auch. Wir müssen vielleicht noch mal mit Luis sprechen. Ja, sie scheint die Einzige von denen, die anwesend zu sein. Aber ja. Genau. Wir gehen noch mal kurz nach oben, während die beiden Herren in den Salon gehen. Und Carmen und Evelyn, ihr öffnet die Tür, die ihr gerade oben angefasst habt. Die Tür geht auf und ihr blickt in ein Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer von Oberst Büchel ist so eingerichtet, wie ihr es von einem Wehrmachtsoffizier erwarten würdet. Direkt gegenüber von eurer Tür in einem kleinen Erker steht ein riesiger, schwerer, Vollholz-antiker Schreibtisch. Er ist gesäumt von zwei großen Wehrmachtsflaggen. Auf der linken Seite ist ein großes Regal, wo so allerhand Dokumente in Schubern anscheinend drin sind. Der Schreibtisch ist wirklich so groß, der hat an der Seite auch wahrscheinlich so ein paar Schubladen. Und außerdem stehen dort große Regale, ja, wie gesagt, gefüllt mit Akten, die ihr euch angucken könntet. Und tatsächlich seht ihr auf der rechten Seite, direkt neben der Tür, einer weiteren Tür, die wahrscheinlich nach draußen zum Gang führt, eine Holzvitrine mit einem Glas oben drauf. Ihr habt das Gefühl, dass da etwas rausleuchtet. Hier gibt es übrigens Licht, das Arbeitszimmer ist hell erleuchtet. Und es leuchtet trotzdem hell genug, dass man das merkt. Ja. Dann direkt dahin. Du blickst in diese kleine Vitrine, oder ihr beide guckt in die beide kleine Vitrine. Ich würde gerne nebenbei im Schreibtisch noch ein bisschen durchwühlen. Dann fangen wir erstmal mit der Vitrine an. Und dort siehst du, und hinter dem Glas, in schwarzen Samt gehüllt, einen Dolch. Einen Dolch aus schwarzem Stein. Sieht leicht südamerikanisch aus. Mit Knochen als Griff. Und das könnte der Dolch sein, weswegen ihr hier seid. Carmen? Ja. Haben Sie das gefunden? Hier, ihr archäologisches Auge wird benötigt. Das ist der Dolch. Obsidian-Dolch? Ja. Hervorragend. Absolut, ja. Sie nässt der daran herum, versucht den aufzumachen. Ist verschlossen. Ah, oh, haben Sie noch eine? Habe ich noch Haarnadeln? Irgendwo bestimmt. Frisur langsam aufgelöst. Ja, natürlich.
Hier. Ist doch unglaublich, wie misstrauisch diese Besatzer sind. Du merkst auf jeden Fall, dass das Schloss sehr filigran ist. Es wird nicht einfach. Den möchte ich wiederholen. Okay. Der wird gepusht. Mit einer 64 hätte ich es normal geschafft. Das reicht nicht. Ich müsste unter die Hälfte kommen? Mhm, ja. Dann kann ich das gerade eben noch. Dann habe ich noch 2 Punkte Glück. Glück habt ihr aber heute. Ein Glück habt ihr. Ja, nicht mehr. Das ist jetzt vorbei. Du wirklich mit dem. Die Hanale ist wirklich jetzt völlig verdreht. Und mit dem letzten Dreher macht's Klick und die Schatulle geht auf. Sie haben es geschafft. Sie wirft die Haarnadel weg, die Schatulle auf. Nun gut. Jetzt müssen wir den nur. Was halten Sie von der Idee, dass wir den einwickeln und aus dem Fenster werfen? Da kann man ihn nicht finden, wenn man uns durchsucht. Und dann holen wir uns den draußen. Nur schnelle, flüchtige Idee. Das ist möglich. Ich hatte an meinen BH gedacht, aber das geht auch. Dann lasst uns das so machen. Wir können ihn in Ihren BH wickeln, wenn Sie den unbedingt verwenden wollen. Ansonsten. Ja, ich hab nur Angst, dass wir nicht mehr in den Garten kommen. Und dann liegt der da einfach rum. Oder meinen Sie, wir schaffen das auf jeden Fall, dann nochmal ihn aufzuheben unten? Das weiß ich nicht. Also, ich meine, es sieht nicht unbedingt bequem aus. Ich weiß, nein, Sie haben recht, wir sollten ihn aus dem Fenster nehmen. Sehr gut. Irgendetwas Weiches. Da ist halt so ein Samttuch drin, also das kannst du auch benutzen, wenn du möchtest. Okay. Und dann hält sie kurz inne und fragt sich, warum sie vorhin den Eindruck hatte, dass es leuchtet aus der Vitrine. War da eine Lampe drin? Nee, keine Lampe. Ich sehe wirklich Dinge. Wenn ich Unsinn rede, hinterfragen Sie es bitte. In Ordnung, aber bisher haben Sie nur gesagt, wir sollen den Dolch runterwerfen. Hervorragend. Dann geht sie zum Fenster, das aus diesem Raum in Richtung Garten führen müsste. Hofft, dass da ausnahmsweise mal kein Schloss dran ist. Es gibt tatsächlich 2 Fenster. Eins guckt in Richtung Garten und eins guckt auch an die Seite des Hauses. Nach rechts, an die rechte Seite. Ja, da kann es ja irgendjemand, der vorbeikommt, aufheben. Obwohl... Müssen komische Nebelsituationen sein. Die Stadt ist nicht mehr zu sehen, aber die Sterne sind ganz klar. Mhm. Du guckst übrigens, wenn du in den Garten guckst, siehst du in der Mitte ein seltsames Gebilde, was aussieht wie eine kleine Pyramide. Der hat eine Pyramide in seinem Garten. Die ist aber sehr schwer zu erkennen in der Dunkelheit. Ja, irgendeine eine Folly oder wie man das nennt. Hat sich so irgendetwas Archäologisches in den Garten stellen lassen. Fenster auf. Was? Dolch. Kluck. Okay. Dolch fällt nach unten. Du hörst ein leises Rascheln, als der Dolch in einen Busch landet. Dann kannst du das Fenster wieder zumachen. Und jetzt, sie wirft die Luga noch hinterher. Die Luga? Die Luga, ja. Die sollte vielleicht auch nicht bei ihr gefunden werden. Mhm. Okay. Und sie löst sich keinen Schuss. Die werden ihr wohl gesichert sein. Jetzt sollten wir uns wieder runterschleichen. Du wolltest dir den Schreibtisch angucken, ganz, ne? Genau, ja. Da darfst du nochmal Verborgenes erkennen, bitte würfeln. Okay. Ach, das gibt's doch nicht. 99. Da kannst du forcieren, ne? Also kannst mach ich. Ich habe 75 drauf. Das muss doch jetzt gehen. 58. Das reicht. Also zum einen in den Schubladen findest du, ja, also da sind so Buchhaltungsgeschichten drin, die halt für einen Versorgungsoffizier jetzt nicht sonderlich verwunderlich sind. Mhm. Wenn du dir das näher angucken wollen würdest, könntest du das machen. Du überfliegst es halt in der Zahlenkolonne. Außerdem findest du auch da nochmal eine Pistole drin mit einem Magazin. Und dann, als du die Schublade zuschiebst, merkst du, die hakt irgendwie so ein bisschen. Schiebst die Schublade nochmal auf, guckst nach unten und siehst, dass dort ein kleiner Umschlag an die Decke der Schublade geklebt ist. Mhm. Senora Peterson, 2 Dinge habe ich jetzt hier gerade gefunden. Erstmal haben hier noch eine Waffe. Hm. Was meinen Sie? Wollen Sie eine weitere Waffe in Ihrer Sammlung haben? Nein, eine alte. Eine reicht? Okay. Dann lasse ich die auch erstmal liegen. Ich fühle mich da nicht ganz wohl, mit einer Waffe herumzulaufen. Aber hier ist auch ein Umschlag. Schauen Sie mal mit rein. Ich öffne den Umschlag. Du kannst ja mal unter deinen Tisch gucken. Unter meinen Tisch? Ja. Okay. Ach, unter den Tisch? Ja, unter den Tisch. Das ist ja wie bei Oprah. Ist der identisch mit dem, der unter meinem Tisch ist? Was? Bei dir ist doch gar keiner unter dem Tisch. Ja, also. Du darfst auch gerne den unter deinem Tisch öffnen. Senior Büchel für Tagebuch. Das soll gut für die Psyche sein. Das hat der Mann dringend nötig. Und gerade als er den Brief auspackt, hört ihr ein lautes Ding, 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 ding. Wir möchten den Mahlzirkel starten, Fräulein Peterson und Fräulein Alvarez. Ja, verflucht. Ja. Dann schwingen wir doch mal den Pinsel mit dieser geisteskranken Deutschen. Ja, lassen Sie uns sofort los, bevor wir noch
in Schwierigkeiten geraten. Ivy tüdelt mit ihrem ungewohnten Kleid herum, steigt wieder in die hochhackigen Schuhe und versucht dann auf den Flur hinaus zu schleichen. Na, mit einem kurzen, ob da die Wachen sind. Ihr macht die Tür auf und seht erstmal niemanden, geht dann so raus auf den Gang, steht direkt vor dem Gästezimmer, als plötzlich Oberst Büchel die Treppe hochkommt. Ah, hier sind sie. Sie sollten eigentlich nicht hier sein. Und dann guckst du zu den Wachen, die unten an der Treppe stehen, die so ein bisschen gucken. Wie auch immer. Wollen Sie mit nach unten kommen? Oh, aber absolut. Selbstverständlich. Sie haben ja eine unglaubliche Fräulein Alvarez, bevor ich es vergesse. Das Buch. Ich bräuchte es wieder. Oh, das Buch. Ich glaube, ist das nicht im Lesezimmer? Ich habe es nicht mitgenommen. Im Lesezimmer ist es nicht, nein. Und ich dachte, ich hätte sie gesehen während des Konzerts. Sie daran herumgeguckt haben. Da muss es vielleicht beim ganzen Aufruhr irgendwo noch ein Klavierzimmer sein. Ich habe es wirklich nicht. Wir werden es schon finden. Natürlich. Bitte gehen Sie jetzt herunter. Ja. Und du merkst so einen eiskalten Blick, der dir so Schauer über den Rücken fahren lässt. Bevor wir jetzt aber in den Salon gehen und gucken, was dort beim Mahlzirkel geschieht, verabschieden wir uns in eine ganz kurze Pause und wir sind gleich nach der Werbung wieder da mit Tonacker Kosa. Bis gleich. Strange is the night where black stars rise, but stranger still is lost Carcosa. Da sind wir wieder zurück beim zweiten Teil von Pen and Paper, Tor nach Carcosa. Schön, dass ihr alle noch mit dabei seid. Weiterhin gilt natürlich, wenn ihr euch beteiligen wollt, Hashtag PNPCarcosa auf den Social Media Seiten eurer Wahl findet ihr alles möglich darüber von uns und von anderen. Wir freuen uns immer über rege Beteiligung. Und wir haben jetzt gerade schon so viel gewürfelt. Ich erkläre vielleicht noch mal ganz kurz die Grundregeln, weil ich das vorhin vergessen habe. Jeder von euch hat Werte von 1 bis 100 auf seinem Charakterblatt für die einzelnen Fähigkeiten. Und wir werfen mit einem 100-seitigen Würfel, der wird aber bei uns dargestellt durch zwei 10-seitige Würfel, einen für die 10er-Stelle und einen für die 1er-Stelle. Und man muss immer versuchen, seinen Wert zu unterwürfeln. Das heißt, je höher ein Wert ist, desto besser. Und je geringer ein Würfelwurf ist, desto besser. Außerdem habt ihr Glückspunkte, die habt ihr in unterschiedlicher Menge, die ihr einsetzen könnt, um eure Würfe zu verbessern. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 5 über ein Ziel gekommen seid, dürft ihr 5 Punkte einsetzen, um euren Würfelwurf zu verbessern und dann doch die Probe zu schaffen. Und ihr dürft auch immer einen Wurf nochmal würfeln, das heißt sogenannt forcieren. Das Problem ist nur, wenn er dann fehlschlägt, dann darf ich mir etwas ganz besonders Schlimmes für euch einfallen lassen. Beziehungsweise was besonders Unterhaltsames für die Zuschauer da draußen. Aber das ist bisher noch nicht vorgekommen. Vielleicht wird es ja nachher so, wenn so langsam eure Glückspunkte sich dem Ende neigen. Colin, wie viel hast du noch? 44, mal. Okay, gut. So mit 80 gestartet. Gut. Glückliches kleines Schweinchen. Richtig. Muss auch mal Glück haben als Soldat. Wir haben unsere Helden gerade verlassen, als sie im Salon wieder zusammengekommen sind. Ihr beide, Carmen und Evelyn, werdet von einem, ihr habt schon das Gefühl, dass der Oberst euch so ein bisschen im Blick hat, nach unten begleitet. Ihr habt gerade in seinem Arbeitszimmer sowohl den Dolch gefunden, den ihr aus dem Fenster geworfen habt, als auch ein paar interessante Dokumente, kann man sagen. Und ihr werdet wieder nach unten in den Salon geleitet, wo die anderen Gäste bereits schon auf euch warten. Ihr beide seid da ein bisschen früher angekommen, habt gesehen, wie alle anderen, also Remy, Fräulein von Stockhausen, die Malerin, Remy ist der Koch gewesen, zusammen mit Louise auf einem großen Sofa sitzen und es sich gut gehen lassen. Louise scheint auch ein bisschen aufzutauen, die war vorher immer so ein bisschen reserviert und hatte auch nicht so genau Ahnung, was eigentlich abgeht. Aber die scheint jetzt ein bisschen aufzutauen und unterhält sich fröhlich mit den anderen beiden. Und die immer wieder hört ihr das Wort Carcosa. Und wenn wir erstmal in Carcosa sind, dann wird alles besser. Und könnt ihr es gar nicht abwarten, an den Gestaden des Sees Hiali entlang zu wandern. Und die Dinge kommen euch ein bisschen seltsam vor. Aber dann geht's tatsächlich auch schon weiter mit dem Programm. Der Salon ist der primäre Aufenthaltsraum für euch eigentlich in diesem Abend gewesen. Er ist relativ gemütlich eingerichtet mit einigen antiken Sesseln und Sofas. Eine gut bestückte Bar, die auch immer von einem, für dich natürlich vor allem interessant, von einem Bediensteten ausgeteilt wird. Von dort werden dann alle möglichen Drinks serviert. Ihr könnt euch da hinstellen, könnt irgendwas holen. Also ihr könnt alles trinken, was ihr wollt. Dort gibt es auch noch ein paar Snacks für alle Leute, die noch ein bisschen einen kleinen Hunger verspüren nach dem Abendessen. Die Wände sind dekoriert mit allerhand Jagdtrophäen. Alles Mögliche von einheimischen Hirschen bis zu einem Löwenkopf.
Also eine ordentliche Sammlung, könnt ihr sagen, auch wenn ihr jetzt nicht gedacht habt, dass der Oberst so der Jägertyp ist. In einem Alkoven auf der rechten Seite des Zimmers steht eine verhüllte Leinwand. Und neben den Trophäen hängt außerdem ein Jagdgewehr an der Wand, was ein bisschen älter aussieht. So ein typisches von so einem Förster, kann man sich überlegen. Ja, und ihr beide bemerkt dann auch, dass Evelyn und Carmen zusammen mit dem Oberst den Raum betreten. Und gerade als der Oberst hereinkommt, die anderen verstummen. Sehr verehrte Gäste, es ist mir ein außerordentliches Vergnügen, jetzt zu einem weiteren Programmpunkt unseres Abends zu kommen. Nach diesem fantastischen Essen und diesem wundervollen Konzert habe ich uns noch ein kleines Schmankerl vorbereitet für heute Abend. Meine geliebte Victoria von Stockhausen, sie steht auf, hat einen kleinen Knicks in ihrem Kleidchen, wird jetzt hier in diesem Moment ein epochales Kunstwerk für uns alle schaffen. Und ihr seht, wie die Tür aufgeht und einige Bedienstete bringen Farbtöpfe herein und Pinsel, die direkt neben der Leinwand aufgestellt werden. Dort wird auch so ein Lumpen ausgebreitet, direkt vor der Leinwand. Aber ich möchte sie jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Victoria, bitte. Weiß man nicht erst hinterher, dass es epochal ist? Ich meine, ist das nicht etwas, was entschieden wird, wenn das Kunstwerk fertig ist? Victoria hat so viel Talent. Ich glaube, dass es auch für sie besonders interessant sein wird. Ja, aber vielleicht brauche ich einen Drink dafür und das nutzt sie, um Richtung des Fahrers zu driften. Okay. Wir haben den Dolch, ich wiederhole, wir haben den Dolch gefunden und fast sichergestellt und wir haben geheime Schriftstücke und wir haben noch eine ganze Menge andere Sachen und außerdem glaube ich, dass alles hier mit Drogen versetzt ist, also trinken Sie am besten nichts. Ich glaube, das geht weit über den Drogenexzess hinaus, denn wir haben Spannendes herausbekommen. Ja, was haben Sie herausgefunden? Der Pianist. Ja. Augenscheinlich nicht freiwillig hier gewesen. Der hat hier etwas gemacht, was er sich so nicht vorgestellt hätte. Wir wissen nicht genau, was los ist. Von Blutopfern war die Rede. Wir sollen unbedingt, das sagte uns der Oberst, ein Buch lesen. Aus welchem Grund? Beziehungsweise wurde uns das gesagt? Ich glaube, uns wurde gesagt, wir sollen ein Buch lesen. Um nach Carcosa zu kommen? Um nach Carcosa zu kommen. Aber der Pianist hat uns eindringlich davor gewarnt, dass irgendwas ganz Schlimmes würde passieren. Und wenn das alles so weitergehen würde, Warnung, 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 große Gefahr. Also, was haben Sie rausbekommen? Wissen Sie, was ist mit diesem Buch? Wir sollen ein Buch lesen. Das wurde uns empfohlen. Und da würde ich natürlich jetzt sagen, wir sollten sehr vorsichtig sein, hier eine Empfehlung des Hauses wahrzunehmen. Ich habe das Buch noch. Herr Büchel wollte es mir wegnehmen. Ich konnte ihn davon überzeugen, dass ich es nicht mehr habe. Und ich habe auch nur ein Kapitel bisher gelesen. Und das erste Kapitel ist schrecklich. Deswegen konnte ich es auch nicht weiter erfahren und herausfinden, um was es hier eigentlich geht. Aber wie Frau Peterson meinte, haben wir sehr viele Informationen bekommen. Wir haben einen Brief gefunden. Oder das Tagebuch von Herrn Büchel. Der von einem Ritual spricht und einer gewaltigen Pyramide, die Sie, Frau Peterson, auch gesehen haben. Im Garten ist eine Pyramide. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Das ist ja genau das. Also hier scheint es irgendwas mit Blutopfern. Und also definitiv geht hier etwas vor, was geplant und umgesetzt werden soll, offensichtlich heute Abend. Also ihr merkt auch, dass die anderen Gäste euch jetzt angucken so langsam. Herr Ober, ich hätte sehr gerne noch einen von dem starken Braun, der ist ja sensationell. Das ist auf jeden Fall, also... für uns alle, Herr Buchmüller, darf ich Sie... Famose Pinselführung. Sie hat schon angefangen, oder? Nee, sie hat noch nicht angefangen. Sie hat merkt schon, die haben jetzt auf euch gewartet. So. Sensationell. Famose Pinselführung, die wir gleich sehen werden. Epochal. Es gab irgendwann die Rede von einem Kamin. Ist er in dem Salon auch? Der Kamin ist... Nee, der war im Klavierzimmer. Mhm. Der brennt auch noch? Victoria reißt das Tuch, was über der Leinwand hängt, weg. Und die Leinwand ist leer. Überraschend. Und dann krempelt sie ihre Ärmel hoch, nimmt ein paar Pinsel, macht die Farbtöpfe auf und alle warten ganz gespannt und scheinen fast den Atem anzuhalten. Und sie fängt an. Sie taucht Pinsel in Farbe, macht grobe Striche, hält dann kurz inne, fängt wieder an zu malen. Ihr habt so das Gefühl, okay, also mehr als irgendwie was Kleines kann jetzt hier nicht raus entstehen in irgendwie 20 Minuten. Und ihr merkt aber dann, dass ihre Pinselstriche immer schneller werden, immer gröber. Sie irgendwann einen zweiten Pinsel nimmt und wirklich
ohne Rücksicht auf Verluste. Farbe spritzt links, Farbe spritzt rechts. Dieses Bildnis malt und sie immer apathischer wird. Ihr merkt, wie sie das, wie sie die Farbe fast schon auf die Leinwand wirft. Die anderen Gäste klatschen und feuern sie an. Auch Louise, merkt ihr, ist fast schon ein bisschen aufgeregt und gespannt, was dann jetzt passieren wird. Und immer härter werden ihre Pinselschläge und ihr merkt, dass immer ihre Striche immer gröber werden und immer weiter links und rechts spritzt die Farbe auf die, auf den Boden, auf ein paar der Jagdtrophäen, auf ein paar der Vorhänge, die daneben stehen. Und irgendwann seht ihr, wie rotes Blut aus ihren Händen ihre Ärmel herunterläuft und sie vor dieser Leinwand auf den Boden sinkt. Und ihr blickt auf die Leinwand, ihr seht ein atemberaubendes Bild. Der breitformatigen Leinwand ist unter einem wunderschönen Sternenhimmel eine Stadt aus schwarzen Türmen zu erkennen, die ganz und gar aus polierten Steinen zu bestehen scheint. Vor der Stadt spiegelt ein dunkler See den Sternenhimmel wider und über der Stadt prangt ein großes, gelbes, leuchtendes Zeichen. Das Zeichen, was auch auf deinem Buch drauf ist. Hier sehen wir es noch einmal. Und ihr alle seid, ihr fühlt euch sehr, sehr unwohl, als ihr dieses Zeichen seht. Ihr könnt aber auch nicht euren Blick davon abwenden. Ihr dürft alle mal auf geistige Stabilität würfeln, bitte. Nope. Ja, ich hab's geschafft. Das ist das hier, Stabilität. Ja, genau. Alle, die es geschafft haben, verlieren einen Punkt geistige Stabilität. Und alle, die es nicht geschafft haben, würfeln bitte einen sechsseitigen Würfel und ziehen das Ergebnis ab. Oh, sechs auf einmal. Darf ich mir selber ausdenken, was sie spontan tun? Oder ich hab gleich was für dich. Du hast was für mich, ja. Also die ziehe ich von meiner Stabilität. Ja, genau, deiner Stabilität. Ja. Ihr beide, ihr schafft es euch so ein bisschen von dem Anblick dieses Bildes fernzuhalten und so ein bisschen euch zu schütteln und euch geht so ein bisschen, die Nackenhaare stellen sich auf, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Du guckst immer noch so ein bisschen gebannt auf dieses Bild und dann siehst du plötzlich unten an diesem See, es sieht fast so aus, als wäre dort eine Gestalt auf dem Bild, die sich bewegt. Ein Mann in einem gelben Anzug mit einer Maske auf dem Gesicht. Und als du wegguckst, ist er nicht mehr. Das. Was? Haben Sie das auch gesehen? Du blickst zu Evelyn rüber, die mit weit aufgerissenen Augen einfach nur da sitzt an ihrem Tisch und auf dieses Bild starrt. Miss Peterson? Na? Und Evelyn, hallo? Du hast den Drang, dieses Bild muss vernichtet werden. Miss Peterson, ist alles in Ordnung? Sie wirft den Tisch zur Seite, sprintet vorwärts und versucht, sich einen von den Farbeimern zu schnappen. Würfel mal bitte auf Geschicklichkeit. Eine 32, das könnte sogar mit meinem Geschick funktionieren, ja. Okay. Du wirst aufgehalten. Oberst Büchel packt dich und hält dich fest. Du keiferst nach vorne und willst eigentlich nur zu diesem Bild. Und du siehst auch, wie Fräulein von Stockhausen vor dir steht. Und als sie sieht, dass sie auf dich zuläuft, ein Messer zieht und so vor dir steht, mit zitternden Händen. Ihr seht, wie das Blut immer noch aus ihren Händen herausläuft von Victoria und so ein bisschen in deine Richtung hält. Und du beruhigst dich ein bisschen, aber du hast dieses Gefühl, dass dieses Bild ist das absolute Böse. Und die anderen, ihr seid völlig verwirrt von dem, was gerade passiert ist. Die anderen Gäste scheinen das nicht sonderlich interessiert zu haben. Und auch Louise scheint einfach nur auf dieses Bild zu starren und komplett verzückt zu sein. Wollen Sie mich jetzt abstechen? Wollen Sie mich jetzt abstechen? Das ist mein Werk. Halten Sie sich fern! Ich gehe zu Frau Peterson und sage, entschuldigen Sie, sie hat ein bisschen zu viel getrunken. Beruhigen Sie sich. Wir beruhigen uns jetzt alle einmal. In Ordnung. Der Oberst zurück. Lässt dich so langsam los, wenn er sicher ist, dass du nicht gegen wärst. Und Victoria guckt dich noch mit einem feurigen Blick an. Evelyn guckt mit einem sehr starren, kalten Blick zurück. Sie steckt ihr Messer weg. Frau,
Alvarez, das Buch. Das Buch. Ich hab das Buch. Und dann fängt Oberst Büchel an zu klatschen. Und der Rest fängt ebenfalls an zu klatschen. Und alle klatschen und freuen sich über dieses tolle Meisterwerk. Und Freund von Stockhausen verneigt sich ein bisschen, ist aber komplett besudelt von Farbe und Blut. Also wirklich komplett. Und Oberst Büchel steht dort nur: Victoria, dein bestes Werk. Es ist. Hier sieht man die Leidenschaft. Das ist das, was ich sagte. Herr Bruckmüller, das ist wahre Leidenschaft. Das sprengt Grenzen. Es ist nicht mein Metier, aber ich kann als Amateur hier nur sagen, es ist grandios. Es ist absolut fantastisch. Wie heißt denn das Werk? Sie hat mir das Buch übergeben. Okay. Und ich versuche, die Aufregung zu nutzen, um mich davon zu stehlen ins Klavierzimmer. Würfel mal bitte kaschieren. Oh, lala, kaschieren. Ja, kaschieren. Da habe ich eine schöne 10 drauf. Mhm. So, jetzt aber komm. Oh, 17! Willst du 7 Punkte ausgeben, Glück? Ja, klar, natürlich. Okay. Okay. 7 bin ich auf 32. Also mit einer ganz schnellen Handbewegung hast du das Buch unter dein Jackett geschoben. Mhm. Und du hast das Gefühl, dass dich manche Leute schon beobachtet haben und die haben es anscheinend nicht mitbekommen. Und du kannst dich dann in Richtung des Klavierzimmers begeben, ja. Ja, kein und Problem. Dann würde ich versuchen, das. Also ist sie im Klavierzimmer jemand? Nein. Gehst in das Klavierzimmer und dort ist niemand. Aber der Kamin prasselt. Okay, dann werfe ich das Buch ins Kaminfeuer. Wisch bitte vorher mal bitte geistige Stabilität. Also, ich habe eine 55 und eine 71 gewürfelt. Okay. Du hältst das Buch in der Hand, siehst dieses leuchtende Zeichen und du bringst es nicht übers Herz. Du hast eher das Gefühl, was soll an einem Buch schon schädlich sein? Warum nicht einfach mal einen Blick wagen? Ich meine, das ist ein Theaterstück. Das wäre schon interessant, da mal reinzuschauen. Hm. Ja, es ist. Dann will ich mich da in den Sessel setzen und aufschlagen. Wir gehen zurück in den Salon. Was tut ihr? Also ihr seht jetzt, wie Victoria von Oberst Büchel so ein bisschen zur Seite genommen wird. Und die gehen dann anscheinend nach oben. Ihr hört auch so. Wir gehen erstmal kurz nach oben und machen dich sauber, ja? Und dann wird sie nach oben, wird zum Foyer gebracht und geht erstmal aus dem Raum. Und sowohl Louise als auch Remy und die beiden, Louise und Remy, sitzen noch da und sind wirklich völlig immer noch begeistert von diesem Bild, was immer noch dort steht, was jetzt aber von einer Wache bewacht wird, die sich so ein bisschen an die Seite gestellt hat und dich so genauer im Auge hat, Evelyn. Evelyn hat ein Glas mit sehr hochprozentigem Alkohol in der Hand und überlegt sich, ob das ein ausreichendes Lösungsmittel wäre, für was auch immer da verwendet wurde. Ich gehe zum Bild und will es anfassen. Ja. Die Wache hält dich so ein bisschen zurück. Sie müssen doch verstehen, es ist ein Meisterwerk. Ich möchte wissen, was für eine Technik verwendet wurde. Bitte. Okay. Das ist ein normales Bild. Okay. Aber du siehst, also ein paar Striche sind, da ist auch ein bisschen Blut in die Farbe reingeflossen, hast du das Gefühl. Ist aber sehr schnell getrocknet. Ach so, ja. In Ordnung. Dann. Ich bin ja normalerweise nicht dafür, Kunst zu verbrennen, aber die gehört. Wir können sie auch in Säure auflösen, in kleine Stückchen schneiden, an die fleischfressende Pflanze verfüttern oder sonst irgendetwas. Aber das muss vernichtet werden. Frau Petersen. Das ist ganz klar. Was? Ich wende mich an Frau Petersen. Frage, was haben Sie gesehen? Haben Sie das Gleiche gesehen wie ich gerade? Sie haben ja wahnsinnig reagiert auf das Bild. Haben Sie auch den Mann mit der Maske gesehen? Was? Nein. Nein. In dem Bild, was gerade gemalt wurde? Nein. Aber ich habe die Stadt gesehen. Also auch in dem Bild. Nein, aber ich habe vorher schon die Stadt gesehen, als ich am Sternenhimmel. Frau Alvarez, als ich durch das Teleskop gesehen habe, habe ich eine Stadt am Himmel gesehen, die genauso aussieht wie das. Wie soll das bitte denn nur mit Drogen zu erklären sein? Wir sind ja alle auf dem gleichen Zeug. Ist das möglicherweise, ich meine, dafür muss man jetzt kein Genie sein, Stadt Carcosa, was hier die ganze Zeit gemurmelt, sollen wir vielleicht einfach mal die Flucht nach vorne wagen? Ich meine, wir sind ja noch in Tarnung hier. Sollen wir einfach mal, gehen wir doch mal zu Luise und dem Remy. Luise ist ja sowieso extrem merkwürdig drauf und reagiert ja auf eine Art und Weise. Sie war normal, jetzt scheint sie genauso verzückt, sie hätten sich sehen sollen. Also, sie haben ganz vergleichbar reagiert, wie Luise da vorne, die auch total in Trance zu sein scheint. Also, vielleicht. Ich bin nicht in Trance, ich bin absolut Herrin meiner eigenen Handlung, fast. Und. Gut. Wir müssen den Dolch noch sichern.
Den Dolch, der. Den Dolch, den hatten. Ja, der ist in dem Busch. Ich glaube, er müsste in dem Busch da sein. Aber was es mit dem Dolch auf sich hat, wissen wir an dieser Stelle ja auch gar nicht. Ich bin mir aber sicher, er ist ziemlich gut dazu, um irgendwelche furchtbaren Bilder in kleine Stückchen zu schneiden und notfalls auch die Künstlerin, die dazu gehören. Gut, vielleicht sollten wir einfach zunächst an dieser Stelle, um nicht weiter auffällig zu sein, einmal das Gespräch erstmal suchen. Ja, aber wir wissen ja schon einige Dinge. Es gibt wohl zwei Welten und ich gehe davon aus, dass einer dieser Welten Carcosa ist. Das steht in dem Brief, den ich gefunden habe. Willst du den Brief vielleicht einmal vorlesen, damit auch die Zuschauer... Nicht das Tagebuch, ne? Das, was du mit den anderen teilen möchtest als Information. Okay. Und auch Colin und Florentine dürft auch unter meinen Tisch greifen und das natürlich auch rausholen, wenn ihr möchtet. Okay. Stille Lesestunde. Ja. Ich warte noch. Oder soll ich schon? Nee, kannst schon lesen. Sehr geehrter Oberst Büchel, mit großem Interesse und Vergnügen haben wir Ihre Fortschritte verfolgt und wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse an unserer Wahrheit haben. Sie verstehen aber sicherlich, dass unsere exklusive Gruppe genau ausgewählt werden muss, wen Sie in Ihre Mitte aufnehmen können. Nichtsdestotrotz möchten wir Sie bei Ihrem Vorhaben unterstützen und Sie gleichermaßen prüfen. Für Experiment haben wir Ihnen ein kleines Geschenk zukommen lassen. Bei dieser Pyramide handelt es sich um ein äußerst wertvolles Relikt, welches unter dem Einsatz großer Mühen in unserer Welt gebracht worden ist. Wir erwarten, dass Sie entsprechend respektvoll damit umgehen. Im Gegenzug schwächt das Artefakt die Mauern zwischen den Welten und wird es Ihnen so erleichtern, Ihr Experiment erfolgreich durchzuführen. Unsere Astrologen haben errechnet, dass in der Nacht vom 15. April Aldebaran besonders günstig stehen wird. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Experiment auf diesen Tag zu legen. Sollten Sie erfolgreich sein, so treffen Sie unsere Agenten, um Ihre Aufnahme voranzutreiben. Zu diesem Zweck haben wir Ihnen eine Dosis eines potenten Mittels zur Verfügung gestellt. Trinken Sie einfach und Sie werden sie treffen. Möge die schwarze Sonne Ihnen entweder zum Sieg verhelfen oder Sie verbrennen. Hochachtungsvoll. Schwarzes Sonnensymbol. Aldebaran ist übrigens der Stern, den ich gesehen habe, als ich da auf die Stadt... Oben ist ein Teleskop, es ist ausgerichtet auf Aldebaran im Sternzeichen des Stiers. Und als ich den Stern gesehen habe, der übrigens sehr viel heller ist, als er sein sollte, zumindest erschien es mir so, habe ich auf die Stadt gesehen. So viel zu meinen Drogen-Eindrücken. Und Ihnen, wie geht's Ihnen? Wo ist eigentlich Herr Bruckmüller hin? Das weiß ich auch nicht. Zum Lesen zurückziehen, aber erkennen Sie dieses Symbol, was da unten drunter ist? Ist das irgendetwas? Es ist ja jetzt nicht gezeichnet, wer... Habt ihr bis vorher noch nie gesehen. Sender ist. Okay. Das ist es. Experiment. Nein, also gut, 15. April, den haben wir ja heute. Mhm. Augenscheinlich sind wir Teil eines ominösen Experiments, was alles andere als vielversprechenden Ausgang versprechen. Wir müssen festhalten. Ich frage mich, warum Sie die beiden Einzigen sind, die komische Dinge sehen. Ist bei Ihnen irgendwas vorgefallen? Haben Sie irgendwas... Sie haben nur viel Alkohol getrunken. Entschuldigung, nein, habe ich nicht. Eher. Ich bin Berufstrinker, möchte man sagen. Ich bin das gewohnt. Aber ich sagte es Ihnen ja bereits, dass ich diese Gestalt, die ich gerade wieder gesehen habe, die Sie nicht gesehen haben. Aber ich habe sie zum zweiten Mal gesehen. Zum ersten Mal im Garten hatten Sie sie ja auch gesehen. Habe ich auch gesehen und ich habe sie vorher auch schon einmal gesehen. Und vorher ebenfalls schon einmal gesehen. Also, dass hier etwas nicht mit den richtigen Dingen zugeht, ich glaube, das können wir uns alle einig sein an dieser Stelle. Beziehungsweise ist vielleicht einer, vielleicht so ein Jack the Ripper-Verschnitt mit Maske hier dann im Garten herum und wird uns auch alle abmessern, was weiß ich. Vielleicht ist da auch einfach nur irgendjemand, der ein ganz, ganz schlimmes Spielchen hier mit uns treibt. Ja. Unser eigentlicher Auftrag war ja, den Dolch zu sichern und nach der verschollenen Agentin. Die verschollene Agentin haben wir. Die haben wir. Dolch haben wir fast und jetzt haben wir Herrn Bruckmüller verloren. Aber wenn wir den wieder einsammeln und verhindern, dass wir weiterhin Leute oder Gegenstände verlieren, dann können wir uns eigentlich absetzen, oder? Schauen Sie sich doch die Agentin mal an. Sie ist komplett in Trance. Meinen Sie, wie können Sie überzeugen, noch mit uns zu kommen? Sie wollte kaum mit uns reden. Vielleicht nicht, aber vielleicht können wir sie abfüllen. Warum ist Alkohol immer die Lösung für ihn? Es ist eine Lösung, chemisch gesehen. Und zweitens, das Einzige, was wir zur Verfügung haben. Oder wollten Sie sie bewusstlos schlagen? Können Sie mesmerisieren oder so etwas? Naja, also, ob das jetzt der raffinierteste Plan ist, an dieser Stelle sie abzufüllen, um sie dann rauszuschleifen. Und Herr Bruckmüller hatte schon den Plan, den Pianisten aus dem Fenster zu werfen. Also, so viel dazu. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Was haben Sie die ganze Zeit getan, während wir hier Informationen gesammelt haben? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Luisa, weil vorhin hat sie mit uns gesprochen und hat augenscheinlich gemerkt, dass sie mehr weiß, als sie sagen konnte. Jetzt ist sie verzückt. Versuchen wir einfach, das Gespräch mit ihr zu suchen
und gehen mal rüber. Ja, so langsam taut sie auch wieder auf und sie redet dann mit Remy so ein bisschen über das Bild. Also sie reden dann miteinander. Ah, ja. Bevor wir aber da ins Gespräch gehen, noch einmal ganz kurz zu Herrn Bruckmüller. Wie weit möchtest du ihn lesen? Naja, also das... Willst du so ein bisschen querlesen? Willst du von Anfang an anfangen? Was ist... Naja, also ich lese mit der Intention, mir jetzt mal selber ein Bild zu machen, was daran so schlimm sein kann. Das wird ja, wir sind ja hier alle vernünftige Menschen, das ist ein Buch, ich lese es. Genau. Das ist ein Theaterstück, das ist ja eh so ein bisschen dein Metier, was heißt der König in Gelb. Du liest dir so ein bisschen das erste Kapitel durch, was nicht sonderlich lang ist und es ist grausig. Also du verstehst vorne und hinten nicht, da werden Leute, also Charaktere eingeführt, die nicht erklärt werden, das spielt an irgendeinem Ort, der nicht genau definiert ist. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist wirklich furchtbar. Dann erinnerst du dich an die Worte von Oberst Büchel, dass das zweite Kapitel Augen öffnet. Und du denkst dir dann, ja gut, dann fängst du das zweite Kapitel an. Du fängst das zweite Kapitel an zu lesen. Wirf mal ein W6, bitte. Sechs. Eine 2. Okay, du verlierst 2 geistige Gesundheit. Stabilität. Stabilität, ja, Entschuldigung. Ja. Genau, geistige Stabilität. Und du versinkst in diesem Buch. Du kannst nicht genau wissen, warum, aber du merkst plötzlich, dass alles Sinn ergibt. Du liest dieses Buch, du fängst vorne an und es fühlt sich an, als wäre dieses Theaterstück für dich geschrieben. Und plötzlich öffnest du die Augen und du hörst um dich herum die Einschläge von Granaten, du hörst Schüsse, du blickst dich um und bist in einem Schützengraben. Um dich herum Stacheldraht, Granaten fliegen über dich herüber, du hörst das Feuer von Artillerie und du erinnerst dich an diesen Tag. Und vor dir in dem Schützengraben sitzt dein Kamerad. Und du siehst von Weitem die Wolke von gelbem Gas heranschwappen. Und du guckst zu deiner Gasmaske und siehst sie durchlöchert und siehst vor dir deinen Kameraden, wie er sich gerade seine Gasmaske aufsetzt. Es fühlt sich an, als wärst du in dieser Szene drin. Was tust du? Ich handle impulsiv und reiß ihm die Gasmaske vom Gesicht. Du reißt ihm die Gasmaske vom Gesicht. Es beginnt eine kleine Handgreiflichkeit. Und plötzlich merkst du, wie sich deine Hand um deine Waffe schließt und ein Schuss fällt. Und dann lässt der Widerstand von deinem Kameraden nach. Und du ziehst die Gasmaske auf. Merkst, wie das gelbe Gas heranschwappt und dir die Sicht nimmt und du willst einfach nur hier raus, du willst einfach nur raus aus diesem Gewirr an Gängen. Und plötzlich siehst du vor dir eine Gestalt, einen Mann in einem Anzug mit einer gelben Krawatte, einer bleichen Maske auf dem Gesicht, wie er dich heranwinkt und du folgst ihm. Immer wenn er hinter einer Ecke verschwindet in diesem Gewirr an Gängen, folgst du ihm und an der nächsten Ecke ist er wieder aufgetaucht und du folgst ihm für einige Momente durch den gelben, stickenden Gasnebel und kommst irgendwann wieder raus bei deiner Einheit. Und du erinnerst dich, dass das, was du gerade gesehen hast, keine Vision oder sowas ist, sondern es ist passiert. Du hast es verdrängt, aber genau das ist passiert. Und dann schlägst du das Buch zu und du merkst, du hast es durchgelesen. Bis zum Ende. Also ich klappe es zu, wische mir den Schweiß von der Stirn und versuche erstmal anzukommen und durchzuatmen. Ja, ich nehme das Buch, stehe auf. Herr Oberst! Ich halte das Buch in die Höhe. Herr Oberst ist gerade im Foyer tatsächlich. Siehst du ihn, wie er gerade Fräulein von Stockhausen nach oben bringen möchte? Und er guckt sich dann an. Ah, kommt zu dir ins Klavierzimmer, nimmt das Buch. Haben Sie es gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, aber es fühlt sich an wie wenige Minuten. Ich bin komplett durchgekommen. So ging es mir auch. Aber es hat die Augen geöffnet, oder? Herr Oberst, ich möchte Ihnen danken. Ich möchte Ihnen danken für die Einladung. Ich möchte Ihnen danken für all das, was Sie uns heute hier zur Verfügung gestellt haben. Ich war ein Narr, ich habe es nicht verstanden, ich habe das große Bild nicht gesehen, aber jetzt, wie konnte ich so dumm sein? Es lag alles vor mir und ich möchte Sie wirklich vielmals danken, Herr Oberst. Eigentlich
muss ich sagen, dass sie nicht eingeplant waren für die Reise, aber jetzt wollen sie uns begleiten. Es wäre mir eine große Ehre, natürlich. Gut. Ich glaube, sie sind bereit. Er hält dir so den Arm auf die Schulter. Ich knie vor ihm. Gut. Mein Sohn, dann werden wir im Garten die Reise antreten nach Carcosa. Wir werden alle endlich in Frieden leben. Endlich. Jetzt, dass sie mich mitnehmen. Genießt den Abend weiter. In einer Stunde ist es soweit. Bald kannst du diese Welt verlassen. Und er nimmt das Buch, steckt es ein und geht in Richtung Victoria, die an der Treppe wartet und geht dann nach oben zusammen mit Victoria. Ja, ich stehe auf und folge in den Raum. Also gehst du wieder in den Salon? Ja. Okay. Ihr dreht euch rüber zu Louise und zu Remy, die beide auf einen der antiken Sessel und Sofas Platz genommen haben, die sich jetzt so ein bisschen wirklich über das Bild unterhalten. Remy sitzt da und wenn ich nur mit meinem Essen solche schönen Formen machen könnte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Kunst und Essen zu verbinden. Das wäre der Renner in Paris. Und Louise sitzt daneben. Ich wundere mich, wie es geschafft hat, in so einer kurzen Zeit ein Werk zu schaffen, was einem Meister gleich ist. Und sie guckt so zu euch. Ist das nicht famos? Sensationell. Also, was gefällt Ihnen am besten daran? Das sollten Sie uns ausführlich erklären, und zwar da drüben. Wir können doch jetzt hier Remy nicht einfach. Und Remy winkt so ab. Keine Sorge, ich bin hier gut aufgehoben. Und er blickt weiterhin auf das Bild. Ja, vielen Dank auch fürs Essen. Wir gehen dann mal. Wir geben uns als Vierergruppchen ein paar Schritte zur Seite. Irgendwo in einen. Evelyn geht so rückwärts, so das Bild im Blick, wie sich wir in einen ruhigen Bereich. Und Luise, also wir sind jetzt an irgendeiner Stelle, wir werden zum Beispiel relativ frei reden. Ja, okay. Der Wintergarten. Dann gehen wir nach nebenan. Genau. Im Wintergarten ist gerade sonst niemand außer. Und sagen, ja. Luise, was ist da jetzt gerade passiert? Was? Sie haben es doch selbst gesehen. Das Bild. Es ist einfach aus dem Nichts entstanden. Das muss eine so begabte Künstlerin sein. Ich wünschte, ich könnte irgendwann ebenso eine. So etwas erreichen, diesen Grad an Professionalität und Kreativität. Luise, erinnern Sie sich noch, warum Sie überhaupt hier sind? Sie scheint kurz zu überlegen. Der Oberst. Ja, ihr habt recht. Ich habe mich vielleicht etwas vom Moment. Der Moment hat mich vielleicht ein bisschen übernommen. Okay, dann einmal ganz kurz. Habt ihr alles? Wart ihr oben? Wart ihr im Arbeitszimmer? Ja. Ja, da waren wir. Ja. Der Dolch liegt draußen in einem Busch. Ja, was habt ihr getan? Ihr habt ihn einfach aus dem Fenster geworfen? Korrekt. Was sollten wir denn machen? Sie haben einen Dolch aus dem. Aber das sind doch überall Wachen. Ja, und die hätten vielleicht uns durchsucht. Sie können doch einfach den Dolch finden. In der Dunkelheit? Im Busch? Im Busch? In schwarzen Samt eingeschlagen? Was denn? Gut, wenn ihr denkt, das ist das Richtige, dann von mir aus. Hören Sie mal, Sie begeben hier jetzt auch noch nicht wirklich die Vorzeigeragentin ab, ja? Ich lasse mir von Ihnen jetzt hier nicht sagen, was ich machen soll, wenn Sie anfangen, hier mit dem Bild zu schäkern. Was soll das denn heißen? Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder an dieser Stelle. Das soll heißen, dass niemand sich hier professionell verhält. So, wir haben auch nicht viel Zeit. Und es geht in einer Stunde weiter. Offensichtlich ja der ominöse Schlussakt dieses sehr eigenwilligen Abends. Was hat es mit diesem Carcosa? Überall wird Carcosa, Carcosa, Carcosa. Was ist Carcosa? Ist Carcosa? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein Ort. Es ist ein Ort. Es klingt nordafrikanisch. Klingt spanisch, Carcosa. Ja, ich hätte eben so Marokko gesagt oder so. Ist möglich, ja. Ich bin mir nicht sicher. Was ist, scheint dann irgendein Ort zu sein, wo die unbedingt hinwollen. Aber ist das ein schlimmer Ort? Gibt es einen Grund? Ich weiß es nicht. Was habt ihr denn gefunden? Wir haben den Dolch gefunden, wir haben einen Brief gefunden. Ich zeige ihr den Brief. Mhm. Der Herr Büchel hat Kontakt mit irgendwelchen mysteriösen, noch schlimmeren Deutschen, als er ein schlimmer Deutscher ist, offensichtlich. Oder zumindest welchen, die ihm irgendwelche Pyramiden schicken, die er in seinen Garten stellen soll, irgendwelche Rituale durchzuführen. Ja, im Garten steht tatsächlich so eine schwarze Pyramide. Waren sie schon die ganze Zeit da? Nein, sie wurde erst vor ein paar Tagen angeliefert. Wer lässt sich eine Pyramide liefern? Alle wahnsinnig. Es ist keine echte, also die ist nur 2 Meter hoch. Das ist schon immer noch ziemlich groß. Immer noch ein bisschen wahnsinnig. Aber die Frage ist, wir kennen nicht den nächsten Schritt. Was habt ihr noch gefunden? Es wurde von einem Buch gesprochen, das ich hatte. Ein Theaterstück.
der gelbe König oder so? Wisst ihr noch, wie das hieß? Lies bitte nochmal das Tagebuch vor, was du gefunden hast, damit auch unsere Zuschauer... Ja, bestimmten Tag? Welchen Tag soll ich lesen? Oder alles? Alles gerne, damit die Zuschauer auch wissen, was ihr gefunden habt. Okay. Tagebuch von Oberste Richard Büchel, der 13. Dezember 1941. Seit über einem Jahr sitze ich nun in Paris. Auch wenn ich durch meine Beziehungen alle Annehmlichkeiten bekommen konnte, die mir gebühren, so fühle ich mich dennoch leer und mein Dasein sinnlos. Selbst die Künstler, die ich seit kurzem zu mir eingeladen konnte, konnten mich nur kurzfristig ablenken. Und ja, dann 18. Dezember 1941. Ich habe von einem Buchhändler hier in Paris ein sehr interessantes Buch gekauft. Es war seltsam, ich wanderte die üblichen Straßen entlang und doch sah ich diesen kleinen Buchladen zum ersten Mal. Der Inhaber bestand sogar darauf, mir dieses Buch zu schenken. Er sagte nur, dass der erste Akt mich nicht abschrecken sollte. Dieses seltsame gelbe Zeichen auf dem Einband scheint zu leuchten. Es bereitet mir Unbehagen. Am 24. Dezember 1941, ich saß heute am Kaminzimmer und dachte an zu Hause. Werde ich jemals zurückkehren können? Statt einer großen Feier habe ich beschlossen, die Feiertage in Ruhe zu verbringen und zu lesen. Am 28. Dezember. Wie konnte ich nur so blind sein? Das Buch, was ich bekommen habe, hat mir die Augen geöffnet. Nichts ist mehr relevant. Nicht der Krieg, nicht das Vaterland, nicht meine Familie. Alles, was ich noch begehre, ist das, die Stadt aufzusuchen. Carcosa. Doch ich fühle mich beobachtet. Ich hatte gestern das Gefühl, einen Mann mit einer Maske in einem Garten gesehen zu haben. Der 30. Dezember. Ich hatte mit einem Mann mit der Maske gesprochen und er hatte mir eröffnet, dass ich der Auserwählte bin, der das Tor nach Carcosa öffnen soll. Ich habe meine Kontakte aus der Thule-Gesellschaft angezapft und habe das Glück, eine Adresse eines Mitglieds der Schwarzen Sonne bekommen zu haben. Ich werde ihm schreiben und um Unterstützung bitten. Am 7. Januar. Meine Anstrengungen sind nun ohne Erfolg geblieben. Die Schwarze Sonne hat mir ihre Unterstützung zugesagt. Etwas ist bereits auf dem Weg zu mir und ich konnte außerdem einen aztekischen Opferdolch akquirieren. Er wird perfekt geeignet sein für das Ritual. Der 4. Februar. Die Schwarze Sonne hatte mir eine Pyramide geschickt. Sie ist aus schwarzem Stein, doch ihre Form erscheint mir unwirklich. Was für ein Geschenk. Der Mann mit der Maske eröffnet mir, dass 4 Personen meine Reise begleiten werden. Ich habe meine 3 befreundeten Künstler kontaktiert und sie gebeten mir beizuwohnen. Doch sie sollen ihre Augen der Wahrheit öffnen und das Buch lesen. Doch wer ist die 4. Person? Der 22. Februar. Ein Freund hat mir einen Kontakt zu einem österreichischen Kunstkritiker namens Bruckmüller gegeben. Ich habe seine Kritiken in der Zeitung gelesen und bin davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um meinen Triumph für die Nachwelt festzuhalten. Außerdem habe ich Fräulein Alvarez einzuladen, eine begnadete Schriftstellerin und Dichterin, bei der ich seit kurzem Korrespondenz pflege. Auch wenn mir der Feldwebel davon abgeraten hat, auch alliierte Agenten überlauern könnten. Doch das ist mir gleich. Die Mission ist wichtiger als meine Sicherheit. Außerdem, wer bin ich? Dieses Buch und die damit verbundene Erleuchtung anderer Gleichgesinnten vorzuenthalten. 12. März. Ich hatte heute das außerordentliche Vergnügen, eine junge französische Schauspielerin kennenzulernen. Louise. Sie ist perfekt. Sie wird zu meiner Begleiterin auf meiner Reise. 14. April. Alles ist vorbereitet. Morgen werde ich die große Reise antreten. Victoria, Remis, Antonio sind vorbereitet. Louise werde ich erst heute Abend in unsere Pläne einweihen und das Buch lesen lassen. Ich kann es kaum erwarten. Also da steht doch alles. Anscheinend wollen die irgendein Tor zu diesem Ort Carcosa öffnen, was für ein Tor das auch immer sein soll. Aber irgendwas ist im Garten. Sie bereiten dort irgendetwas vor. Irgendwas mit dem Dolch und irgendwas mit diesen ganzen Dingen, die hier passieren. Und damit wollen sie vielleicht dieses Tor öffnen. Ja. Wir müssen ohnehin in den Garten. Und dann können wir den Dolch einsammeln und rausfinden, was da los ist. Aber nein, Moment. Wir hatten das gerade eben schon einmal. Wir sind eigentlich nur hier, um den Dolch zu holen. Und Sie, Fräulein Duchamp. Ich kann hier nicht weg, solange nicht wir das aufhalten, was hier passiert. Würden wir es nicht aufhalten, wenn wir einfach den Dolch und Sie klauen? Sind Sie sicher? Nein, sind wir uns sicher, dass hier was passiert und die nicht einfach nur alle durch sind? Ich bin mir sehr sicher, dass das hier alles kein Zufall ist. Es scheinen sich gerade Welten zu vermischen, die sich nicht vermischen sollten. Wir sind Zeuge von ungewöhnlichen Ereignissen geworden und außerdem, wenn ich daran erinnern darf, in diesem Brief ist die Rede, dass der Oberst 4 Reisende mitnehmen will.
Wir wissen gerade nicht genau, wer es ist, weil er scheint ja permanent nach künstlerischen Persönlichkeiten Ausschau zu halten. Das war auch der Grund, Sie unter anderem einzuladen und auf Herrn diese Reise. Und Bruckmüller. Herr Bruckmüller. Genau, als ihr Bruckmüller sagt, blickt ihr rüber in den Salon und dort kommt er gerade aus Richtung des Klavierzimmers. Und Herr Bruckmüller, du siehst, drüben im Wintergarten stehen deine deine Kameraden, gemeinsam mit Louise, und Remy sitzt einfach nur hingefläht auf dieser Couch und blickt einfach dieses Bild an. Wenn ich noch kurz. Ja, ich werfe einen Blick auf das Bild. Ja? Okay. Das ist wunderschön. Also, es hat sich verändert, meine Wahrnehmung. Es hat sich verändert und es ist ein wundervolles Bild. Und dieser Ort, der dort gezeigt wird. Ja. Also, ich schwelge dann noch weiter in dem, in dem Bild. Und ihr seht auch, dass Herr Bruckmüller einfach auf dem Bild stehen bleibt und genauso reagiert wie Remy. Und einfach nur da drauf starrt und vor Verzückung gar nicht mehr aufhören kann, darauf zu starren. Wenn ich noch einmal kurz daran erinnern darf, dieses Buch scheint ja so etwas wie das endgültige Ticket zu sein, um diese Reise mit antreten zu dürfen. Also man muss es lesen, um diese Reise machen zu dürfen. Vielleicht sollten wir ganz nonchalant, weil man redet ja ganz offen über Carcosa und alles, was ja augenscheinlich so vor sich geht, auch einfach jeden einfach mal fragen, ob er oder sie vielleicht das Buch gelesen habe. Ja, die ganze Frage, Louise, scheinbar sollten Sie das Buch lesen. Haben Sie es denn schon gelesen? Nein, er hat es gesucht, aber es war weg. Hm. Er meinte, es war im Lesezimmer, aber es war nicht da. Gut. Können wir daraus schlussfolgern, dass möglicherweise alle Personen, die das Buch nicht gelesen haben, nicht Teil dieses Zirkels sind, der diese ominöse Reise antreten darf oder soll? Oder wäre das sehr. Aber warum sind wir denn hier noch hier? Das wissen wir nicht, weil augenscheinlich wird ja heute noch in dem Garten was stattfinden. Aber vielleicht sollten wir auch. Reden Sie weiter. Geben Sie mir nochmal die Papiere. Ja, schauen Sie sich nochmal die Papiere an. Vielleicht sollten wir auch mal zu Herrn Bruckmüller. Der sieht ja auch sehr eigentümlich immer noch fasziniert aus. Weil er ist ja mit dem Buch nach nebenan gegangen. Er wollte es ja möglicherweise entsorgen. Vielleicht sollten wir mal. Ach, Herr Bruckmüller. Da sind Sie ja. Schön, Sie wieder bei uns zu haben. Möchten Sie was trinken? Haben Sie irgendwas in Erfahrung gebracht? Was ist mit dem Buch? Naja, also ich bin der Meinung, dass man sich das Buch völlig ungefährlich einfach mal anschauen sollte. Ne? Also es ist natürlich, es ist schon faszinierend, wovon wir hier teil sein dürfen. Also ich glaube, da wir haben diese Situation ganz falsch eingeschätzt. Haben Sie das Buch gelesen? Ja, natürlich. Ich musste mir natürlich ein Bild davon machen. Und ich meine, wir sind erwachsene Menschen, natürlich. Dieses Buch, das, man natürlich trägt man eine Verantwortung, aber es ist, also, Sie verstehen, ja, also. Haben Sie das Buch komplett gelesen? Haben Sie? Sie können gar nicht verstehen, worum es hier geht, wenn Sie dieses Buch nicht lesen. Dann brauchen wir uns gar nicht länger drüber unterhalten. Haben Sie es gelesen? Ich würde vorschlagen, natürlich habe ich es gelesen. Sie Depp. Vollständig. Ja, natürlich vollständig, sonst ergibt es ja gar keinen Sinn. Gut, ich würde sagen, nein, wo lesen, ist das wir müssen, Buch jetzt? Ich habe es natürlich an meinen Oberst gegeben. Es ist natürlich wichtig, ich würde sagen, wir lesen alle dieses Buch, einfach um zu verstehen, woran wir sind. Wir sind im Dunkeln getappt bis jetzt. Also wirklich, all diese Hinweise, diese ganzen Sachen, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Um hier überhaupt weiterzukommen, müssen wir dieses Buch lesen. Es ist, ansonsten können wir es nicht verstehen. Ich glaube, sie versteht gar nicht, was hier vorgeht, denn augenscheinlich ist das Buch. Der Zettel mit dem Stern. Ja. Soll ich nochmal vorlesen, was da drauf stand? Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, Moment, den habt ihr ja nicht physisch da, sondern das habe ich euch noch vorgelesen. Und zwar stand auf diesem Zettel, so bringet da ein Opfer von Blut aus Leidenschaft geboren, sammelt es und bildet das heilige Symbol auf dem Boden. Nun bietet da euer eigenes Opfer und werdet Zeuge der Macht des Königs. Darunter ist ein Pentagramm. Ich habe das Gefühl, die werden sehr viel Blut brauchen, für was immer sie vorhaben. Da würde ich mir auch ein paar überflüssige Leute dalassen. Aus Leidenschaft geboren. Was haben wir heute hier gesehen? Verschiedene Kunstinstallationen, die alle bis zum Blut, bis aufs Blut vorangetrieben wurden. Anscheinend sind das ja alles Blutopfer an dieser Stelle. Ja, natürlich, die Leidenschaft ist der Schlüssel dazu letzten Endes. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist das Portal und das Tor. Es ist überhaupt nicht voneinander zu trennen. Aber haben Sie den Zettel denn weitergelesen? Wie? Es geht nicht nur um eine aus Leidenschaft geborene Kunst, weiß der Teufel was. Hier ist ja auch von der Selbstaufgabe, von der Eigenopferung. Augenscheinlich könnte heute Abend noch jemand sterben. Was ist anderes als eine Selbstaufopferung? Ja, aber die Frage ist, wer hier geopfert werden soll. Ja, ob in welchem Sinne? Ja. Es ist natürlich lässt man ein altes Selbst zurück. Das hier ist nicht der Feuilleton. Entschuldigung. Ja, vielleicht dürfen wir Sie noch mal an den Zettel erinnern?
an die entscheidenden Worte. Gesagt, natürlich, ich möchte auch nicht sagen, dass ich weiß, was heute Abend passiert, überhaupt nicht. Also da bin ich natürlich auch nicht hundertprozentig im Bilde, aber ich glaube, wir sollten uns alle ein vernünftiges, erwachsenes Bild davon machen, wenn wir einfach die Puzzleteile zusammenlegen können. Ansonsten rennen wir hier rum wie kopflose Hühner. Ich würde ja, vielleicht hat der Bruchmüller recht. Wie wahnsinnig die Leute reagieren. Wer sagt das? Wahnsinn, ich bitte Sie, Wahnsinn, das ist natürlich eine Betrachtung aus einer Perspektive, die das Ganze nicht versteht. Es gibt natürlich in der Geschichte hunderte Philosophen, die als wahnsinnig... Das kunstkritische Klein-Klein lassen wir an dieser Stelle einfach mal sein. Was ist das für ein bürgerlicher Begriff, bitte? Also, Luise, man kann nicht anfangen. Vielleicht hat Sie den Peter aus Bruckmüller doch recht. Ich gehe jetzt in den Garten. Vielleicht hat der Bruckmüller doch recht. Vielleicht verstehen wir wirklich nur das große Ganze, wenn wir das Buch lesen. Ja, wir können das Ganze gar nicht verstehen, wenn wir das Buch nicht lesen. Da können wir genauso rumtapsen. Das ist dieses genauso, wenn wir diese Leute noch versuchen zu erklären, was Mozart ist, der noch nicht mal hören kann. Jetzt fangen Sie schon wieder an mit ihr. Es geht ja um mehr als Kunst. Ja, dann kommen Sie doch natürlich. Mal. Die pragmatischen Leute, die nicht angefangen haben, irgendwelche Bücher zu lesen, die sie vollkommen wahnsinnig machen, die gehen jetzt in den Garten und schauen mal nach, was da passiert. Die pragmatischen Leute, die keine Bücher lesen. Ne? Also wer spricht jetzt? Die Kirche oder was? Also was ist das jetzt für eine Zensur, die sie uns versuchen hier aufzulegen? Also sie ich dachte, dass jemand gefälliger in Großbritannien. Jetzt beruhigen wir uns alle einmal bitte. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir uns jetzt gegenseitig hier an die Gurgel gehen. Wir haben alle ein Ziel. Das, was auch immer hier passiert, aufzuhalten. Ja, und deswegen gehen wir jetzt raus in den Garten und finden raus, was das für eine Pyramide ist und sammeln den Dolch ein. Sie gehen raus in den Garten. Und danach bringen wir die hier alle wieder hier unter die Leute mischen. Man muss es verstehen. Bevor man irgendwie bewerten kann, muss man es verstehen. Das wir haben verstanden. Alle verstanden. Vielen Dank, Herr Bruckmüller. Können wir jetzt bitte einfach weitermachen? Na gut, Sie werden, es tut mir leid, aber Sie werden es bereuen. Sie werden das nicht verstehen. Ja, das will ich vielleicht aber auch gar nicht verstehen. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt noch alle etwas zu trinken, um uns zu entspannen. Bei mir wirkt das zumindest... Nein, wir trinken hier nichts mehr. Gut, ich nehme noch einen mit. Füllen Sie es mir bitte in ein Glas, das ich mit nach Hause nehme. Dir wird ein Glas gegeben. Dankeschön. Ah, mein Lieblingstrink. Ein schöner Whisky. Sehr gut. Er ist flüssig und stark. Ja, mein Lieblingstrink. Und braun. Ich nehme kurz... Frau Peterson und Harrison zur Seite. Ich würde da mitkommen. Also ja. Ganz mal kommen. Nein. Ja, Bruckmüller, schauen Sie sich ein bisschen um. Das Gebet, schauen Sie sich nochmal an. Das sieht doch wunderbar aus. Also ich bitte Sie, wie gesagt, ich kann Ihnen das alles erklären. Sie müssen nur die richtigen Fragen stellen, wie Herr gesagt. Bruckmüller, was haben Sie denn erlebt mit dem Buch? Sie haben es gelesen. Was überzeugt Sie davon, dass von diesem Buch keine Gefahr ausgeht, wenn man es liest? Sergeant Harrison, Sie haben doch selber gesprochen von dem Mann mit der Maske. Der ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Ich habe es nie gesehen. Wissen Sie, es gibt, man nennt das in der Psychoanalyse Verdrängung, dass man aus alten Erinnerungen gewisse Dinge nicht mehr erinnern kann. Genauso ist es mir passiert. Verdrängen Sie sich doch mal kurz ans andere Ende des Genauso Raums. Ist es mir passiert. Und ich habe diesen Mann damals auch gesehen im Krieg. Er hat mir das Herr Leben Bruckmüller, gerettet. Ich hab's vergessen. Herr Bruckmüller, das ist ja... Wer weiß, was in Ihren Gedächtnissen schlummert für Geheimnisse, die das alles entschlüsseln können. Möchte ich gerne mehr hören. Vielleicht, wenn die Damen uns für einen Moment entschuldigen würden, weil... Der Mann mit der gelben Maske. Sicher. Sie haben es doch auch schon erwähnt. Die Fragen sind doch da, Sie müssen nur die Antworten. Ja, kommen Sie mit, bitte erzählen Sie mir alles im Detail, natürlich, was Sie erlebt haben. Es ist im Grunde Wir gehen ein bisschen zur Seite, wir gehen ein bisschen, ich nehme ihn so am Arm, beziehungsweise, ja, also nochmal zu dem Mann in Gelb. Ja, es ist im Grunde ganz einfach. Die Zusammenhänge sind glasklar da und ich erkläre ihm das alles. Er verlehnt so mit sehr übertriebenen Lippenbewegungen. Danke. Und ihr beide gehen in den Garten? Oder was? Wir gehen erstmal in den Garten, genau. Okay. Und Frau Peterson, ich bin mir nicht sicher, inwiefern wir unseren Kameraden noch vertrauen können. Exakt das. Wahnhaft. Ich glaube, dem Sergeant können wir vertrauen, solange wir ihn ausreichend mit Alkohol versorgen. Das scheint ihn immun zu machen. Und er das Buch nicht liest. Aber wahrscheinlich kann er dann auch nicht mehr lesen. Das ist dann perfekt. Hervorragend. Ja. Wir müssen Herrn Bruckmüller im Auge behalten. Wenn er jetzt die ganze Aktion vereitelt, haben wir ein großes Problem. Absolut. Immer diese... hält sich für unangreifbar, weil seine Meinung so viel zählt. Weil er mit einem Strich seines Stifts die Geschicke von ganzen Leuten verändern kann, indem er sagt, der hat aber ein bisschen geschleppt hier, da im Allegrissimo oder was auch immer man dann sagt. Und dann, die sind die anfälligsten, sag ich. Gerade als ihr redet, so auf dem Weg in Richtung des Gartens, seht ihr, dass zwei Wachen das Bild von der Staffelei genommen haben aus dem Salon und nach draußen in den Garten tragen. An euch vorbei. Nach draußen gehen. Vielleicht mehrere Fliegen mit einer Klappe, können wir das Bild auch noch kaputt machen. Ja, wir holen einen Dolch und dann gehen wir direkt zum Gemälde und schauen, ob wir es zerstören können. Ich vertraue einfach Ihrem Gefühl, dass es irgendwas Böses hat. Oh, mein Gefühl ist aktuell irgendwo zwischen Panik und nackter Wut. Sehr starkes Antriebsmittel. Also, raus mit uns. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir gehen. Okay. Ihr geht in den Garten, der
gespenstisch aussieht. Er ist komplett dunkel. Nur der riesige Sternenhimmel über euch erhält das Ganze ein bisschen, der immer noch wundervoll aussieht. Ihr habt das Gefühl, die Sterne sind wieder ein bisschen näher rangekommen. Es ist wieder alles ein bisschen heller geworden. Und ansonsten gibt es ein paar Fackeln in dem Garten, die dort postiert sind. Bei Tag muss der Garten aber wunderschön sein. Ihr seht Rosenbüsche und weitere exotische Pflanzen, die in voller Blüte stehen. Im Zwielicht der Nacht ist es schwer zu erkennen, aber das Ganze hat anscheinend auch eine symmetrische Anordnung, dieser Garten. Der besteht aus mehreren Beeten, die so schachbrettartig aneinander geordnet sind. Und durch die Beete ziehen sich Kieswege, die immer wieder von Torbögen mit Rangpflanzen und kleinen Kreuzungen unterbrochen werden. Und in der Mitte des Gartens, und dort gehen auch die Wachen hin mit diesem dem Bild, führen alle Wege in einem zentralen Platz zusammen, wo ein kleiner Springbrunnen wahrscheinlich normalerweise steht. Da ist zumindest noch dieser steinerne Boden. Und dort, wo normalerweise eine Figur Wasser speien würde, steht eine schwarze Pyramide, ungefähr 2 Meter hoch, mit einer goldenen Spitze oben herauf, die euch erschaudern lässt. Und ihr seht, wie die Wachen so ein bisschen in ein paar der Beete gehen und dort das Bild aufstellen. Und ihr seht auch, wie, guckt so ein bisschen um, in einer anderen Ecke des Beetes, an der anderen Seite der Pyramide, liegt etwas zwischen den Pflanzen. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass das Essen ist, der Hauptgang. Und auch auf der rechten Seite sind noch 3 weitere Plätze frei anscheinend. Hier sind aber viele Wachen unterwegs. Also ihr seht mindestens 4 Stück. 2, die gerade sich an dem Bild zu schaffen machen und 2 weitere, die an der Pyramide stehen und alles genau im Auge behalten und auch euch mustern. Ja, wir drücken uns erstmal seitlich an den Büschen entlang. Hm? Die mustern uns schon, das heißt, die haben direkt bemerkt, dass wir uns gegangen sind. Ja, die achten auf euch auf jeden Fall. Die haben euch im Blick. Und ihr seht auch genau da, wo der Dolch liegen müsste, steht eine Wache vor einem Busch. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal in eine ganz kurze, kleine Pause. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder und schauen dann, wie es weitergeht bei Tor nach Carcosa. Strange is the night where black stars rise, but stranger still is lost Carcosa. Wir sind wieder zurück bei Tor nach Carcosa. So langsam kommen wir zum Höhepunkt des Abends. Wir haben gerade erlebt, wie Herr Bruckmüller ein sehr spannendes Buch gelesen hat bis zum Ende und dann vielleicht seine Sichtweise auf die Dinge ein bisschen geändert hat. Wir haben erlebt, wie ihr in verbotenen Geländen unterwegs wart. Wir haben erlebt, wie ihr jetzt in den Garten gegangen seid. Und da haben wir gerade aufgehört, ihr seid im Garten, ihr habt diese Pyramide gefunden, die in der Mitte steht. Natürlich immerhin weiter noch, wenn ihr daran beteiligt sein wollt, an diesem wunderschönen Pen-Paper-Abend, #PNPCarcosa. Könnt ihr über Social Media sehr schöne Bilder sehen, aber auch welche posten, wenn ihr Bock habt. Wir freuen uns da sehr über alle eure Kunstwerke. Ihr steht an dieser Pyramide, links und rechts überall Wachen. Und direkt da, der Busch, da wo wahrscheinlich der Dolch drin liegt, steht direkt eine Wache vor, die sich so, euch auch so ein bisschen mustert. Wir werden nicht an den Busch kommen. Ich lenke ihn ab. Du holst dir den Dolch. Okay, was für eine Ablenkung. Ich möchte wissen, ob es ein guter Plan ist. Oh, ich werde mich betrunken und dumm stellen. Die meisten Männer aber fallen drauf rein. Touché, da haben Sie recht. Okay, versuchen Sie es. Ich gehe schon so langsam Richtung Busch. Oh, irgendwo, und sie wirft einen Schuh seitlich ins Gebüsch. Irgendwo muss hier doch mein anderer Schuh sein. Haben Sie... Sie sind ja aber überraschend groß. Haben Sie meinen Schuh gesehen? Mit was willst du versuchen, ihn zu umgarnen oder willst du versuchen, ihn zu überreden? Was willst du? Überreden? Nein. Ziemliche Sicherheit nicht. Charme vielleicht? Ja, das ist noch die beste Chance. Dann versuch's mal mit Charme. Nichts davon kann ich gut. Wir hätten das andersrum machen sollen. Nein, ich forciere den. Jetzt ist es gelungen. Okay. Ja. Du bist aber heute auch Kraftscham. Ja, also Kraftscham. Langsam ist dein Glück vielleicht auch am Ende, würde ich sagen, oder Marie? Also, ja, also wertetechnisch auf jeden Fall. Du forderst es heraus, auf jeden Fall, sagen wir es mal so. 2 Punkte Glück habe ich noch.
Der Soldat guckt dich an. Oh, ja, Moment, hier ist doch bestimmt irgendwie. Und er guckt sofort zu dem Busch, wo das Messer drin liegt, aber geht dann ein Stück zur Seite und also guckt dann auf der anderen Seite. Hier war ich ja noch nicht. Ich müsste ihn irgendwo da drüben verloren haben, diese ganzen Ja, Kiesling vielleicht. Ich guck so. Mal. Ich schau mal, ob ich Ihnen irgendwie helfen kann. Darf ich Ihren Arm nehmen und mich drauf stützen? Ja, natürlich. Er hält so seine Maschinenpistole an der einen Seite und nimmt dich dann so am Arm. Ist ein bisschen überfordert, hast du das Gefühl. Und dann und so über die Schulter. Ja, du führst ihn so ein bisschen zur Seite und der Weg zum Busch ist frei. Aber du siehst schon, eine andere Wache macht sich jetzt auf den Weg zu euch, um so ein bisschen zu gucken, was da vor sich geht. Ich lauf. Also die Wache sieht mich aber schon? Die guckt zumindest in eure Richtung. Die sieht wahrscheinlich nicht genau, was du jetzt machst, aber sie sieht, dass du da bist. Okay. Ja, gut, ich lauf Richtung Busch. Tu so, als würde ich mir die Schuhe binden und dann will ich den Dolch in mein BH stecken. Würfel bitte auf Kaschieren. Plan A, aber doch der Stil. Oh Gott. Nun, da habe ich eine 92. Und ja, mein Wert ist 10. Du hebst den Dolch aus dem Busch und in dem Moment steht die Wache fast direkt neben dir plötzlich. Du erschreckst und hältst so den Dolch hoch und die Wache guckt dich nur so an. Was haben sie da? Das ist mein Schuhlöffel. Mein Schuhlöffel. Heraus damit. Eine Dame dem Schuhlöffel wegzunehmen. Sie haben doch gerade gesehen, dass ich mir die Schuhe anziehen möchte. Was mache ich denn jetzt? Und es kommt eine weitere Wache. Auch die Wache, die du umgarnt hast, so ein bisschen, dreht sich jetzt um und schiebt sich so ein bisschen zur Seite. Bleiben Sie bitte erstmal hier stehen. Ich muss kurz, ja? Und drei Wachen kommen jetzt in deine Richtung. Ja, ich versuche, auf ihn drauf zu fallen oder hinterher zu fallen. Okay, du kannst ihn ablenken, sagen wir es mal so. Mhm. Aber trotzdem sind noch zwei weitere Wachen, die jetzt auf dich zukommen. Geben Sie her, was Sie da haben. Ich zeige es Ihnen, aber bitte fassen Sie es nicht an. Das ist ein Erbstück meines Vaters. Es klingt komisch, aber in Spanien haben wir so. Von Richtung der Tür zum Garten, zum Wintergarten, kommt ein Soldat, der so ein bisschen hochrangiger aussieht, hast du das Gefühl? Der auch ein bisschen aufrechter geht. Kommt so in eure Richtung. Herr Feldwebel, wir haben hier... Die Dame hat hier anscheinend irgendwas gefunden. Ich habe nichts gefunden. Das Zeigen ist Sie ja, was Sie da haben. Mein Schuhlöffel. Sehen Sie doch. Es ist hier mit dem Nein. Aber er schlägt das auf. Das sieht nicht aus wie ein Schuhlöffel. Natürlich, das ist bei uns gang und gäbe. Haben Sie Ahnung von spanischer Kultur? Versuch mal überreden. Wieso denn immer überreden? 77. Geben Sie den Dolch her. Sofort! Dolch? Sie nimmt den Dolch einfach weg. Also, Sie werden noch von mir hören. Das Sie kommen mit. Ihnen. Okay. Eine Wache postiert sich hinter dir mit der Maschinenpistole im Anschlag. Also, mitkommen, so sofort. Mit Gästen umzugehen. Und, du wirst hereingeführt. Du ist siehst das die, Bild jetzt gerade unbewacht, wenn die alle beiden. Nee, das ist noch eine Wache tatsächlich. Sie lassen es nicht unbewacht, auf jeden Fall. Und zwei Wachen zusammen mit dem Feldwebel gehen jetzt herein. Und der auf den du draufgefallen bist, der stellt dich jetzt wirklich so hin. Es reicht jetzt wirklich, junge Dame. Ich bin verheiratet. Oh. Und ich habe kein Interesse. Ich habe hier meinen Job zu tun. Und er geht in Richtung. Mein Schuh. Er geht in Richtung der Pyramide und lässt sich da stehen. Ja. Und du siehst, wie Carmen abgeführt wird. Ja. Herr Burgmüller und der Sergeant stehen noch im so zwischen Wintergarten und Salon. Und ihr seht jetzt auch, nachdem ihr jetzt noch ein bisschen herumdiskutiert habt, dass Fräulein Alvarez von zwei Wachen und einem Feldwebel hereingebracht wird, eskortiert wird, unter Waffengewalt. Herr Burgmüller, schauen Sie, das ist ein unglaublich spannendes Gespräch. Also zumal endlich auch Sie sehen, was ich schon vor Jahren gesehen habe. Aber Sie sehen ja gerade, unsere Begleitung scheint in Nöten zu sein. Gehen wir mal rüber. Fräulein Alvarez, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich bin ja Ihr Fahrer. Ja, bitte. Ich wurde einfach so mitgenommen. Ich habe mir die Schuhe angezogen. Was machen Sie mit meiner... Die junge Dame hat etwas gestohlen. Gestohlen? Wie erklären Sie sich sonst, dass das hier... Und er zeigt... öffnet einen in Samt eingeschlagenen Dolch, den ihr noch vorher noch nicht gesehen habt, der aber sehr gut auf die Beschreibung passt des Dolchs, den ihr eigentlich suchen sollt. Ein Obsidian-Dolch mit einer Knochenhalterung. Wie erklären Sie sich sonst, dass das hier aus dem Arbeitszimmer von Oberst Büchel unten in einem Busch im Garten liegt und diese Dame gerade danach gegriffen hat?
Was wollen Sie denn hier gerade unterstellen? Dass diese Dame diesen Dolch entwendet hat. Ach, sie hat ihn also im Busch entwendet? Nein, sie ist ins Arbeitszimmer geschlichen, hat ihn wahrscheinlich aus dem Fenster geworfen. Bitte was? Das ist ja wohl eine bodenlose Unverschämtheit. Wir waren doch die ganze Zeit hier zusammen, unter Ihren wachsamen Augen. Ach ja? Offenkundig die ganze Zeit zusammen? Ja, wann haben Sie denn Ihren Job gelernt? Offensichtlich machen Sie ihn ja nicht so gut. Als Sie sich oben um den Pianisten gekümmert haben, habe ich von Ihren beiden Begleiterinnen keine Spur gefunden. Wo waren Sie denn? Ach, wo waren Sie denn? Sie haben keine Fräulein Alvarez. Wenn ich hier mal bitte eingreifen darf. Es ist eine an den Abend erinnern. Eine Unverschämtheit, eine Gästin des Oberst. Es tut mir leid, dass ich Ihnen hier mal zur Hilfe kommen muss. Natürlich. Sie haben gerade selber bestätigt, dass Sie sie nicht gesehen haben, als wir den armen Pianisten versorgt haben. Und jetzt unterstellen Sie ihr, dass sie in der Zeit in ein Arbeitszimmer eingedrungen sei, einen Dolch entwendet habe und selbigen aus dem Fenster geworfen haben. Das ist eine sehr abenteuerliche Geschichte. Einen langfristigen Freund wie Herrn Büchel. Also, ohne Beweise nicht einfach abzuführen. Ich glaube auch, dass wir hier einige Sachen verwechseln. Ich kann mich für die Frau Alvarez verbürgen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde sagen, wir tragen das ganze Anliegen einfach zum Herrn Oberst und klären das Ganze. Ich würde sehr gerne. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Wachhabende, welchen Rang auch immer Sie bekleiden an dieser Stelle, hier einen vernünftigen Job macht. Ich würde Sie gerne einschüchtern, ehrlich gesagt. Denn. Okay, wie willst du ihn denn einschüchtern, Conny? Indem ich ihm. Passen Sie mal auf. Sagst, dass du ihn einschüchtern möchtest? Ihr Chef hat Frau Alvarez und die anderen verehrten Gäste eingeladen, Zeuge eines besonderen Abends zu sein. Sie stehen jetzt ganz kurz davor, sich eine Rüge einzuhandeln. Ich werde das zu Ihrem Vorgesetzten vorantreiben. Okay. Und sagen, wie Sie mit den Gästen hier umspringen, die auf seine Einladung mit Ihnen diesen außerordentlichen Abend verleihen. Okay, wirf mal auf einschüchtern. Gut. Dann wollen wir doch mal einschüchtern. Ich fühle mich eingeschüchtert. Du stehst draußen im Garten. So, 62. Was hatte ich nochmal einschüchtern? Was hatte ich gesagt? 60. Dann nehme ich doch einfach mal zwei Glückspunkte, um 60 zu machen. Wenn Sie Ihren Job morgen noch haben möchten, dann sollten Sie an dieser Stelle meine bezaubernde Frau Alvarez bitte schön in Ruhe lassen und uns nicht weiter behelligt mit Ihrem impertinenten, pöbelhaften deutschen Verhalten. Du merkst, wie er den Mundwinkel so ein bisschen hochzieht, dich so missmutig anguckt. Engländer. Gut. Aber ich werde sie im Auge behalten, damit das klar ist. Ich sie auch. Wie konnte denn das machen? Und er steckt den Dolch ein und betont den beiden so Wachen wieder, dass sie sich auf ihre Posten gehen sollen und geht dann weg. Wie konnte das denn mit dem Dolch jetzt schiefgehen? Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe es einfach aufgehoben und dann war die Wache bei mir. Aber das haben Sie den denn aus dem Fenster geworfen? Willst du dazukommen, Evelyn? Ja. Okay, wir kommen wieder herein. Ich habe einen Schuh gefunden. Das ist wir haben einen Dolch verloren. Erstaunlich, was man alles in diesem Garten findet. Aber der Dolch, wegen dem wir hier alle sind, den haben Sie im Busch gefunden? Ja, wir haben ihn tatsächlich in den Busch geschmissen. Ach, das ist wahr gewesen. Sie Pianisten aus dem Fenster werfen. Sie brauchen gerade was sagen. Bin ich denn der Einzige, der hier trotz erhöhtem Alkoholpegel noch einigermaßen klar und normal denken kann? Möglicherweise. Aber Sie haben niemand anders als uns. Ja. Aber wissen Sie, warum der Dolch so wichtig ist? Also in welchem Kontext haben Sie ihn? Was hat das damit auf sich mit diesem Dolch? Nun, die Sektion M will ihn haben, weil er okkulte Macht besitzt. Nicht gesagt. Er wird eine wichtige Rolle in der Reise spielen, das ist klar. Aber welche? Ich habe langsam übrigens das Gefühl, dass Reise ein ziemlich verharmlosender Euphemismus dafür ist, dass die sich hier umbringen wollen oder sonst oder andere Leute. Ach, bitte sehr, so umbringen. Niemand redet hier von umbringen. Herr Bruckmann, wir haben, das ist eine Erweiterung. Wir haben es gelesen, dass von Opfern die Rede ist und nicht einem künstlerisch übertragenen Blutopfer, das durch Leidenschaft gebahnt, also, was da genau geopfert wird, im Grunde ist natürlich jede Reise ist ein Opfer eines Vergangenheits. Das hatten Sie schon mal gesagt. Das ist klar. Ich gebe auch zu, also wir haben uns darüber unterhalten und natürlich die Tatsache, dass wir diesen Mann mit der gelben Maske haben, auch das ich bin hier gerade auch ein bisschen hin. Sie haben ihn doch auch gesehen. Ja, also. Ja, aber offensichtlich habe ich keine Liebesbeziehung zu ihm, so wie Sie. Eine Liebesbeziehung, also. Wie gesagt, ich kann Ihnen nur die Literatur empfehlen, alles Weitere wird sich dann ergeben. Es ist wirklich. Ihr habt alle bitte nochmal Verborgenes erkennen. No. Nein. Ja. Ja. Ah, okay. Fräulein Alvarez und der Sergeant Harris, ihr blickt immer mal wieder so nach drüben in den Garten. Und auch du siehst jetzt eine Gestalt, die sich so ein bisschen am Rande der Dunkelheit entlang bewegt. In einem
Anzug, gelber Krawatte, eine Maske über dem Gesicht. Und er guckt zu euch rüber durch die Tür des Wintergartens. Weil er mal eine Stabilitätsprobe machen wird. Geistige Stabilität. Ja, ja. Geschafft. Dann verliert ihr beide einen Punkt. Und dann verschwindet er wieder in der Dunkelheit. Ach, ich wollte noch rufen. Ja, also, dann muss ich das ganz ehrlich sagen, haben Sie ihn auch gerade gesehen, Frau Alvarez? Sie schauen so. Hm? Ja, den Mann da draußen mit der gelben Krawatte. Sie haben ihn gesehen, er ist schon da? Ja. Na, fantastisch, dann kann es ja bald losgehen. Und in dem Moment kommt Remy auch rein. Haben Sie ihn auch gesehen? Er ist da. Der, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn verpasst. Der, er ist da. Der Bote des Königs. Er wird uns rüberbringen. Bote des Königs? Wissen König? Der König von Carcosa. Der König in Gelb. Er wird uns empfangen. Das ist ein gutes Omen. Das ist ein gutes Omen. Worauf freuen Sie sich am meisten in Carcosa? Wissen Sie, ich lebe schon sehr lange in Paris und auch wenn ich mich arrangiert habe mit den Menschen hier, endlich in Frieden leben zu können, ohne die Grenzen dieser physischen Existenz, das stelle ich mir einfach schöner vor, Geschmäcker zu schmecken, die noch nie ein Mensch geschmeckt hat. Dinge zu riechen, die noch nie ein Mensch gerochen hat. Also, Sie glauben jetzt heute Abend nach Carcosa zu gehen? Ja. Haben Sie das Buch gelesen? Natürlich. Haben Sie es vollständig gelesen? Natürlich. Okay. Ist es nicht langsam wegweisend? Ja, natürlich, deswegen sind wir ja hier. Was glauben Sie, warum wir hier sind? Aber wieso freuen sich alle darauf, die das Buch gelesen haben, nach Carcosa zu gehen und alle anderen nicht? Es ist ein wundervoller Ort. Sie müssen das Buch einfach nur lesen, dann wird es Ihnen klar. Ich habe am Anfang auch gezweifelt. Ist das so ein Reiseführer? Das stimmt nämlich meistens die Hälfte nicht, was du meinst. Wie sollen Sie es verstehen, wenn Sie sich nicht damit beschäftigen? Also das müssen selbst Sie verstehen. Das haben Sie recht. Und es reizt mich, diesen Boten, den ich mein Leben lang schon gesehen habe, natürlich kennenzulernen. Sie haben ihn auch vorher schon gesehen? Ich bin ihm schon mal begegnet, vor vielen Jahren. Also zumindest habe ich mir eingebildet, ihm begegnet zu sein. Und jetzt habe ich den Eindruck, ihn vielleicht wiedergesehen zu haben. Sie alle? Ja. Ja, wir alle, nein, oder? Das geht Sie gar nichts an. Ich muss noch mal. Aber Herr Ober? Ist Ihnen nicht klar, was das bedeutet? Ihr seid gesegnet. Ich will nicht gesegnet sein. Also gesegnet ist jetzt natürlich... Er hat euch auserwählt. Jetzt tun Sie nicht so, als wären Sie auf einmal bescheiden geworden. Der König hat euch schon eingeladen. Euer gesamtes Dasein. Ja, wird heute hier in diesem Punkt zusammenfließen, mit uns. Und Sie sehen es noch nicht mal. Verstehen Sie nicht, was das für eine Respektlosigkeit ist? Sie wurden hier ausgewählt und können es noch nicht mal nachvollziehen. Ja, aber und diese Ehre gar nicht würdigen. Wenn ich doch mal daran erinnern darf, der Herr Oberst und 4 Ausgewählte gehen rüber. Wir sind doch mit, wie groß ist denn diese Gruppe, die da angeblich rübergeht? Und anscheinend scheint hier jeder diesen Mann mit der Maske gesehen zu haben. Einige haben das Buch gelesen, andere nicht. Ein bisschen die Fassung, als du 4 sagst. Wieso 4? Was wissen Sie denn, was heute Abend passieren soll? Was hat der Oberst Ihnen denn gesagt? Sie scheinen ja sehr vertraut und eng miteinander zu sein. Dass wir gemeinsam nach Carcosa ziehen. Dann er darf hat nichts von 4 gesagt. Der Oberst hat mir auch gesagt, dass also, das vielleicht einfach mal, weil Frau Alvarez, Sie haben doch die Tagebuchseiten vom genau, Oberst dabei. Ja. Also, wir wissen jetzt auch nicht mehr, außer das, was wir aus dem privaten, geheimen Tagebuch vom Oberst haben. Sein Blick wird wütend und er... Er hat schon wieder ein paar getrunken. Entschuldigung, aber wo ist denn... Tagebuch? Wo ist denn... Wintergarten? Wo ist dein Tagebuch? Sie sollten aufpassen, was Sie sagen. Aber ich habe mein Tagebuch noch nicht gefunden. Und da, er hat auch ein Tagebuch dabei. Vorsichtig sein, was Sie hier behaupten. Ihr seid nur geduldet. Wir sind die Auserwählten, nicht ihr. Sie meinten eben... Ist euch das klar? Nein. Wir sind die Freunde des Obers, nicht ihr. Ihr seid irgendwelche Leute, die hier plötzlich aufgetaucht seid. Ihr wollt unsere Plätze wegnehmen, ist es nicht so? Nicht wirklich, Sie können ihn gerne haben. Ja. Wie weit ist die fleischfressende gefährliche Pflanze weg? Nicht so weit weg. Hören Sie mal, Sie zweitklassiger, verrückter, kleiner Soßenschinder, der sich hier einbildet, irgendwelche Cuisine herbeizuzaubern. Soßenschinder? Wie haben Sie mich gerade genannt? Nur das verdammte Kurkuma in das Essen gefallen. Und tippt ihm immer weiter aggressiv gegen die Brust, bis... Er bleibt irgendwann stehen. Und dann versucht sie, ihn mit der besten Nachahmung eines Rugby-Tackle in die Pflanze zu schieben. Okay, mach mal einen Nahkampf. Sie hat einen niedrigen Schwerpunkt. Oh Gott. Nein, ich
So forciert? Ja, aber forciert und auch das ist schief gegangen. Okay, oh. Er, du siehst, also du duckst dich wirklich nach vorne und schmeißt dich nach vorne und er macht einfach so, geht einmal ein Stück zur Seite und du fällst nach vorne in diese Pflanze rein. Du merkst sofort, wie dornige Ranken nach dir greifen und dich festhalten und wie sie sich in dein Fleisch schneiden. Du bekommst erst einmal Schaden. Moment. Ja, sie schreckt. Schreiend um sich, versucht sich aus dieser Pflanze loszureißen, zieht wahrscheinlich die Samttopf so ein paar Schritte mit. Je mehr sie sich wehren, desto schwieriger wird es. Lassen Sie locker, lassen Sie locker. Ich darf wirklich nichts immer sagen. Das wirkt nichts sehr überzeugend. Drei Lebenspunkte von dir. Und du hängst wirklich völlig in dieser Pflanze drin. Und der Remy steht da mit so einem leichten Grinsen auf dem Gesicht. Das passiert mit Hochstaplern, die sich versuchen, in unsere Mitte einzuschleichen. Und ihr merkt jetzt auch, wie Fräulein von Stockhausen eben ebenfalls in den Raum kommt, die völlig verwirrt ist und auch so einen kleinen Schrei von sich gibt, als sie dich sieht. Und auch Antonio kommt dazu und läuft zu dir und versucht dich so ein bisschen aus der Pflanze zu befreien. Was macht ihr? Also, wir hätten dabei sein müssen, um es zu glauben. Der Koch, der Remy, der hat gerade unsere ehrenhafte Begleitung einfach in die fleischfressende Pflanze geworfen. Lügen, nichts als Lügen! Das nichts als Lügen. Wir waren doch alle Zeugen, Frau Alvarez. Wie realistisch ist das denn? Ich weiß nicht, ich nehme dein Alkohol und kippe es auf die Pflanze. Alkohol und Pflanzen, vielleicht. Das nicht. Okay, gut. Das ist einfach so wert, ja. Ich will den Alkohol. Was machst du? Ja, ich versuche hier zu helfen. Okay, ja. Dann mach du deine Stärkeprobe und du hast auch meine Stärkeprobe. Stärke. Oder? Ja. Oh, ja. Meine Stärke, haha. 31, damit geschafft, ja. Sehr gut. 95. Sollte ich das noch forcieren? Nee, muss nicht. Alles gut. Nein, du bist nicht. 24. Forciert hätte ich es geschafft. Gemeinsam mit Antonio schaffst du es, Evelyn so ein bisschen zu befreien aus dieser Pflanze, die dir nochmal 2 Schadenspunkte mitgibt. Du bist wirklich an allen Stellen aufgerissen. Dein Kleid ist an vielen Stellen zerfetzt. Du hast Wunden am ganzen Körper von dieser Pflanze, die sich jetzt langsam wieder ihre Ranken so zurückkräuselt. Ich habe ihre Wunden bereits desinfiziert. Sie sollten sich eigentlich keine Sorgen machen müssen. Danke! Es brennt. Es brennt sehr stark. Herr Ober, ich bräuchte bitte. Ah, Dankeschön, ja. Sie können wahrlich Gedanken lesen, ja. Oh, mein Lieblingsdrink. Und ja, die Frau von Stockhausen guckt euch dann so ein bisschen an. Der Remy steht da immer noch sehr wütend und guckt euch mit finsterem Blick an. Und Frau von Stockhausen geht sofort hinüber zu Remy. Sie glauben doch nicht wirklich, dass das der Wahrheit entspricht. Ich habe sie schon die ganze Zeit im Blick, wie sie sich herumschlawenzeln um den Oberst und ihn um den Finger wickeln wollen. Ich weiß doch ganz genau, was sie vorhaben. Sie wollen unseren Platz in Garkosa einnehmen, ist das nicht so? Ah, sind die Plätze in Carcosa begrenzt? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ich dachte, wir gehen alle nach Carcosa. Ja, aber am Hof des Königs ist nicht nur begrenzt Platz. Und nicht für Sie. Ich weiß immer noch nicht, was Sie ein Problem mit mir haben. Und Antonio steht so ein bisschen zwischen den Stühlen und scheint sehr verwirrt zu sein, ob dessen, was hier gerade passiert. Was soll das heißen? Das wollen Sie wirklich? Wollen Sie ebenfalls nach Carcosa? Das scheint ja ein toller Ort zu sein, aber anscheinend ist es ja sehr beschränkt. Wer von Ihnen geht denn jetzt nach Carcosa? Vielleicht einmal die Arme heben? Also alle heben die Arme. Nein, also soweit ich weiß, wer die Prüfung besteht und wer selbst mit sich im Reinen ist, der kann auch diese Reise mit sich antreten. Aber naja, gut, anscheinend gibt es hier einige Leute, die dazu intellektuell nicht in der Lage sind oder sich einfach nicht trauen, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und wer letztlich welchen Platz am Hof einnimmt, das entscheiden wir nun mal nicht wir. Und in dem Moment kommt Herr Büchel in den Raum und sagt, stimmt, Herr Burgmüller, das entscheidet nicht ihr. Das entscheidet nur der König. Und ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir herübergehen und diese Geschichte hier beenden. Wir werden sehen, wer von Ihnen auserwählt wird, um mit mir herüberzugehen. Und er hat eine Wache dabei, die mehrere Kleidungsstücke dabei hat, die sie jetzt austeilt. Lange Roben, gelbe Roben. Jeder von euch bekommt eine und ebenfalls die anderen Gäste bekommen eine gelbe Robe. Wollt ihr sie anziehen? Das ist
Eine Samtrobe, habt ihr das Gefühl? Sehr hochwertiger Stoff. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr angehalten sind, diese Roben überzustreifen. Selbstverständlich, um Schaden zu vermeiden, würde ich sagen, ziehen wir jetzt einfach. Ja, ich ziehe sie an. Ich ziehe sie auch an. Bin schon ein bisschen aufgeregt, aber dann steht Peter sie noch sehr gut. Evelyn sieht inzwischen ähnlich stachelig aus wie die Pflanze, mit der sie gerungen hat. Die Haare stehen zu Berge. Dann sind die in diese Robe so. Fein! Aber sie ist geschmacklos. Es geht nicht um Geschmack. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ziehst du sie an? Ja. Auch die anderen Gäste ziehen die Robe an. Ihr seht alle jetzt ein bisschen uniform aus. Auch der Oberst zieht eine gelbe Robe an, die allerdings ein bisschen pompöser aussieht, mit goldenen Ornamenten an der Seite. Ah, sehr schön, Oberst, sehr schön. Danke. Und an der Ausgangstür zum Garten, vom Wintergarten aus, werden Fackeln angemacht und werden euch übergeben. Jeder kriegt eine Fackel. Sie werden es brauchen. Oh ja. Und gemeinsam werdet ihr in den Garten geführt. Gemeinsam mit den anderen, mit Antonio, mit Victoria, mit Louise, die sich ebenfalls dazu gesellt hat. Und mit Remy. Alle in diesen gelben Kutten. Und ihr seht auch, dass Oberst Büchel den Dolch dabei hat. Gemeinsam zieht ihr in den Garten zu der Pyramide. Bitte stellen Sie sich in einem Kreis auf, in einem Halbkreis. Mit respektvollem Ernst stelle ich mich da auch auf. Gut. Ja. Stelle ich mich. Schaue links, rechts mit die Runde an. Ihr dürft bitte nochmal alle eine Probe machen auf Verborgenes erkennen. Werden uns die Plätze zugewiesen, oder? Ja. Nein. Nein. Ja. Und zwei? Ja, ja, ja. Zwei ja, zwei nein? Nein. Ja. Diejenigen, die es geschafft haben. Ihr seht, dass in den Beeten verschiedene Plätze zugewiesen sind, die ungefähr in einem Stern um die Pyramide angeordnet sind. Ihr seht zum einen auf einem der Plätze das Bild von Victoria, was dort aufgebahrt ist. Ihr seht auf einem der Plätze in einem Beet auf einem kleinen Tisch einen Teller mit Essen vom Abendessen. Ihr seht auf einem weiteren Tisch eine Taste von dem Klavier, die dort aufgelegt wurde. Und zwei der Plätze sind noch frei. Auf dem einen steht allerdings ein kleiner, auf einem Tisch ein kleiner Kelch. Und Oberst Büchel, nachdem er euch aufgestellt hat, dort stehen ebenfalls noch weiter vier Wachen, die alle sehr nervös zu sein scheinen, setzt an, mit euch zu sprechen. Er breitet die Arme weit aus und vorher den Dolch neben die Pyramide gelegt. Liebe Freunde und Gäste, der Moment, auf den wir so lange hingearbeitet haben, ist nun gekommen. Ich habe euch versprochen, euch in eine blühende Zukunft an den fernen Gestaden des Sees Hiali mitzunehmen und euch zu führen in die marmornen Paläste von Carcosa. Und dieses Versprechen möchte ich heute einlösen. Jeder von euch hat heute Abend ein Opfer dem König in Gelb dargebracht und nun wird er uns damit belohnen, dass er uns das Tor nach Carcosa öffnet. Aber vorher prüfen wir, ob die Opfergaben potent genug sind. Remy! Remy verbeugt sich. Du hast heute Abend ein Essen gezaubert, aus deinem eigenen Blut geschaffen. Es war ein Opfer sondergleichen. Du hast deinen Platz verdient an meiner Seite. Und die verbeugt sich noch einmal, geht dann wieder einen Schritt zurück. Victoria. Victoria geht nach vorne. Du hast ein Bild gemalt. Geboren aus deinem eigenen Blut. Du hast deine gesamte Leidenschaft hineingetragen und es soll dir vergolten werden. Du hast einen Platz an meiner Seite verdient. Sie verneigt sich. Antonio, du hast versucht,
dein Blut zu opfern dem König, aber wir alle haben gemerkt, dass es nicht genug war. Dein Platz ist verwirkt. Und wir werden ihn verteilen an jemanden, der mehr bereit ist zu opfern. Und Antonio guckt etwas seltsam. Und ihr seht dann, wie eine der Wachen, der Feldwebel, um genau zu sein, eine Pistole zieht und BAM! Mit einem Schuss Antonio niederstreckt, der rückwärts umfällt und dort, wo die Einschusswunde war, färbt sich die gelbe Robe rot. Rückmüller und Harris, ihr habt das Gefühl, wieder im Augenwinkel diese Gestalt zu sehen. Als ob sie wie eine Raubkatze um euch herum tänzelt, nur darauf wartet, zuzuschlagen. Mit euch ein bisschen leichtes Unbehagen im Nacken. Herr Bruckmüller, wären Sie bereit, den Platz einzunehmen, den Antonio hinterlassen hat? Sind Sie bereit, das zu zahlen, das Opfer zu bringen? Ich bin bereit. Einer der Wachen bringt diesen Kelch. Dann kommen Sie nach vorne, mein Sohn. Komm nach vorne. Und Oberst Büchel nimmt den Dolch. Wenn ihr irgendwann unterbrechen wollt, sagt ihr Bescheid. Ja? Stehen wir beieinander? Ihr steht alle beieinander, ja. Sergeant? Gib mir deine Hand. Der Kelch wird unter deiner Hand passiert und er setzt den Dolch an. Das wird nicht gut ausgehen. Und zieht einmal an der Handfläche lang, eine schmerzende Wunde, stechender Schmerz zischt in dein Hirn und du merkst, wie Blut herunterläuft, wie in einem kleinen Wasserfall. Zu viel Blut für nur einen einfachen Schnitt durch ein Messer. Und er sammelt sich in den Kelch. Und dann drückt dir der Oberst ein Tuch auf die Wunde, die immer noch brennt wie Hölle. Gut, geh zurück zu den anderen. Und der Kelch wird genommen, wird an die Stelle zurückgebracht, wo er vorher stand. Wir können hier nichts wirklich... In dem zweiten Busch von rechts neben der Tür liegt eine Luger. Wir kommen hier nicht mehr raus. Also sollten wir schauen, dass wir möglichst viele von den Schweinen mitnehmen, oder? Das ist ja in jedem Fall... Louise, meine Teuerste. Victoria hat so ein leichtes... Das so böse rüber. Bei dir bin ich mir noch nicht sicher, ob du bereit bist für die Reise. Deshalb brauche ich einen Beweis von dir. Oder möchte vielleicht Fräulein Alvarez ihren Platz einnehmen, den letzten auf dem Weg nach Carcosa? Wollen Sie nicht wissen, was hinter dem Schleier ist, der unsere Welten trennt? Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich wäre neugierig. Warum nehmen Sie dann diese Einladung nicht an? Trauen Sie sich einfach. Sagen Sie einfach ja. Ihr Freund hat es doch auch getan. Okay, ich nehme die Einladung an. Er guckt zu Louise und Louise guckt dich mit bösen Augen an. Nein! Nein! Niemals! Und Louise, du merkst, wie sie auf dich zuspringt und ein Messer im Lauf zieht und versucht, dich abzustechen. Du darfst, wenn du möchtest, entweder sie versuchen aufzuhalten mit einer Nahkampfattacke oder versuchen auszuweichen. Ich versuche auszuweichen. Okay, dann machen wir bitte auf Ausweichen. Ist das geschickt oder ist es? Du müsstest unten einen Wert bei Ausweichen haben bei den Waffen. Ah ja, oh Gott. Kannst du dir oben entscheiden, wenn du möchtest. Ja, also ich glaube, ich will trotzdem. Will ich forcieren? Ich habe 83 und einen Wert von 48. Mhm. Das ist deine Entscheidung. Okay, ich mach's einfach. Okay. Oh Gott sei Dank, ich habe 19. Also du bist ausgewichen? Ja. Du weichst dem Stich gerade noch so aus. Du bist wirklich erschrocken. Ach, Moment, sorry, doch nicht. Ich habe 59. Nein, du hast es nicht geschafft. Nee, ich hab's nicht geschafft. Okay, du hast forciert. Ja. Sie springt nach vorne und versenkt den Dolch in deiner Bauchgegend. Und du merkst einen heftigen Schmerz. Mhm. Du bekommst... Moment, ich bin so Schaden, du bekommst... Du musst jetzt langsam eingreifen. Vielleicht. Ja, das wäre nicht schlecht. Wie viele Soldaten um uns herumstehen? Das ist so schlecht. Du bekommst 7 Schaden. Mhm, ist das Trefferpunkte? Ja, Trefferpunkte, genau. Und du musst dir sofort das halten. Also sie hat wahrscheinlich nicht irgendwas ganz Schlimmes getroffen, aber es hat
ordentlich gezogen. Und in dem Moment seht ihr auch, wie die Wachen so ein bisschen gucken und jetzt Louise festhalten, versuchen sie so ein bisschen niederzuringen. Aber sie ist wirklich völlig durchgedreht. Sie dreht komplett am Rad und versucht immer wieder nach dir zu schlagen mit diesem Messer. Und nur die Wachen können sie tatsächlich aufhalten. Mhm. Und in dem Moment kommt sofort Oberst Büchel. Lassen Sie. Bitte. Und er hält dir an deine Wunde einen Becher. Nur ein bisschen Blut, das ist alles. Wenn Sie rübergehen wollen, dann opfern Sie das, was Sie hier lassen wollen. Fräulein Alvarez, tun Sie es einfach. In Ordnung, es tropft doch sowieso. Und er fängt ein bisschen Blut auf und läuft dann zur Pyramide. Nein. Okay, was möchtest du machen? Niemand hat bislang meine Handtasche durchsucht, in der immer noch der Webley Revolver meines Vaters ist. Das ist richtig, ja. Das heißt, Evelyn greift in ihre Handtasche, zieht die Waffe und sagt, Opfer das! Und okay. Versucht ihn zu erschießen. Den Oberst? Den Oberst, ja, okay. Wen sonst? Dann mach mal eine Probe auf Fernkampf, bitte. Gelungen. Mhm. Du schießt auf den Oberst, ein Schuss löst sich. Du darfst mal deinen Schaden würfeln, bitte. Ein W8 brauche ich dafür. Das sind nur zwei. Ein Streifschuss. Der Schuss verfehlt ihn oder trifft ihn nur an der Seite. Er guckt dich wütend an. Wachen! Eine Verräterin! Tötet sie alle! Und in dem Moment... Ich bin ja nicht der Nazi, du Arsch! In dem Moment bricht komplettes Chaos los. Und wir machen das Ganze jetzt mal in einem Kampf, in einer schönen Initiativreihenfolge, damit wir alles hier geordnet runterkriegen. Es wird jetzt ein wenig chaotisch. Evelyn, du wärst jetzt ja als erstes dran gewesen. Du hast quasi jetzt auch schon agiert. 75, ja. Genau. Und jetzt sind die Soldaten dran, die immer noch ein bisschen verwirrt sind, aber jetzt auf dich anlegen und versuchen, dich zumindest in Schach zu halten. Während andere Soldaten, insgesamt sind es 5 Soldaten, habe ich glaube ich gesagt, 2 kümmern sich gerade um Louise, 2 halten dich in Schach. Und eine weitere Wache steht noch da und ist so ein bisschen, hält so ein bisschen ihre Maschinenpistole in alle Richtungen und weiß noch nicht so richtig, was sie machen soll. Louise wiederum versucht sich loszureißen von den Wachen und schlägt wild um sich mit dem Messer und trifft sogar eine der Wachen so ein bisschen am Arm, der sie dann schreiend loslässt. Oberst Büchel stellt den Becher mit dem aufgefangenen Blut von Carmen an seine Stelle. Chester, was möchtest du machen? Wie weit ist denn der Oberst von mir entfernt? Moment. Vielleicht so 20 Meter maximal. Und Evelyn ist relativ nah dran? Ja. Ja, also das. Ich glaube, die größte Gefahr geht jetzt gerade davon aus, dass Evelyn. Sie wird definitiv die Reise nicht antreten und höchstens die Reise ins Jenseits. Sie hat 2, die auf sie schießen. Den Oberst! Den Oberst auf 20 Meter Entfernung zu treffen, ja, aber er hat es ja schon abgestellt. Aber ich glaube an die Mission. Ich bin ein missionstreuer Mensch. Es tut mir leid, Evelyn. Ich zücke meinen Revolver. Wir sind ja alle bewaffnet. Ja. Nehme meine Waffe, lege auf den Oberst an und drücke ab. Dann machen wir eine Fernkampfprobe. Ist das schon Fernkampf? Das ist Fernkampf, ja. Gut. Was ist das? 29, ja. 29 ist trifft, okay. Aber Schaden? Mit was würfel ich den? Ein W8. Genau, das ist diese. Der hier, ne? Genau, die. Spannend. Bitte stirb, räudige Sau. 8. Oh, du triffst den Oberst mitten in der Brust, der so ein bisschen zurückwankt. Und du merkst, er fällt so ein bisschen halb auf die Pyramide drauf. Und ihr alle seht jetzt auch immer mal wieder so im Augenwinkel diese Gestalt auftauchen mit dieser bleichen Maske, die sich immer wieder so ein Raubtier um euch herum in der Dunkelheit bewegt. Und Carmen, was machst du? Du hast immer noch Schmerzen. Wie viel Lebenspunkte hast du noch? Ich habe noch 11. Okay. Ja, ich bin nicht bewaffnet, glaube ich, oder? Nee, ich habe ja alle Waffen liegen. Nee. Mhm. Ich versuche zum Kelch zu laufen, um ihn wieder auszuschütten. Dein Kelch? Achso, ich dachte, wir sind alle in einem Kelch. Ja, mein Kelch. Nee, sind 2 Kelche. Also einmal der von Buchmüller und einmal der von dir. Achso, ja, mein Kelch dann doch lieber. Okay, dann würfel bitte mal auf Geschicklichkeit. Okay. Ich hab's nicht geschafft. Okay. Tatsächlich läufst du nach vorne und versuchst, an den Kelch zu kommen. Plötzlich kommt Victoria von der Seite und schubst dich einfach zur Seite in so einen Busch hinein und steht dann über dir und ruft dir einfach nur zu, so nicht, Schlampe, so nicht! Und ist wirklich auch, du siehst das Feuer in ihren Augen, sie ist komplett durchgedreht und steht dort mit dem Messer direkt vor dir und versucht dich jetzt auch anzugreifen. Willst du ausweichen oder willst du zurückschlagen? Ich, Nahkampf ist zurückschlagen, ne? Ja.
Ausweichen ist bei mir immer noch besser. Okay. Ich habe 100 gerade. Willst du das forcieren? Oh, was ist denn jetzt los? Ja, ich mach's jetzt einfach. Okay, ich habe 53. Ausweichen habe ich 48. Ich will jetzt einfach noch Glück nehmen. Ja, kannst machen. Ja. Okay. Du rollst zur Seite auf dem Boden durch das Beet hindurch. Das Messer landet neben dir im Dreck und steckt im Boden. Herr Bruckmüller, Sie sind dran. Ja, ich nehme meine Fackel und schlag auf Chester ein. Okay. Sie machen alles kaputt! Schlag auf ihn ein. Machen wir bitte eine Nahkampfprobe. Und Chester, möchtest du zurückschlagen oder möchtest du ausweichen? Ich weiche aus. Ich glaube immer noch an das Gute. Das ist hier die 25, ne? Ja. Mit normalen Würfeln. Okay. Gott sei Dank ist der Feuilleton nicht so gut. 78. Okay, dann musst du gar nicht ausweichen. Oder kannst du machen, ja. Wenn du ja, okay. Also ich bin in Rage. Okay. Und 75 wieder. Okay. Brauchst du nicht ausweichen. Würfeln. So. Er schlägt daneben, die Fackel geht aus und ist am Endeffekt nur so ein halber Stock, der auch direkt noch zerbricht. Und du bist erstmal komplett verwirrt, weil es komplett dunkel wird und du siehst überhaupt nichts mehr. Es, um sich herum verschwimmt alles und die Rage steigt so hart in dir hoch, dass es alles nur noch ein Brei wird, mehr oder weniger. Plötzlich seht ihr, wie auf der Pyramide Runen aufleuchten. Und ihr habt das Gefühl, dass diese Pyramide plötzlich anfängt, sich zu drehen und in geometrischen Formen sich zu verschieben, die ihr nicht richtig versteht. Wie eine optische Täuschung, als ob ihr in die Pyramide reinblicken könntet. Und plötzlich vor der Pyramide, wie ein Riss, der durch die Realität geht. Ein Riss, der sich immer weiter nach unten zieht. Bruckmüller, du stehst direkt daneben. Und Oberst Büchel liegt dahinter und ihr hört ihn nur noch rufen, ja, öffne dich, Tor! Tor nach Karkosa, öffne es! Und der Spalt dringt auf und ihr blickt hindurch und seht dort das, was auf dem Bild von Victoria zu sehen war. Ihr seht schwarze Türme, eine Stadt aus schwarzem Marmor in der Ferne, einen See direkt vor euch, dessen Wasser die Sterne widerspiegeln, die herunterleuchten auf euch. Ein Weg, der bis nach hinten führt. Ein Mann mit einer bleichen Maske, der direkt davor steht und euch einladend die Hand reicht. Doch dann merkt ihr, wie das Bild verschwimmt langsam. Ihr dürft alle noch mal eine Probe machen auf geistige Gesundheit. 9. Ich hab's bestanden, ja. Okay. Ausnahmsweise gelungen. Geistige Gesundheit. Gelungen. Okay. Alle, die es nicht geschafft haben, verlieren ein W10 geistige Gesundheit. Ach so. Alle, die es geschafft haben, verlieren 3 Punkte geistige Gesundheit. W10 ist. Das ist der kleinere. Ja. Genau, ja. 3 Punkte? Ja, 3 habe ich. 3, okay. Das Portal, was sich dort aufgetan hat, was völlig allen Regeln eurer Realität widerstrebt, beginnt zu flimmern. Und beginnt so langsam in sich zusammenzufallen und ihr hört nur, Oberst Büchel von hinten wimmern. Nein, 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 was habt ihr getan? Ihr habt alles vermasselt, ihr habt alles versaut, ihr Verräter. Und dann seht ihr plötzlich, wie das Tor aufgerissen wird von großen schwarzen Krallen. Eine Kreatur, die so fürchterlich aussieht, dass ihr habt sowas noch nie gesehen. Bestimmt doppelt so groß wie ihr, eine Kreatur mit ledrigen Schwingen, fast wie ein ekliger, seltsamer Vogel mit einem Maul aus Knochen und Zähnen, mit mehreren Augen auf dem Kopf, zwängt sich durch das Portal, gibt einen markerschütternden Schrei von sich und ihr merkt jetzt, dass die Wachen komplett durchdrehen und hier jetzt anfangen, wild einfach auf alles zu schießen, was sich bewegt. Und die anderen Gäste außer euch ebenfalls komplett dem Wahnsinn verfallen. Auch Büchel schnappt sich den Vulkanglasdolch und versucht nichts anderes, als irgendjemanden die Kehle aufzuschneiden. Es entbrennt wirklich völliges Chaos. Evelyn, was tust du? Schreien erstmal. Punkt 1, schreien sehr, sehr laut und dann auf das Ding schießen, was dadurch das Portal geht. Dann schieß mal. Es ist relativ einfach zu treffen, also du kriegst einen Bonuswürfel. Das bedeutet, du darfst einen zweimal würfeln. Ist nicht nötig, ich habe eine 1 gewürfelt. Oh, sehr schön, machen wir Schaden. Wow. Eine 6. Okay. Du
lässt die Kugel fliegen, das Ding trifft, wird getroffen und es schreit auf. 6 waren das, ne? Ja. Aber du hast das Gefühl, dass das Ding sich jetzt so ein bisschen in deine Richtung fokussiert. Es ist in Ordnung. Sie steht da wie angewurzelt, die Waffe gehoben. Doch hat sie 4 Schuss. Schreit immer noch. Sehr ausdauernd, starke Lungen offensichtlich an der Frau. Das Gute ist, dass die Soldaten jetzt ebenfalls von dir sie abwenden und ebenfalls auf das Ding schießen. Zumindest versuchen zu treffen. Was ihnen so mittelmäßig gelingt in der Panik. Aber einer trifft zumindest. Und der Feldwebel, der ein bisschen im Hintergrund stand, ist ebenfalls ein bisschen verwirrt, scheint aber immer noch sich auf dich fokussiert zu haben und versucht jetzt, dich anzugreifen, Evelyn, indem er seine Luger auf dich abfeuert. Trifft auch nicht. Er schießt daneben, die Kugel fliegt ganz knapp an dir vorbei und landet hinter dir in einem Busch. Und dann kommt dieses Ding und starkst auf dich zu, auf seinen beiden Schwingen, die große Krallen an den Seiten haben, und fängt an, nach dir zu schlagen. Möchtest du ausweichen? Ja, ich will ausweichen. 32. Gucken wir mal, ob er ist das sogar gelungen. Besser hinkriegt. Normal gelungen, ja. Das ist eine 20. Ja, ein Angriff trifft dich. Evelyn duckt sich, rollt zur Seite, wird dann 8 Schaden immer noch getroffen und wird vermutlich schwer blutend und mit einem seitlich in einen Busch geworfen. Ein Horn oder eine Kralle, die an dem Ende des Flügels war, bohrt sich in deine Schulter wie ein Speer. Du wirst nach hinten geschleudert, landest in einem der Beete und merkst einfach nur, dass das Blut und der pochende Schmerz in deiner Schulter, und das Ding steht immer noch in der Mitte und versucht sich jetzt anderen Leute zu erwehren. Als nächstes haben wir Louise, die sich ebenfalls noch aufrappelt und auf die nächste Person einsticht, die sie sieht. Das ist in diesem Fall Remy. Aber es nicht schafft. Oberst Büchel stürzt sich in Richtung von wen greift er denn eigentlich mal an? Der wird sich wahrscheinlich eher ein bisschen zurückhalten, tatsächlich, in diesem Fall. Und Chester, was möchtest du machen? Du wurdest gerade angegriffen von deinem Freund und Teamkollegen eigentlich, der immer noch im direkt neben dir mehr oder weniger steht. Ja, ich versuche mir schnellstmöglich noch mal ein Bild der Lage irgendwie zu verschaffen, wer jetzt gerade von wem angegriffen wird. Evelyn liegt ein bisschen irgendwo im Beet. Wie viel Lebenspunkte hast du noch? 5. Also sieht arg verletzt aus. In einem anderen Beet liegt Carmen, die immer noch angegriffen wird von Victoria. Und Bruckmüller steht vor dir. Er scheint wirklich völlig dem Wahn verfallen zu sein und ist leicht verwirrt. Leicht verwirrt. Leicht verwirrt. Und dann ist auch dieses riesige Ding da, was so ein bisschen links und rechts sich jetzt der Wachen erledigt, die es angreift. Gut. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, an dieser Stelle den Kampf mit diesem Viech aufzunehmen. Zumindest nicht mit noch 7 Patronen drin. Ich habe 2 Schwerverletzte an dieser Stelle. Das passiert natürlich alles innerhalb von Sekundenbruch, was ich gerade hier laut formuliere. Ich überlege, verdammt nochmal, kriege ich den Bruckmüller auf meine Seite? Er ist leicht verwirrt. Vielleicht eine saftige Ohrfeige könnte ihn die Realität und auf meine Seite zurückziehen. Das hat bei den anderen auch funktioniert. Da ist ja totales Chaos ausgebrochen. Oder soll ich einfach fliehen? Denn ich erinnere mich in diesem Moment daran, dass wir eine Waffe gesehen haben, als wir angekommen sind, mit der dieses Biest möglicherweise zu erledigen wäre. Aber mir wird natürlich klar, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, rauszustürmen, diese Waffe zu holen, zurückzukommen. Bis dahin werden alle tot sein. Ich handle aus Reflex. Er hat gerade auf mich eingeschlagen, wir haben Differenzen. Aber ich schaller ihm so eine saftige Ohrfeige und sage: Bruckmüller, komm zu dir, reiß dich zusammen, komm klar, komm zurück in die Realität, wir brauchen dich jetzt in diesem Moment. Und semmel dir eine um dich. Komm, werd klar! Hilft das, okay, hilft das nicht? Darfst du dir aussuchen? Das hilft. Okay. Was geht hier vor? Ja, das absolute Chaos ist ausgebrochen. Wir haben nicht groß Zeit für Erklärung. Wir müssen jetzt entscheiden, ganz, ganz schnell, in telepathischer Manier. Wir schnappen uns die Mädels und versuchen, das Chaos zu nutzen, um zu gehen. Ja, gut. Wir müssen jetzt gemeinsam hier weg. Es gibt ein größeres Problem. Wir können hier nichts ausrichten. Hier ist absolutes Chaos. Alle kämpfen gegeneinander. Hier ist dieses riesige Vieh, was du da im Hintergrund siehst. Ich schnapp mir die näher bei mir ist, zu
Evelyn möglicherweise, ja, Evelyn, weil sie näher bei mir ist. Evelyn, ich schnapp sie mir unter den Arm, versuch sie hochzurappeln. Ja, also du hast erstmal die Aktion gebraucht, um Buchmüller aufzumachen, das machen wir nächste Runde. Ja, ich bin ja Kommandosoldat, ja, könnt viel. Du hast recht. Carmen. Ja, ich liege ja in einem Busch auch. Ja. Sehr viele Büsche in diesem Garten. Mhm. Ist das der Busch, wo auch die Waffe reingefallen ist, die wir runtergeworfen haben? Würfel auf Glück. Das brauche ich nicht. Nicht so überzeugt, aber gut. Ja, nö, das ist eine 88. Das ist nicht der Busch, nein. Okay, dann nehme ich mal das Messer, das da runtergefallen ist. Mhm. Ja, das nehme ich mit und versuche, ich gehe davon aus, dass ich das im Augenwinkel mitbekommen habe. Ja. Mhm. Okay, ja. Versuche zum Herrn Bruckmüller irgendwie zu schlendern, mich zu schleppen, sage ich eher. Und ja. Ja, ich gehe dir entgegen. Also, wenn das geht. Es ist komplett Chaos ausgebrochen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ist das Tor zu? Was ist das für ein Monster? Was sollen wir tun? Ja, weg von ihr, schnell! Okay, ja, wohin? Victoria stürmt dir immer noch hinterher und versucht dich jetzt zu packen. Die hat es immer noch auf dich abgesehen. Lass sie mich los! Soll ich irgendwas würfeln? Nee, sie schafft's nicht. Also sie versucht dich zu packen, aber greift irgendwie daneben und wird tatsächlich so ein bisschen von dem großen Flügel dieses gigantischen Wesens so zurück zur Seite geschoben. Mhm. Und dann darf Herr Bruckmüller was machen. Ja, also dann würde ich sie packen und wegreißen. Ihr versucht so ein bisschen wegzulaufen. Weg von der Kreatur. Okay, alles klar. Ihr geht so ein bisschen in Richtung Haus. Das ist natürlich jetzt für euch so der sicherste Weg erstmal. Weg vom Garten und weg von dieser Kreatur, die gerade aus diesem Portal gekommen ist. Was auch immer das bedeutet. Evelyn. Du liegst im Busch, bist stark verletzt und du siehst jetzt Chester auf dich zulaufen. Aktuell bist du zumindest nicht in akuter Gefahr. Der Dolch! Chester! Der Dolch! Sie versucht irgendwie wieder zumindest auf die Knie irgendwie halb hochzukommen. Hm? Und gestikuliert in Richtung des Obers. Und schießt auch in Richtung des Obers. Okay, dann schieß mal. Doppelt hält besser. 24, das ist sogar unter der Hälfte. Dann mach mal Schaden, bitte. 7. Au. Du triffst den Oberst mit einem meisterhaften Schuss und du siehst, wie er auf die Knie geht, den Dolch, den er immer noch in der Hand hatte, zu Boden fallen lässt. Und tatsächlich ist er jetzt einigermaßen in Reichweite von dir. Also du könntest, wenn du gleich dran bist, hinlaufen und versuchen aufzunehmen. Und der Oberst sieht nicht gut aus. Also du hast das Gefühl, du hast ihn jetzt arg verletzt und der ist jetzt zumindest aktuell nicht mehr kampffähig. Der Dolch! Chester! Die Soldaten schießen weiterhin wirklich mit ihrem gesamten Magazin ihrer Maschinenpistolen auf dieses Wesen. Treffen sogar zweimal. Wer hätte es gedacht? Also das Wesen wird weiterhin beschossen. Luis kämpft mit Remy und ist ebenfalls wie alle anderen völlig im Wahn. Und sticht ihm das Messer einmal in die Kehle. Es kommt hinten raus, sie hört nur noch rein. Ach, ach. Und dann tritt sie ihn so nach vorne und er fällt zurück. Und sie blickt jetzt ebenfalls zu dem Dolch, der vorne liegt. Und die Augen mit dir treffen sich so. Und ihr guckt euch beide so an und du hast das Gefühl, die will den Dolch auch. Und zwar nicht aus dem gleichen Grund, warum du ihn hast. Aber warum du ihn willst. Du darfst agieren, Chester. Ja, ich habe den Wink mit dem Zaunfall natürlich verstanden. Mhm. Und hechte zum Dolch rüber. Okay. Mhm. Konsequent und mit der körperlichen Überlegenheit, die ich mitbringe als Kommandosoldat. Das brauchst du nicht würfeln, du schaffst es auf jeden Fall. Du kommst hin, weist ein paar Angriffen dieses riesigen Wesens aus, was nach dir schlägt so ein bisschen, aber nur so halbherzig. Das ist gerade mit den Soldaten vor allem beschäftigt. Und du schnappst dir den Dolch, du siehst jetzt Luis auf dich zulaufen und neben dir sitzt Büchel in seinem eigenen Blut. Und du siehst nur, wie er zu diesem Portal guckt, was immer noch so ein bisschen flimmert. Das ist meine einzige Chance. Nehmt doch den Dolch! Und er schmeißt sich durch dieses Portal durch und verschwindet. Ich denke, Reisende sollte man nicht aufhalten in dem Moment. Jetzt habe ich den Dolch, ja? Ich bin immer noch dran. Ja, du bist noch dran. Ja, was machen? Und du siehst, dass Carmen und Herr Bruckmüller in Richtung Haus versuchen zu fliehen. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir fliehen sollten, Evelyn, mit dem Dolch. Evelyn, soll ich mit dem Dolch auf das Monster zustimmen, weil du glaubst, ich kann mit diesem Dolch dieses überhausmenschgroße Monster bezwingen? Nein, du Idiot! In diesem Moment kommt Luis zu dir und versucht dich zu schlagen. Das sie natürlich nicht klappt. Willst du ihr entgegentreten und sie angreifen oder willst du ausweichen? Ich weiche aus. Dann wirf noch ausweichen. 63. Mhm. Und werde jetzt einen großen Teil meines Glücks gut einsetzen. Das gefällt mir. Scheiß Dolch. Könnte schon weg sein im Flieger.
Pass auf. Warte mal, 63, das bedeutet, um auf, ich habe 27 zu kommen, bedeutet das 36, korrekt? Ja. Mhm. Das ist einfach fast dein gesamtes Glück aus. Okay. Ja, jetzt wird es langsam Zeit. Ja. Das war auch eine gute Sache. Ich habe jetzt also noch 8 Glück. Gut. Okay, du weist dem Angriff von Luis aus, die wirklich wie ein wildgewordenes Tier nach dir lechzt und den Dolch versucht zu greifen, aber du nimmst einen Schritt zur Seite. Und wohin läufst du dann? Ich laufe, nicht mehr reden, sondern läufst du. Ich laufe weg, ich laufe reflexartig auch Richtung Haus. Okay, alles klar. Gut, das wollte ich nur wissen. Dann kommen wir zu Carmen. Du bist mit Herrn Bruckmüller gemeinsam unterwegs weiterhin zum Haus. Ja, sind wir schon Richtung Wintergarten? Oder ja, ihr kommt wahrscheinlich jetzt gleich an der Tür an, wenn ihr gemeinsam dort jetzt hinlaufen wollt. Okay. Und da ist auch die Waffe, die Pistole. Ja gut, die hebe ich auf. Die, hebe okay. Die Waffe auf, steck sie ein. Und ich habe ja einen Blazer an. Ich schnür den mir jetzt auch mal um die Brust, damit meine Blutung gestoppt wird, weil das mir ein bisschen Sorgen. Okay. Hast du Erste Hilfe oder sowas? Ich habe 1 auf Medizin. Ich glaube, du Erste Hilfe hat, glaube ich, jeder 25% Erste auf der linken Seite ist das, glaube ich, irgendwo, oder? Ja. Ah, 30, ja. Dann würfeln wir bitte auf Erste Hilfe. Okay. Es gibt's ja nicht. 68. Ja, also du bindest das halt da dran, aber wirklich abgebunden ist da nicht viel. Mhm. Ne? Also du siehst das auch, wenn du ihr helfen möchtest, kannst du es natürlich machen. Ich bin in Fluchtmodus, da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Also ihr läuft weiter in Richtung Wintergarten, die Tür ist immer noch offen und ihr stürmt in den Wintergarten rein und fühlt euch da zumindest erstmal halbwegs in Sicherheit. Mhm. Weiterhin herrscht absolutes Chaos. Evelyn, du bist wieder dran. Das Wesen hat alles. Da musst du ausmachen. Ach, schade, dass du das. Nein, das kümmert sich um die Soldaten tatsächlich. Schnappt sich einen Soldaten mit seinem Maul und ihr hört nur ein ekelhaftes Krachen von Wirbelsäulen und Knochen. Und der Mann hängt einfach plötzlich leblos im Maul von diesem riesigen Wesen, während es mit seinem Flügel einen weiteren Soldaten einfach zur Seite wischt, der gegen die Pyramide fliegt und dort erstmal bewusstlos liegen bleibt. Und so langsam orientiert sich das Wesen jetzt wieder auf euch. Jetzt bist du dran, Evelyn. Du siehst Chester, der gerade von Luis angegriffen wird, der sich jetzt aber so ein bisschen davon versucht, davon zu machen. Du hast Carmen gesehen und Herrn Bruckmüller, die ebenfalls schon jetzt im Haus verschwunden sind. Du bist jetzt noch mitten auf dem Schlachtfeld, mehr oder weniger, in diesem Busch. Was willst du tun? Auf diesem Beet. Die kommen ziemlich schwankend auf die Füße. Die Schuhe sind längst irgendwo verschwunden in all diesem Gebüsch und schießt auf Luis, damit er eine Chance hat, wegzukommen. Okay, dann schieß mal. Ja, ich weiß, wir waren eigentlich hier, um sie zu retten, aber da ist nichts mehr zu retten. Das ist eine 30, das ist genau die Hälfte. Okay. Du triffst sie, mach mal Schaden. Mäß sie alle wieder. 6. Sie wird so ein Stückchen zurückgeschlagen davon. Mhm. Damit sie, also du schaffst es, sie so ein bisschen aufzuhalten. Sie wird so ein bisschen zurückgeschlagen, aber du merkst, die ist immer noch genau auf euch fokussiert. Ja, besser auf mich als auf den mit dem Dolch. Und die Soldaten geben jetzt komplett auf, also auch die restlichen Soldaten, die noch da sind, fliehen und laufen, werfen ihre Waffen weg und wollen einfach nur weg von diesem Wesen. Der Feldwebel schießt nochmal auf dich, weil dich hat er jetzt so ein bisschen als die Redelsführerin auserkoren. 27 trifft, unter der Hälfte. Da werde ich nicht ausweichen können. Sonst denkt es. Das ist 5 Schadenspunkte. Evelyn geht mit einem leisen, erstickten Geräusch und einem ziemlich überraschten Gesichtsausdruck einfach zu Boden. Regt sich dann nicht mehr. Liegt. Alles wird schwarz um dich und es fühlt sich nicht gut an, diese Wunde. Du siehst das, dass sie gerade zu Boden gegangen ist. Und Luis versucht weiter hinter dir herzukommen, ist jetzt aber erstmal zurückgedrängt worden durch den Schuss von Evelyn. Was machst du? Flucht. Ja. Also ich fliehe weiter. Es hat keinen Sinn, Evelyn. Ich sehe, das ergibt sowieso gar keinen Sinn mehr. Es kann man nur noch mit dem Dolch im Gepäck versuchen, so schnell wie möglich hier wegzukommen. Ich hoffe, dass das Monster sich um alles kümmert, was es da noch gibt, und fliehe. Okay. Richtung Wintergarten in beiden Händen. Du läufst ebenfalls in Richtung Wintergarten. Ihr lasst die Szenerie so ein bisschen hinter euch und auch eure Freundin im Beet. Gemeinsam kommt ihr in den Wintergarten, mehr oder weniger gleichzeitig, und steht dort. Das ist alles dunkel plötzlich im Haus. Ihr merkt auch um euch herum, die ganze Elektrik ist ausgefallen. Das Gefühl. Ihr hört hier drin niemanden mehr, nur noch das Geschrei von draußen und die Schüsse von draußen. Und ansonsten ist hier Totenstille in diesem Haus. Was tut ihr da rein? Wir müssen irgendwas machen. Was ist, wenn das Wesen ausbricht und bleibt aus dem Anwesen?
Die einzige Chance, die wir jetzt noch haben, ist hier rauszustürmen. Erinnert euch, als wir angekommen sind, ich habe doch das Auto untersucht, diesen Kastenwagen. Da war eine Panzerfaust. Wenn wir die kriegen konnten, wir haben gesehen, dass das Wesen ist verletzbar. Es wurde von Kugeln getroffen. Man kann es also vielleicht töten. Ich glaube, das ist die einzige Chance. Sonst haben wir ein Übel auf die Welt losgelassen, das nicht nur uns umbringt, sondern möglicherweise noch viel mehr. Lasst uns weiterfliehen. Ich bin genau Ihrer Meinung. Sie kennen sich damit besser aus. Sie haben sich auch schon mit dem Handwerker unterhalten. Ist das überhaupt noch funktional? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber das ist vielleicht die beste Chance, die wir haben. In Ordnung, wir haben keine andere Wahl. Okay, ihr geht nach vorne, ihr lauft also nach vorne raus. Aus dem Foyer kommt wieder auf den Vorplatz. Dort steht immer noch zum einen der kaputte Panzerwagen mit dem Geschützturm oben drauf. Und hinten steht noch der Kübelwagen, wo du die Panzerfaust gesehen hast. Und der Mechaniker steht davor, ist sehr verwirrt, was da passiert. Und hält so eine Waffe so halb unten. Und als ihr seht, wie ihr rauskommt, hält er sie in eure Richtung. Was geht hier vor? Was wollt ihr hier? Was passiert da? Sprecht! Da ist ein Monster, treibt so ein Unwesen im Garten. Ich stürme, ich gehe langsam auf ihn zu. Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärung. Nehmen Sie die Waffe runter. Das, was hier gerade vor sich geht, ist größer als Sie. Das ist eine Gefahr für uns alle an dieser Stelle. Nehmen Sie die Waffe runter. Würfel bitte auf Psychologie. Oder einschüchtern, wenn du willst. Einschüchtern. Würfel auf einschüchtern. Ja, klappt. 52. Okay, gut. Aber nehm mich bitte mit. Nehm mich mit. Ja, klar, selbstverständlich. Ich hab den Schlüssel. Gut. Er hält einen Schlüsselbund hoch. Ja. Einen Autoschlüssel. Nehmen Sie den Autoschlüssel, Bruckmüller, Evelyn, gehen Sie zum Auto, mit ihm, setzen Sie sich rein, Sie gehen ans Steuer, weil Sie nicht verletzt sind. Lassen Sie den Wagen an, ich gebe das Kommando denen, gehe zu dem Wagen na gut. Und gehe zur Panzerfaust, ich schnappe mir die Panzerfaust. Schnappst du eine Panzerfaust, das ist eine Einschuss-Panzerfaust. Militärischer Bauart. Kennst dich einigermaßen damit aus, also du weißt, wie man sie benutzt. Sie ist auch sehr einfach zu benutzen. In die Richtung zielen, was man zerstören möchte und dann abdrücken. Ja. Richtiges Ende. Richtiges Ende ist wichtig, aber das lässt sich leicht rausstellen. Das ist das mit dem dicken Ende. Ja. Entschuldige mal. Ich weiß, wie man das benutzt. Keine Sorge. Das ist nicht die erste Panzerfaust, die sie abfeuert. Du hörst jetzt Schreie weiter von hinten und plötzlich das Schwingen von Flügeln, wie ein riesiger Vogel, der in die Luft steigt. Und plötzlich siehst du im Himmel dieses Wesen aufsteigen. Und auf seinem Rücken sitzt Louise, die mit einem wahnsinnigen Blick auf euch herunterblickt. Ihr kommt mir nicht davon! Ihr kommt mir nicht davon! Und das Ding fliegt in eure Richtung. Was machst du, Herr Bruckmüller? Wo bist du gerade? Du bist... Ich stehe bei dem. Du stehst auf dem Parkplatz vor dem Auto. Vor dem Auto, in dem ihr sitzt. Ja. Oder also wenn ihr da reingehen wollt, könnt ihr das machen und du stehst davor auf dem Parkplatz. Ja. Ja, und du gehst zur Panzerfaust. Ich hab dich schon in der Hand. Ach so. Ja, okay. Ja gut, dann gehe ich an Steuer und versuche irgendwie es anzuschmeißen, abzulassen. Ja, geht ohne Problem. Ja, okay. Schau mich um und ja, dann warte ich auf weitere Anweisungen. Okay, was machst du? Warum können wir denn nicht losfahren? Sie haben die Panzerfaust in der Hand. Und schießen von der Fahrt aus. Wir können hier nicht stehen bleiben. Louise ist auf diesem komischen Fliegeding. Wir haben einen Schuss an dieser Stelle. Ihr könnt jetzt nicht ewig diskutieren, da könnt ihr den Schuss gehabt. Ich würde das Vieh jetzt so nah kommen lassen, wie ich irgendwie kann, bis ich das Gefühl habe, ich habe das allersicherste Schussfeld. Okay. Ihr fahrt schon mal. Fahrt los. Gut. Fahrt schon mal. Gib Vollgas. Das Pedal runter. Ich schrei das Vieh an. Ja, ich fahre einfach los. Okay, wir müssen mit dem Auto fahren. Autofahren. Ich hab gesagt, alles wird nützlich. Alles wird nützlich. Hab ich. Gott, ich kann voll gut Autofahren. 81. Passiert. Okay, das geht jetzt nicht. Vorher vergessen, dass du fahren sollst. Ja, aber die ist doch verwundet, die ist doch halb tot. Ich hab nicht genug Glücksprobier, tut mir leid. Du fährst gegen das Tor ein lautes Krachen und das Tor gibt nicht nach. Du stehst mit dem Auto, was nicht mehr anspringen will, vor dem geschlossenen Tor. Ich steig aus. Gut. Ja, was machen? Ja, wo ist diese Kreatur jetzt? Die fliegt jetzt auf euch zu und direkt auf Chester zu, der mit der Panzerfaust auf dem Parkplatz steht und genau den richtigen Moment abwartet, um zu schießen, oder? Das ist mein Plan. Was hast du auf schwere Waffen? Mmh. 0-1. Ich auch. Regulär. 1? Hattest du nicht was geskillt in schwere Waffen? Nee, guck mal oben bitte. Hattest du nicht was da drin? Ist du wirklich 0 auf schwere Waffen, also 1? So steht es geschrieben. Ich kann mir das auch nicht erklären als Kommandosoldat mit vielen Jahren. Also ich würde jetzt auch sagen, dass das... Okay, also
du lässt das Ding auf jeden Fall so nah rankommen, dass du gut schießen kannst damit. Ja. Du kriegst auf jeden Fall einen Bonuswürfel. Das bedeutet, du würfelst die Zehnerstelle zweimal und nimmst das bessere Ergebnis, also den höheren Würfel. Kannst du vielleicht ein bisschen weniger Schlüpfer sagen? Du bist tot. Oder auch nicht. Und du hast ja noch ein bisschen Glück, ne? Ich hab mal ein bisschen Glück. Okay. Also, der bleibt die 9. Hast du gewürfelt? 39. Dann die 3, also die kleinere Stelle bleibt und der größere Würfel, das nochmal würfeln. Die kleinere Stelle bleibt, genau. Die 9 bleibt. Eine 9 und eine 30, ne? Genau, und die 30, das heißt, werfe ich nochmal. 30 würfelst du nochmal, genau. Ja. Das sind 50. Also es ist trotzdem noch 39. Ja. Du lässt die Rakete fliegen und die fliegt in den Nachthimmel an diesem Wesen vorbei. Ist es wenigstens abgelenkt, das Wesen? Ein bisschen, es muss ausweichen, ein Stück zumindest. Also es verlangsamt den Flug zu euch, aber du hast daneben geschossen. Oh, Eiskalt daneben geschossen. Hätten sie einfach aufs Tor geschossen. Carmen, was machst du? Wir haben doch den Soldaten bei uns. Ja. Wissen Sie, das Tor aufgeht? Haben Sie ja den Schlüssel? Ich mach das Tor auf. Er guckt sich kurz um. Der Panzerwagen! Geht in den Panzerwagen! Benutzt das Geschütz! Okay, ich gehe in den Panzerwagen. Okay. Benutzt das Geschütz. Du läufst im Panzerwagen, kletterst oben in das Geschütz rein. Oh. Und jetzt kommt das Ding runter und versucht, es dich anzugreifen. Weil du hast gerade auf das Ding mit dem Raketenwerfer geschossen, also mit dem Panzerfaust. Das trifft. Also ausweichen wird da wahrscheinlich auch nicht viel bringen, weil es ist unter ein Drittel. Also versuch mal auszuweichen. Ausweichen hier mit so einem. Ja, genau. Du hast unten deinen Ausweichenwert. Mhm, 27. 27. 14. Es reicht trotzdem nicht. Es ist nicht genug. Was? Er hat besser getroffen, den Gegner, leider. Dann fände ich Glück. Na gut. Du kriegst 8 Schaden. Also es versenkt einmal seine Kralle in dir. Ah, alles gut. Alles gut. Bruckmüller, was machst du? Ist eine Fleischwunde. Ja. Also, du bist jetzt auf den... Ich bin auf den Panzer geklettert. Ja. Okay. Ja, Ich lauf zu ihm und zieh währenddessen meine Waffe. Okay. Du kannst noch was machen, wenn du möchtest. Also nur die Waffe ziehen ist. Okay, ohne gut, dann versuche ich noch auf die Kreatur zu schießen. Okay, dann schieß. Mit Fernkampf. Okay. Auge! Fernkampf, Faustfeuerwaffe. Ja. 20. 18. Sehr gut, du triffst, mach Schaden. Schaden! 4. Sehr gut. Du triffst das Ding mitten in der Brust. Es blutet auch schon aus einigen Wunden. Also, es hat anscheinend während des Kampfes mit den Wachen auch ein bisschen was abbekommen. Und brüllt laut auf. Und Luis muss sich wirklich festhalten, um nicht herunterzufallen. Schafft es aber. Und wir kommen zu Carmen. Du kommst in dem Geschützturm an. Ja, ist das jetzt bei dem Auto noch, oder ist das ein anderes? Es gibt zwei Autos. Es gibt da diesen Panzerwagen, der dessen Achse gebrochen war, den ihr gesehen hattet. Der steht da quasi fest, den könnt ihr auch nicht bewegen. Okay. Aber der Geschützturm funktioniert. Da ist vorne eine Maschinenkanone dran. Okay, wie nah ist unser Auto am Tor dran? Sehr nah, direkt davor, quasi im Tor drin. Okay. Und mit der Waffe kannst du das Tor nicht aufsprengen, das macht keinen Sinn. Na gut. Das ist im Endeffekt ein großes Maschinengewehr. In Ordnung, ja, dann schieße ich wohl auch auf das Ding. Okay. Würfel mal bitte, hast du Gewehr? Ich hab, ja. Würfel mal bitte mit Gewehr und du kriegst auch einen Bonuswürfel. Das bedeutet, die Zehnerstelle, die höhere, kannst du zahme würfeln und das bessere Ergebnis nehmen. Okay, erziehen nochmal. Das wäre eine 89, genau, jetzt kommst du die 80 nochmal. 79, okay. Eine Salve aus dem Maschinengewehr des Panzerwagens löst sich in die Nacht hinein und du triffst das Ding allerdings nicht. Was machst du? Die Panzerfaust ist alle. Ich denke an meine allerletzte Option. Wir können nicht fliehen, ich hab den Dolch noch in der Tasche. Ist das... Wie in einer Distanz, dass ich es erreichen kann? Ja, es ist gerade auf dem Boden gelandet, um dich anzugreifen und ja, kannst du. Okay, ich wage die Flucht nach vorne, ich nehme diesen räudigen Dolch in die Hand, stürme frontal auf das Biest zu und mein einziger Plan ist, dass die Fläche ist groß genug, ist einfach nur zu treffen mit voller Wucht. Dann Dolch. Mach bitte einen Nahkampf. Auch mit einem Bonuswürfel. 99. Echt? Ich kann nicht, es tut mir wirklich leid, Leute. 79. Was brauchst du? 27. Hast 25. Du noch genug Glück? Nein, ich habe nicht mehr genug Glück. Okay, dann gucken wir mal, was das Ding macht. Das versucht zurückzuschlagen. Schafft's aber auch nicht. Das heißt, du stichst an dem Ding vorbei und kannst verdammt noch dem Flügel ausweichen. Halt mir die Seite, aber weiß, ich krieg eine Chance, Leute. Lenk das Biest irgendwie ab. Gib mir eine Chance. Bruckmüller. Ja, ich baller drauf. Okay, schieß. Und schrei und. Es tut mir leid. 12! Sehr gut. Mach Schaden.
Und ein Schaden. Ein Schaden, okay. Aber kann ich den... Nee, den kannst du nicht forcieren. Nee, den kannst du nicht verändern. Ja. Du triffst das Ding am Flügel und es hat jetzt ein leichtes Loch im Flügel und blickt dich wütend an. Ja. Und es versucht, dich zu beißen. Bin ich so nah? Okay. Ja, also es kommt zu dir rüber, es ist ziemlich groß und versucht, dich zu schnappen. Ja, ist in Ordnung. Trifft aber zweimal nicht. Brauchst nicht mehr ausweichen. Carmen. Ja. Ja. Das Ding ist jetzt direkt vor dir, mehr oder weniger. Ja, dann kann doch nichts mehr daneben gehen. Ich schieß nochmal. Du kriegst nochmal einen Bonuswürfel. Okay. Oh Gott. Was macht ihr denn da? 41, ich hab 25. Hast du noch Glück? Nein. 7. Das reicht nicht. Ja. Also du kommst mit diesem Geschütz nochmal überhaupt nicht klar. Du bist ja auch eine Antiquarin. Kann ich währenddessen irgendwas rufen zumindest? Du kannst versuchen, ihn abzulenken, ja. Kann hier jemand irgendwie besser schießen als ich? Kann mir jemand helfen? Ich komme damit überhaupt nicht klar! So langsam merkt ihr, wie das Tor geöffnet wird. Das heißt, der Soldat schafft es zumindest, das Tor zu öffnen und das Wrack des Autos so ein bisschen zur Seite zu schieben. Chester. Ich versuche... Der Mut der Verzweiflung. Ich nehme den Dolch. Versuche mir die beste mögliche Stelle. Das ist ein bisschen abgelenkt. Ich denke, das kann jetzt nicht schief gehen. Ich würfle. Mit dem Bonuswürfel. Und habe 0, 0, 0. Oh Gott, das ist eine 100. Das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Ergebnis. Also, kommt der Bonus mit. Ja, warte. 0, 0, 0. Jetzt habe ich eine 40. Reicht das? Das reicht leider nicht. Das kann doch nicht sein. Das reicht nicht. Es reicht nicht. Alles gut. Leute. Hast du noch Glück? Das reicht auch nicht. Ja, du stürmst auf das Ding zu und versuchst deinen Dolch in ihm zu versenken. Und in dem Moment kommt ein Flügel von der Seite und wirft dich einfach nur zur Seite. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 18. Jetzt nochmal 9 Schaden. Alter. Und du landest im Zaun. Du wirst gegen den Zaun geworfen. Scheiße. Ah. Könnt ihr jetzt mal treffen, bitte? Irgendwie. Ich schieß weiter schreiend drauf. Ja. Bist du der, der am besten getroffen hat? 44. Habe ich auch einen Bonuswürfel? Ja, du hast auch einen Bonuswürfel. Ja, der ist nah genug dran. Okay. 24. Das ist nur 4 drüber, dann mache ich 4 Glück. Okay. 28, okay. Mach Schaden. Schaden, W6. 6! Du schießt auf das Wesen, ein Schuss löst sich, du triffst es mitten in den Kopf und plötzlich merkst du, wie das Ding zusammensackt mit einem lauten Schrei, es Luise von sich abwirft, die auf dem Boden landet und vor euch landet dieses Ding auf dem Boden im Kies und ihr merkt, wie es so langsam in so eine schwarze Suppe versickert. Hinter euch ist das Tor offen. Luis guckt euch verwirrt an. Nichts mehr ist von dem Blick übrig, von dem wahnsinnigen Blick, den sie vorher hatte. Und sie blickt euch einfach nur an und sagt, ich will nach Hause. Das kriegen wir hin. Kann ich zu ihr hin und mit meinem Zopf irgendwie ihre Hände verbinden? Ich hab deinen Zopf? Ich hab einen Zopf. Willst du deinen Zopf abschneiden? Damit die Nein, Haargummi halt, meine ich. Ach so, mit dem Haargummi. Dachte, das mit deinen Haaren. Sie hat mir in meinen Bauch gestochen, deswegen bin ich ein bisschen... Sie ist auf jeden Fall so verwirrt, dass sie das lässt sie mit sich machen, ja. Gut. Carmens Haarschmuck ist auf jeden Fall sehr nützlich. Vielleicht mit den Stäbchen werfen wollen, oder? Komplettes Arsenal. Ja. Was macht ihr? Perfekt. Der Weg ist geil. Ich gehe zu Chester. Wir können jetzt nicht gehen. Wir wissen nicht, was mit Evelyn ist. Wir wissen nicht, was mit der Pyramide ist. Ihr hört immer noch Geschrei aus dem Garten. Wir hören immer noch Geschrei aus dem Garten. Oh, wo ist Evelyn? Evelyn mussten wir zurücklassen. Sie ist von mehreren Kugeln getroffen worden und der Soldat steht vorne und sagt euch nur, also ich laufe jetzt. Und ihr hört in der Ferne Autos. Also wahrscheinlich ist das, was hier gerade passiert ist, auch nicht beobachtet geblieben. Okay. Chester, sitz du dich ins Auto und schau, dass du wegkommst. Ich habe genug falsch gemacht. Ich schau nach Evelyn, wenn ich nicht komme. Nein, wir fahren jetzt zusammen. Wir haben den Dolch und wir haben Luise. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich hab kompletten Scheiß gemacht. Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Du kommst jetzt mit. Nein, fahrt ihr. Aber es kommen noch Leute. Ich such sie. Die werden dich fangen und die werden dich jagen. Du kommst hier nicht mehr raus aus der Nummer. Ich wetz in den Garten. Okay. Wetzen Richtung Garten. Das Letzte, was ihr von Burgmüller seht, oder wollt ihr die machen? Die beiden? Ich habe es schon mal nicht geschafft, ihn zu überzeugen. Also das gut. Dann sollten wir schauen, dass wir hier wegkommen. Ja, unsere Tarnung ist spätestens. Du bist verwundet. Zurück. Wir haben dieses Missionsziel erreicht mit gewissen Casualties. Ich würde sagen, ab in den Wagen, Fahrer. Fahren Sie uns weg von diesem gruseligen Ort des Unheils. Das Auto ist völlig im Eimer. Der Fahrer guckt euch an. Verdammt nochmal. Ich lauf jetzt und er läuft weg. Okay, er läuft weg. Gut. Da steht eine Limousine.
Da steht noch eine Limousine? Die ist weg, tatsächlich. Verdammt. Die ist weg. Ich kann so nicht laufen. Ich kann auch nicht laufen, ich habe doch noch 8 Lebenspunkte. Ja, stimmt. Okay, ich kann besser laufen. Ihr hört, die Autos kommen näher. Okay, wir gehen zurück ins Haus. Was machen wir denn da? Wir sind ausgeliefert. Also ihr könnt jetzt, ich sag jetzt mal offen, ihr könnt jetzt fliehen zu Fuß. Ist möglich. Jetzt noch, das ist die letzte Option. Wenn ihr jetzt sagt, ihr geht zurück ins Haus, könnt ihr nicht mehr zu Fuß fliehen. Dann fliehen wir zu Fuß. Wir fliehen zu Fuß. Mit Luise gemeinsam. Luise, ihr nehmt den Dolch, nehmt Luise und ihr flieht in die Pariser Nacht hinein. Ja, ich werde jetzt auf den Garten und suche Evelyn. Evelyn! Du stehst im Garten und siehst immer noch dieses wabernde Tor, halb in sich zusammengefallen vor dir und dahinter den Mann in Gelb, der Maske, der dich anguckt, dir noch die Hand hinhält. Und überall liegen tote Wachen, tote Gäste. Du siehst Victoria in einer Blutlache liegen. Du siehst Remy mit einer schweren Wunde in der Kehle. Und in einem Beet siehst du Evelyn mit einer Schusswunde. Sie atmet nicht mehr. Also ich verharre einen Moment bei dem Mann und geh dann zu Evelyn. Evelyn, es tut mir so leid. Ich schaue, ob bei ihr noch was zu machen ist. Sie ist tot. Das ist alles meine Schuld. Komm, mein Sohn, komm. Narkosa wartet auf dich. Ich schaue mich, umsonst lebt niemand mehr. Alle sind tot. Alle sind tot. Ich gehe einen Schritt auf ihn zu. Jetzt ist es eh schon egal. Er greift deine Hand und führt dich langsam durch das Portal. Und du merkst, wie du plötzlich ein Wabern um dich spürst, wie als ob du durch eine Wasserwand treten würdest. Und plötzlich atmest du andere Luft. Vor dir siehst du diese Stadt. Links von dir diesen wundervollen See. Und du fühlst dich gut. Und du denkst, das ist zu Hause. Und an dieser Stelle beenden wir das Tor nach Carcosa. Es war mir eine große Freude, dass ihr alle dabei gewesen seid an diesem fantastischen Abend. Es war mir eine große Freude, euch vier hier begrüßen zu dürfen an den Tischen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch von dem etwas ernsteren Setting seid ihr nicht abgeschreckt und hattet auch ein bisschen Spaß. Vielen Dank, Mairi von Orkenspeiser TV. Wo kann man dich finden, wenn man dich jetzt noch weiter suchen möchte und weiter was von dir so sehen möchte? Orkenspeiser TV auf Twitch oder auf YouTube, wo wir übrigens auch durchaus eine Menge Cthulhu und Cthulhu-eske Sachen machen. Und habe auch ein paar Sachen dazu geschrieben. Zum Beispiel für Achtung Cthulhu habe ich Sachen übersetzt und sowas. Also mehr. Es gibt mehr. Die geschehen sich auch bei Orkenspalter TV zu dem Thema. Sehr gut. Außerdem vielen Dank, Colin. Heute zum ersten Mal dabei gewesen, weil sie letztes Mal schon das erste Mal dabei gewesen, Pen and Paper. Was denkst du, Pen and Paper, ist das was für dich? Oder ist es jetzt Spaß. So? Ich finde, man wird wärmer. Man wird wärmer? Ja. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja. Sehr schön. Cool. Für mich. Ich freue mich immer, wenn ich neue Leute ranführen kann ins Hobby und dann nicht gleich verschrecke. Also, er hat irgendwie so von 0 auf 100 direkt so. Ja, stimmt. Das ist richtig. Du hast sehr schnell geschaltet auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ja, aber schlecht geschossen. Das ist eine andere Geschichte. Die Würfel fallen, wie sie fallen. Chiara, vielen Dank auch, dass du dabei warst. Dankeschön. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Und, ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch nicht so die große Pen-and-Paper-Erfahrung. Nee, ist eine Weile her seit meinem letzten Pen-and-Paper. Musste auch erst reinkommen. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Das freut mich. Und natürlich Florentin Will. Ja. Vielen, vielen Dank für Herrn Bruckmüller. Natürlich vielen, vielen Dank an unseren fantastischen Spieler, der Stefan. Danke, danke. Sagen. Ja. Grandiose, das war eine Freude. Das war echt. Großartige Abendschreibung. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt das Was wäre wenn nicht noch hinten dran, sondern ich mache das nächste Woche in Moin Moin, weil ich glaube, jetzt können wir alle noch ein bisschen runterkommen, können den Abend ein bisschen genießen, ein bisschen durchatmen, das Adrenalin ausschütteln. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die sich auch beteiligt haben über das Hashtag PNP Carcosa. Wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr es gerade bei YouTube schaut oder wo auch immer, hinterlasst einen Kommentar, liked das Ganze, teilt es mit euren Freunden. Wir würden uns sehr darüber freuen, ich würde mich sehr darüber freuen. Und nächste Woche in Moin Moin mache ich dann ein ausführliches Was wäre wenn. Ich kann aber sagen, ihr habt euch gut geschlagen, auch wenn es am Ende nicht so rüberkam. Und ja, mehr als Danke bleibt mir nicht mehr zu sagen. Vielen Dank auch alle Leute, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Die werden wir jetzt gleich nochmal hier auf dem Bildschirm verewigen. Und ich sage euch allen anderen da draußen, habt einen guten Abend und eine gute Nacht und geht nicht mit fremden Männern durch irgendwelche Tore. Macht es gut. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Pourquoi ce désir fou d'amour pour toi? Mes pensées volent toujours l'avion dans lequel tu t'en vas, décolle et j'ai le cœur en bas. Pourquoi la vie nous sépare-t-elle? Pour toi, je retournerai le ciel partout. Tu es, je me tiens, car à nous ne sommes pas de maison. Ton ombre au-dessus de Paris, je flotte à côté de ma vie. Je suis seul dans le lit de la Seine, je traîne. Strange is the night where black stars rise, but stranger still is lost carcass.